Nein, das wird dich nicht retten, sondern wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst und von neu geboren wirst, wie es in Johannes 3, Vers 3 steht, mit dem Mund bekennen wir, mit den Herzen glauben wir, so wärst du gerecht gesprochen, Muslim. Und deswegen sage ich euch Muslime, die das sehen, verlasst den Islam. Der Islam kann nicht retten. Also jetzt hören wir mal hier der Lord der Finsternis hoch. Jetzt hören wir mal hier der Lord der Finsternis hoch. So, dann komm mal hoch. So, nein, Muslime. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist das Wort Gottes. Aber das Wort Gottes sagt ja daran, aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Eure Werke sind böse. Ihr macht scheinfrommig. Ihr seid alle scheinfromm. Ihr wollt äußerlich frommig sein. Aber ihr seid innerlich tot. Ihr glaubt nicht an Gott. Ihr bastelt euren eigenen Gott. Der Herr Jesus Christus sagt in der Bibel, im Wort Gottes, Feindesliebe, Nächstenliebe, ertragen. Wo steht das im Koran? Wo steht das in einer Religion? Das steht nirgendwo drin. Ihr liebt vielleicht höchstens eure Familie. Aber der Herr Jesus sagt, wir sollen Menschen lieben, die wir nicht kennen. Wir sollen Menschen lieben, die uns hassen. Menschen lieben, die uns verfolgen. Bis aufs Tod, damit wir diese Menschen gewinnen für das Evangelium. Und darum sage ich euch, Muslime, ihr müsst den Islam verlassen, Muslime. Heute, ich sage euch, Muslime, verlasst den Islam, kehrt um, tut Buße, bereut eure Sünden, dass ihr einen falschen Gott gefolgt seid, dass ihr einen falschen Gott angebetet habt. Mein Gott kannst du auf jeder Sprache anbeten, an jedem Ort, aber euer Gott muss man auf Arabisch anbeten. Mein Gott, kannst du auf jeder Sprache anbeten. Aber ich sage es euch, wenn die Gnadentür zu ist, Muslime, ihr werdet Gott suchen, aber ihr werdet ihn nicht finden. Ihr werdet nach Gott schreien und nach ihm flehen, aber er wird euer Flehen und euer Geschrei nicht mehr hören. Dann seid ihr unter das Zorngericht Gottes wie in den Zeiten Noahs. Wie in den Zeiten Noahs. Und das verspreche ich euch. So. Amen. Die ganze Zeit sagt ihr, die Bibel ist verfälscht. Ihr könnt nichts zeigen. Per Vogel, der Lügen verbreitet und sagt, Jesus war ein Moslem. Eine absolute Lüge. Oder dass er sagt, die Bibel wurde verfälscht. Eine absolute Lüge. Dass er sagt, der Herr Jesus wurde nicht gekreuzigt. Eine absolute Lüge. Der null Ahnung, null Wissen und will sich einfach nur davor tun. Der per Vogel, der weiß selber nicht mehr, ob er in den Himmel kommt. Und er kommt nicht in den Himmel. Er wird unter das Gericht Gottes kommen und der Herr Jesus wird ihn höchstpersönlich richten. Das verspreche ich euch, Muslime. Der Herr Jesus Christus wird euch richten. Er wird euer Richter sein und er wird euch euer, auch, er, und er wird auch euer Gott sein. So, passt. Punkt fertig aus. Warte ganz kurz, Pablo, kannst du ganz kurz eine Minute weitermachen? Ja, Eine mache ich Minute. gerne. Ja, meine Ich suche lieben nur einen Muslime, Vers ich ganz muss kurz. euch was erzählen. Der Islam, jetzt an alle Frauen, an alle Muslime hier drin, Hand aufs Herz, wollt ihr mir sagen, der Islam ist für die Frauen auch gemacht? Nein, das sei sehr, sehr, sehr ferne. Die Frauen werden unterdrückt auf höchster Form, nicht aufgrund ihres Kopftuchs. Nein, das meine ich nicht mal. Nein, auch nicht mal den Hijab meine ich. Denn die Frauen werden in Sure 4, Vers 34 geschlagen von den muslimischen Ehemännern. Die haben ja Erlaubnis, dass sie geschlagen werden, wenn sie nur befürchten, die muslimischen Ehemänner, dass die einfach nur befürchten, dass sie Allah nicht gehorsam ist. Und wenn das nur befürchtet ist, ermahnt sie, meint sie im Ehebett und schlag sie. Sure 4, Vers 34. Schreibt euch das auf, meine lieben Damen. Und ihr werdet sehen, dass der Islam eine Katastrophe ist. In Sahih Bukhari steht sogar drinne, dass eine Frau, wenn die ihre Augenbrauen nur zupft, sich tätowieren lässt oder einfach irgendwas an ihre Zehen hat, ja, so ein Steinchen oder so, die ist von Allah und von Mohammed verflucht. Die wird nicht ins Paradies gehen. Ihr geht in Jehennem statt in Jehenna. Und das sind diese Unterschiede, weil der Islam ist eine Katastrophe, die so Frauen verachten, bis zum geht's nicht mehr. Was sagt der Herr Jesus Christus? Liebt deine Frauen, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Das bedeutet, wir sollen unsere Genau. Frauen lieben, wie Christus mit der Gemeinde, weil Christus in die Gemeinde gestorben ist. Wir sollen für unsere Frauen sterben. Das heißt, wir sollen für unsere Frauen unser Leben hingeben. So sehr sollen wir sie lieben. Und der Islam hat sowas Oder nicht. Der hat Pablo, nur guck mal, Hass in sich. das Wort Gottes sagt in Römer 14, 12: So wird nun ein jeglicher für sich selbst Gott Rechenschaft geben. So, auch hier, denn Gott wird
alle Werke vor Gericht bringen, das verborgen ist, es sei gut oder böse. Alles, was du in der Finsternis getan hast, deine ganzen Sachen, das wird im Licht offenbart werden. Und dann wird Ich habe dieser eine heilige Frage an Gott dich euch. Ich höchstpersönlich. habe eine Frage. Gottes Segen von ganzem Herzen an erster Stelle. Danke, dass ich Gast sein darf. Und Ja. jetzt eine Frage. Was ist mit dem Juden oder Zionisten? Was hält ihr von denen? Die kommen auch nicht in Paradies. Sie brauchen den Herrn Jesus Christus. Sie haben ihren Messias verwehrt. Also ist es falsch, was die machen in Wie Israel ist und nicht falsch? Alles, Palästina, jeder ist Muslime zu falsch. töten? Ja, hallo. Jeder Ja. handelt falsch, wenn er nicht den Herrn Jesus Christus annimmt. Jesus sagt in Johannes 14,6: Ich bin der Weg, das Leben und die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Machen wir weiter, Bruder Danny. Die Muslime, ihr müsst aufwachen. Ihr habt nicht die Wahrheit. Ihr denkt, ihr habt die Wahrheit. Ihr seid nur so Ich hole jetzt erzogen meinen worden. Moslem Habt ihr hoch. jemals den Koran Will ein gelesen? Moslem, Habt ihr warte mal ganz kurz, jemals ich will die ein Bibel Moslem gelesen? hochbauen. So, ich hole jetzt meinen Moslem hoch. Ich will nur ganz kurz, ich komme gleich wieder, Pablo. Ich gebe dir Ja. das ganz kurz, ja? Danny, Gottes Segen, Servus. Rayan. Ihr sagt, Jesus würde uns Warte mal retten. ganz kurz. Wie alt bist du? Bin ich, wie alt bist du? Ich bin schon volljährig, keine Sorge. Ja, okay. Ihr sagt, Jesus rettet uns und so, wenn wir zum Christentum wechseln, ja? Zum Herrn Jesus Zum wechseln. Herrn Jesus wechseln, ja. Eine Frage, warum hat er sich nicht selber gerettet, als die Römer ihn gekreuzt haben? Weil Jesus so sagte, er will doch gekreuzigt werden, er will doch sterben. Warum? Damit wie das alte Gesetz erfüllt wird und die Prophezeiung erfüllt wird in Jesaja 53, dass der Messias geschlagen und geschlachtet wird. Warum? Weil er unsere Kannst du Sünden auf sich nimmt, Jesaja damit wir 53 im ihn einmal neuen Bund sind vorlesen? und Einmal, gerettet kannst du sind? einmal Jesaja 53 ihm vorlesen? Ja, kann ich gerne machen. Da hat noch nicht mal Mustafa, du sich kannst das mal gerettet, kurz dann soll er runter. mich retten. Schwachsinnig. Nochmal zu dir, Pavlos. Man merkt an dir so, dass du nicht so viel Wissen hast. Die Frauen Ja, wirklich. haben im Islam, sind sie wertvoller wie ein Mann. Man sagt nicht Ja, bei was ist uns mit nicht Sure umsonst. 34? Lässt Was du mich steht kurz denn da? ausreden oder Wenn man nicht? nur Allah warte, wenn man nur Ja, lässt du mich befürchtet, dass die ausreden Allah oder nicht gehorsam nicht? sind, werden die geschlagen von dem Ja, das ist muslimischen der Imam. Was einzige, das ist erzählst du da? Selbst die ganz Tafsir erklären, kurz. dass ein Ja, lässt mich doch Al-Junalain, ausreden. Warum lässt du mich nicht ausreden oder Ibn Kathir unterbrichst du oder mich? Ibn Abbas, wo werden die hochgeschätzt? Die werden einfach Warum? geschlachtet, so gefühlt. Der sagt einfach, ich habe Gewissen. Ja, warum? Warum unterbrichst du mich? Lass mich doch einfach ausreden. Was Guck mal willst du diesen hier Vers, rum? was du Hör da mal auf, da sagst Kies mit zu machen. Nein, verweigert eure Frauen und schlagt sie alles drum und dran. Bullshit, Bullshit. Warum Bullshit. ist das Bruder Danny, mich Paradies groß machen bitte. Nein, Bruder unter Danny, der mich groß Frau machen des bitte. Süßen? Jetzt willst du Lässt mir, mich jetzt willst du ausreden? den Narren auf seine Narrheit antworten. Bitte, Bruder Danny. Ey, Danny, Nein, nein, was ist Rayan, du das? Der lügst. unterbricht mich, redet rein, lässt mich nicht Nein, du kannst ausreden. Was reden. ist das für ein Kindergarten? Rede. Bruder Danny, mach mich nur groß, damit ich was Komm, repräsentieren kann. Ja? Er kann dabei reden. Ich will nur was guck mal, zeigen. du hast Mach keine mich gut Ahnung von groß, Bruder Islam. Danny. Mit was, guck mal, du hast keine Ahnung von Islam. Mit was du Ja, ist ankommen okay. kannst, Warte, ist Danny. mit dem Warte bitte. Er will Frau nur die Bank zeigen. verweigert die Frau im Bett und schlagt sie mit einem Zahnstocher oder mit Baseballschläger oder sonst irgendwas. Das ist deine einzige Sache, mit was du ankommen kannst. Aber ich sag dir mal weiter, bete weiter deinen Menschen an, Alle der folgen, Pampers Leute. getragen Alle hat. folgen und alle teilen, Leute. Folgen, folgen, folgen. Und Danke. sieh ihn als Gott. Aber rede hier nicht über eine Religion, wenn du keine Ahnung Sei davon ruhig, du hast gar keine Ahnung. Jetzt zeige ich dir ein Du paar hast Quellen, einfach null dann Ahnung. wirst du Du ein hast nicht mal bisschen Ahnung von Islamwahrheit deiner bekommen, ja? Religion. Anscheinend hast du kein Ey, Wissen. du bist doch auch diese Ex-Moslem, oder? Nein, das ist ja nicht Shalom, Gottes Segen. Bist du kein Ex-Muslim? Okay, warte, warte, ich bin Ex-Muslim. Okay. Man steht ganz groß in meinem Namen, steht, was ich bin. Also, was steht denn Sure, Gottes Segen, Schwester, was Weil steht denn wir Sure 434? hier Rayan, nicht nur ablenken, mein Ex-Muslime Lieber. sind. Rayan, nicht ablenken. Was steht denn da? Erzähl mal, lies mal Sure 434 vor. Lies das für die Zuschauer Ich vor. sag Das ist dir dein doch. Koran. Lies dein Koran einmal vor, bitte. Ich sag dir doch, das ist das Einzige, mit was du Lies doch ankommst. bitte vor. Und damit ist nicht gemeint, dass man die Frau verprügeln soll oder sie Also schlagen oder sonst hier steht irgendwas. Rayan, sei mal ruhig hier, komm, lüg hier nicht. Und diejenigen, die ihren Widersetzlichkeit hier befürchtet, ermahnt sie, meint sie im Ebet und schlag sie. Ja. Ja? Und du sagst, das ist nicht so gemeint. Rayan, kennst du ein Tafsir? Kennst du das? Kennst du das?
Ich weiß nicht, was es ist. Du bist doch der Allwissende, du weißt doch alles. Du sagst zu mir, ich habe kein Wissen über den Islam. Ja? Ja. Anscheinend hast du ja mehr Wissen und du kennst nicht mal ein Tafsir. Warte, jetzt zeige ich dir mein Tafsir. Jetzt zeige ich dir mal was. Kennst du Ibn Kathir? Kennst du den? Ich kenne den nicht, wer soll es sein? Okay, du meinst das ernst, ja? Ja, du kennst doch meine Religion. Ibn Kathir ist ein Tafsir, der erklärt den Koran, ja? Das war in die Zeiten Mohammeds, der ist ein Syrer gewesen. So, Sure 434 wird erklärt. Da steht drin, Männer sind die Beschützer und Erhalter der Frauen, weil Allah eine von ihnen dazu gebracht hat, die anderen zu übertreffen und weil sie von ihrer Mitte zu ihrem Unterhalt aufwenden. Deshalb sind die rechtschaffenen Frauen Qualität und bewachen ihnen die Abwesenheit ihres Mannes, was Allah ihnen befiehlt zu bewachen. Was die Frauen aber betrifft, deren Seite sie schlecht benehmen, ermahne sie, lasse sie in ihrem Bett zurück und schlage sie. Aber wenn sie zu Gehorsam zurückkehren, suche sie nicht nach ihrer Mitte gegen sie, wahrlich Allah ist erhaben und allerhöchstens und so weiter. Also wie der Koran sagt, erklärt Ibn Kathir. Kennst du Ibn Abbas, Rayan? Kennst du Ibn Abbas? Dann erklär mir mal bitte. Kennst was du Ibn Abbas? Ja, hörst du mir zu, kennst oder nicht? Kennst du Ibn Abbas? Ja, ich kenne den. Dann erklär mir mal, warum in der richtig? Bibel draufsteht. Richtig? Rayan, antworten. Moses, ja. Antworten, ja, Rayan, ja, nicht ja, ablenken. Ja, 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 ist der Cousin von Mohammed. Weißt du, was Mohammed, weißt du, was Ibn Abbas den Koran erklärt hat mit dem Tafsir? Die Frau soll gegeißelt werden. Das sagt der Cousin von Mohammed. Ich dachte, okay. Ich habe kein Wissen. Nicht du kennst nicht mein Tafsir, Rayan. Erzähl mal keinen Quatsch. Die Frauen werden vollkommen unterdrückt. Aber weißt du was? Ja, kann ich mal ausreden? Du willst doch ein Ex-Muslim. Hallo, Rayan, sei mal ruhig. Du willst doch, nein, du hast eh keine Ahnung. Lass doch ausreden. Du willst doch, hör doch zu. Du willst doch eine Ex-Muslima hören, ne? Schwester Vio, du bist Ex. Guck mal, die geht einfach raus. Ja, bitte. Wahnsinn, Wahnsinn. Bruder Danny kann sich selbst groß machen. Erzähl als Ex-Muslima, wie die Frauen behandelt werden. Also, alle, die ja das wissen, also ich war ja reingeboren Muslima, Bruderchen. Also ich habe das jetzt nicht so erlebt, wie der wahre Islam in den Ländern halt nun mal praktiziert wird. Ja, weil hier in Deutschland ist es eher, wenn, dann ist es verdeckt und versteckt. Aber in den Ländern, wenn man schaut, in die islamischen Ländern, dann weiß man das eigentlich, außer man lügt. Aber man weiß es. In Afghanistan, Iran, Saudi-Arabien. Genau. Haben wir ja letztes Jahr gesehen, ne? Hm. Mit dieser Frau, die das Kopftuch nicht so richtig getragen hat. Ja. Da ist die hohe Strafe gewesen. Ja. Der Poet, hast du irgendwie einen Sprung in der Tastatur oder was ist los? Ja, Lucifer ist doch hier drin. Ich will doch mal einmal mit Lucifer ganz kurz reden. Deswegen habe ich dieses Bild hier reingemacht. Nein, ich meinte hier, der Poet, der schreibt die ganze Zeit meinen Namen. Ich weiß nicht, der hat einen Sprung in der Tastatur oder so. Hä, was ist denn mit meinem Filter los? Das sieht komisch aus. Ja. Der sieht aus wie ein Patriarch. Sieht aus wie sein orthodoxer der Prediger. Leute, alle teilen, Leute, bitte. Patriarch. Schau mal, ehrlich. Wir predigen Patriarch. Oh Mann, oh Mann. Lucifer, ich habe eine Frage an dich, du bist ja da. Lucifer. Ja, bitte. Hallo? Hallo? Da, deine Meister. Die kenne ich nicht. Ja, was ist das? Lucifer, rette deine Seele. Hör auf mit Hobbys, Satanisten und so weiter. Rette doch einfach deine Seele und kehr um. Ja, das was ist daran so schwer, warum wir einen Ortslöffel von dir nicht zeigen lassen? Ja? Du hast mich damals erniedrigt, diskriminiert, sondergleichen. Man sollte sich respektieren wie Jesus Christus Nächstenliebe. Ja? Du hast mich hier erniedrigt und diskriminiert, sondergleichen. Was stimmt mit dir nicht? Ja, was stimmt? Ich habe gesagt, hör oben, rette deine Seele. Er sagt, ich habe ihn diskriminiert. Ja, ich habe meine Seele mit gerettet. Los? Sagen wollte, es hängt ja. Was ist denn gerettet? Du betest ein Geschöpf an. Hör auf damit. Bete den Schöpfer an. Lucifer, hör auf mit diesen Spielchen. Rette deine Seele, das hat keinen Sinn mehr. Rette deine Seele, kehr einfach um. Aber schau, befindest du einfach nur in der heiligen Schrift, ja, Bibel. Weiß, darf ich kurz ausreden? Darf ich kurz ausreden? Schau. Durch Hetzerei entsteht Krieg. Durch Krieg entstehen Tote.
Ja, so wie jetzt Sünde kam der Tod. Darf ich einmal ausreden? Hast du das von Papa und Israel und Palästina? Ja, und hier, tut es nur Herzen. Das hat das mit der Bibel zu tun. Ja, das hat mit der Bibel zu tun, wo Jesus die Nächstenliebe, ihr kennt die Nächstenliebe nicht. Ihr sagt zu den Muslimen und Musliminnen, kehrt um zu Jesus Christus. Warum? Ja, das ist lasst deren ihren Glauben. Warum lasst ihr deren Glauben? Nein, das war Gottes verkündigen, sei es gelegen oder ungelegen. Du kennst die Bibel gar nicht, erzähl keinen Quatsch. Das ist ja nicht relevant, ob ich die Bibel kenne oder nicht. Warum lasst ihr das? Ja, da macht ihr keine eigene Bibel. Erzähl mal keinen Quatsch. Du brauchst mir nicht das sehen über der Heiligen Schöpfer, weil du keine Ahnung hast von der Bibel. Die Wahrheit tut dir weh, anscheinend tut zu fallen, dass du ein Geschöpf anbetest, dass du so ein Geschöpf hingehst, der mit dir zusammenbrennen wird. Kehr um. Geh ins Bett. Nimm den Herrn Jesus Christus an, damit du im Paradies gehst. Hör oft mit solchen Spielchen. Luzifer kann dich nicht retten. Mensch ist Mensch. Ist für dich Mensch ist Mensch, Charakter und Herz zählt oder nicht? Mensch ist Mensch, aber trotzdem gehen die in die Hölle ohne Jesus. Und das ist ein Fakt und das werde ich mir nie vermieden lassen. Egal, ist der Moslem, Orthodoxen, die alle gehen in die Hölle ohne Jesus. Orthodoxen auch? Punkt. Katholiken? Alle gehen in die Hölle ohne Jesus. Punkt. Mit Luzifer hat keinen Sinn zu reden, Bruder, denn ich will meine Zeit nicht verschwenden. Ja, du bist ein Rotzlöffel, ein Dreckiger, was mehr werden muss von der Welt. Ja, das kann sein. Einfach nur krank. Du redest von einem Freimaurer, Pablo. Ich dachte, er ist ein Freimaurer. Ja, ich dachte, er wäre ein Hobby-Satellist. Ja, wozu wollte ich dein Wort mit dem reden? Also gar keinen Sinn, leere Worte. Was für Rituale machst du denn, Luzifer? Erzähl mal. Der betet Pablo mit an. Erzähl mal, was für Rituale machst du denn? Erzähl mal ein bisschen. Ich mache spezielle Rituale auf einem Tisch, kann ich gerne erzählen. Aus dem Plauderkästchen. Kleine Pavlos, die ziehe ich aus und dann haue ich sie so in den Arsch und trete sie mit Steckelschuhen in den Arsch, auf die lange sind. Der Herr segne dich, komm, hör auf. Habt ihr gehört, ne? Das ist nicht habt ihr gehört? Der beleidigt, möge der Herr ihn segnen. Siehst du die nächsten, liebe Luzifer? Siehst du den Unterschied? Was Luzifer dir beibringt und was Jesus mir beibringt. Die Rache ist die des allmächtigen Gottes Jesus Christus. Und die Rache Violette, du hast so ja nicht alle Latten im Zaum. Gott wird niemals rächen. Tut Gott rächen? Der rächt sich bei dir, du narzisstische Hure. Warte mal ab. Die Rache ist mein, sagt der Allmächtige, der Löwe von Juda, der da war, der da ist und der da wiederkommen wird. Wartet ab, ihr Clowns da draußen, die ihr den Herrn spottet und so Witze macht. Wartet ab, wenn ihr mit feuerflammenden Augen zurückkehrt und diese Welt, diese verdammte Welt, die so widerlich, dreckig, sündig zum Kotzen ist, wartet mal ab, wenn der Herr zurückkommt. Wartet mal ab und dann lacht ihr nicht mehr. Keiner von euch. Kein einziger. Bruder Danny, schmeiß diesen Luzifer raus. Er hat seine Zunge nicht mit Seife gewaschen. So sieht die Sache nämlich aus. Das hat er von seinem Elternhaus nicht gelernt. Das hat er von Luzifer gelernt. Die Rache ist sein. Macht, was ihr macht. Gott, deswegen, Gott, der gerade reingekommen ist. Punkt. Was liegt auf den Herzen? Macht, was ihr macht, aber der Herr Jesus Christus wartet ab, wenn der wiederkommt. Dann werdet ihr wimmernd und flehend, zähneknirschend und voller Angst euch in die Hose machen. Aber dann ist zu spät. Vor meinem das Bruder war's. Werde ich das niemals tun. Ja, dann lach niemals. Du mal. Lach. Jetzt lachst du noch, weil du im Fleisch bist und dem Satan hinterher rennst. Aber warte ab, wenn Gott vor dir steht, Junge. Warte Luzifer. Ab. Nicht Satan, Luzifer. Ja. Luzifer. Ich habe eine Frage. Ja, ich habe. Ist Luzifer für euch Satan? Oh, bitte, ich will dir eine Frage stellen. Unfassbar, ey. Welcher Graf bist du denn bei den Freimaurern? Ja, das habe ich dir schon 100-mal gesagt. Nee, ich habe vergessen. Du vergisst, was die Bibel tagtäglich liest, vergisst du? Ich bitte dich. Willst du Luzifer auf die Probe stellen? Willst du Luzifer auf die Probe stellen? Willst du Luzifer auf die Probe stellen? Dann hast du dich aber in den Finger geschnitten. Na, was für Grad? Es gibt 180 Grad Backofen zum Beispiel, wenn man ein Brot backt zum Beispiel, ja. Oder 220 Grad das Brot, ja, oder ein Hackfleisch braten. Bruder Danny, das ist eine Zeitverschwendung. Punkt. Gottes Segen, das liegt auf dem Herzen. Möchtest du was sagen? Pavlos, du bist schon ein harter Lügner, ne? Und jetzt hast du mich noch gestummt? Hä? Sure 4, Vers 34. Lies mal den Tefsir richtig. Da steht, nicht gewalttätig. Oder denn ich mich groß machen, bitte. Wenn die gehorsam ist, du kleiner Lügner. Wenn sie nicht gehorsam ist? Keine Mittel suchen, du Lügner. Wenn sie nicht gehorsam ist? Du bist...
Darf man die wenn sie, was passiert ja mit die Frau, wenn die nicht gehorsam ist? Ja oder nein? Was passiert mit der Frau, wenn die nicht gehorsam ist? Nein. Lies diesen Test hier richtig. Was passiert mit der Frau, wenn die nicht gehorsam ist? Bruder, Danny, mach mich groß, bitte. Was steht da drin? Scroll mal ein bisschen runter. Scroll ein bisschen runter. Bei Allah, da steht Ibn Abbas sagt und andere nicht gewalttätig. Du Vollidiot. Da steht bitte nicht gewalttätig. Muslim, bitte. Du kleiner Jahil, Alter. Hallo, Muslim, du bist ein Jahil. Mach du, gehst, du sagst, dass du Frauen, dass man nicht schlagen darf, du Vollidiot, aber lässt das Wichtige aus. Du Jahil. Nee, dann sag mal, warum werden Frauen als Schweine betitelt? Sag mal jetzt. Immer dieselben Fragen. Sag mal, warum werden Frauen als Schweine betitelt? Mach mich groß, bitte. Ich sag, ich muss ja mit den Nachrichten antworten. Sag, warum werden Frauen als Schweine betitelt, du Jahil? Sag doch, ne, Pavlos. Mach mal groß. Du Jahil. Was steht denn? Ja, Ibn Kathir ist ein Tafsir, ne? Ibn Kathir ist ein Tafsir und die musst du annehmen als Sunnit. Was steht denn da? Was steht denn da? Punkt. Antworte jetzt drauf. Nie jetzt nicht. Was steht da drin? Was steht da drin? Warum soll ich das sehen? Ich lass doch Fakten reden. Ist Ibn Kathir ein Jahil? Ich lass mir ist Ibn Kathir ein Jahil? Ich bitte dich, lass mich ausreden. Ist ein Jahil? Lass mich doch ausreden. Lies vor. Diesen Vers hat er mit den eigenen Worten wiedergegeben, aber die eigentliche Exegese kommt vor, wenn du runterscrollst, du Jahil. Ich habe mir die Seite vorhin angeguckt. Du Jahil. Scroll mal ein bisschen runter, da steht irgendwas mit Fear Allah, fürchte Allah auf Englisch. Und dann fängt die eigentliche Exegese zu diesem Thema an. Ja, was steht denn hier? Was steht denn hier? Komm, lesen wir gemeinsam. Du brauchst eine Lesestunde. Scroll runter, du Jahil. Bruder, den Stunde mal kurz. Männer sind die Beschützer und Erhalter der Frauen, was, weil Allah eine von ihnen dazu gebracht hat, einen anderen zu übertreffen. Und weil sie von ihrer Mitte zu ihrem Unterhalt aufwenden. Deshalb sind die rechtschaffenen Frauen Qualität und bewahren in der Abwesenheit ihres Mannes, was Allah ihm befiehlt, zu bewahren. Was die Frauen betrifft, deren Seite sie schlecht benehmen, ermahne sie, lasse sie in ihren Betten zurück und schlage sie. Darf ich jetzt schlagen reden? Sie. Darf ich jetzt reden? Sie aber, wenn sie gehorsam zurückgehen, wenn sie aber wieder gehorsam sind, suche sie nicht nach einer Mitte gegen sie. Wahrlich, Allah ist immer der Allerhöchste, der Größte Allah. Darf ich jetzt reden? Was sehen wir? Man darf sie schlagen. Wenn sie aber gehorsam wieder ist, ist alles top. Wenn sie aber nicht gehorsam ist, dann darf man sie einfach kaputt schlagen. Aber im Koran selber steht sogar, nur wenn man es befürchtet, selbst Ibn Abbas hat es gesagt, und da steht sogar drin, man darf sie geißeln. Erzähl kein Quatsch. Wen glaubt ihr mehr, meine Lieben? Der die Fakten zeigt oder der gerade Quelle Habibi rausholt? Ich fordere jeden auf, geht zu dieser Seite, gibt den Vers ein und scrollt runter. Ja, alim.org, Ibn Kathir, schreibt rein, Sure 434, Ibn Kathir, und dann werdet ihr alle die Antworten sehen. Ich fordere auf und guckt euch den Link an. Dein Gott hasst dich, wenn du lügst. Schämst du dich nicht? Und weißt was? Und jetzt zeige ich dir nochmal deinen ach so heiligen Koran. Zeige ich dir noch deinen ach so heiligen Koran. Scrollt, ja, was dein Koran noch. Ich fordere jeden im Chat heraus, geht auf die Seite. Ja, geht auf der Seite, bitte ich auch drauf. Scrollt runter, da steht fürchte Allah. Was sagt der Koran? Was sagt und diejenigen, deren Widersetzlichkeit ihr befürchtet, ermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie. Du bist ein Heuchler. Was haben wir gesehen? Was haben wir da gesehen? Du kannst nur Jahil, Heuchler und so sagen. Was haben wir aber gesehen? Wenn du wahrhaftig bist, geh auf deine gezeigte Seite und scroll runter. Okay. Ich habe die Fakten gezeigt, Allah. Ich brauche nicht mehr weiterreden. Die eigentliche Exegese fängt an mit Fear Allah. Fürchte Allah steht da. So fängt ja, und wenn man es nicht fürchtet, was macht man mit der Frau? Da steht, fürchte Allah. Was Sinn macht von man mit der Frau, wenn man es nicht fürchtet? Du Jahil. Da steht Ibn Abbas und Bruder Danny macht die selbst wieder groß. Ibn Abbas und mehrere sagten, dass man die Frau Ibn Abbas hat gesagt, man soll sie geiseln. Auch wenn sie ungehorsam ist. Ibn Abbas hat gesagt, man soll sie geiseln. Erzähl kein Quatsch, sondern sie von den Lügen. Ich bin unwissend, ich gebe es zu, aber du bist schlimmer als ich. Bei Allah, du bist schlimmer als ich. Du hast einfach zugegeben, dass du selbst ein Jahil bist. Lies mal diesen Tafsir weiter. Da hast du einmal was Richtiges eigentlich los, du Jahil. Er hat diesen Vers mit seinen eigenen Worten wiedergegeben, du Vollidiot. Was eigenen Worten? Was laberst du da? Ja, da vergleich mal das, was der Kassierer sagt und vergleich das mit dem Koran. Wenn man ein bisschen nachdenkt, dann weiß man, dass er das mit seinen eigenen Worten sagt. Bitte keine Beleidigung. Pablo, bitte keine Beleidigung. Du beleidigst. Du wirst persönlich. Nein. Was ist das für ein Internet? Heilige Geist stört dein Internet, Mann.
Hey, rede das mal. Campbella, wenn das Mikrofon auf stumm ist, kann ich nicht reden. Ja? Was ich sagen wollte, herzlich willkommen bei Evangelist im Live. Wir sind willkommen in der Mappe Joe. Die Mappe Joe begrüßt die wiedergeborenen Christen gegen Moslem. Herzlich willkommen. Pavlos, wenn du warst. Ich will den Teufelsbraten rausschmeißen, weil ich will mit Satanisten nicht reden. Weil sonst gehe ich runter, ganz ehrlich. Ich bin kein Satanist, ich bin ein Luziferianer. Ja, Violetta, geh lieber runter. Luzifer, bleib oben, du bist sympathisch. Oder den Pavlos ein paar runtertun, weil sonst wird ein bisschen durcheinander. Pavlos. Pavlos, bist du wahrhaftig? Ich bin Gotteslästerer. Warum bin ich Gotteslästerer, wenn ich die Wahrheit sage, Violetta? Ihr streitet euch gerade, ihr macht eine Hetzerei gegen wiedergeborene Christen und Moslem. Und du sagst, ich bin Gotteslästerer? Wähle deine Worte weise gegenüber mich. Entweder du respektierst mich oder du beleidigst mich. Ich über Gott lästere. Ich lästere über Gott nicht. Ich habe Violetta beleidigt als H-U-R-E. Welchen Respekthaus hast du das denn gelernt? Hast du es von Lucifer oder von deinen Eltern gelernt? Du bist der Rotzlöffel. Bei dir ist die, du bist nicht ernst zu nehmen. Du bist so flach in der Birne, da kannst du nichts machen. Von deinen Glauben, oder Danny, mit solchen Leuten brauche ich nicht reden. Ich stumme mich in die ganze Zeit. Das macht keinen Sinn. Ja, ich auch. Ich habe keine Lust. Pavlos, warte, wir sind noch nicht fertig. Darüber reden, dass ich über Gott beleidige oder sonstiges. Das ist nicht der Wahrheit gemäß. Ja? Nur, dass das also narzisstische Punkt sind. Ja, ich habe nur gesagt, es ist eine Hetzerei zwischen wiedergeborenen Christen und Moslems. Das ist auch so. Du darfst nicht sagen, dass ich über Gott hetze. Das ist eine bodenlose Frechheit und eine pure Lüge. Also, hallo, bitte. Jeder Geist, der nicht bezeugt, dass Jesus Christus, ja, Gott im Fleisch auf diese Erde kam, hat den antichristlichen Geist. Und das ist Spotten und Lästern in dem Sinne, dass du Gott ablehnst und ihm seine Gottheit absprichst. Ja? Also, ja. Punkt. Ja, mit Gott bin ich ein Mensch. Mensch ist Mensch. So. Ja, Mensch ist Mensch, ganz genau. Aber ich kann dich aber als solchen Menschen, weil du kommst hier wie die Muslime um die Ecke und sagst, Nächstenliebe, Nächstenliebe. Ich liebe aber keine Dämonen, ja? Und du holst Moslem öffentlich sind welche Dämonen, mit dir muss ich nicht reden. Wenn jetzt ein schwerer Autounfall wäre auf der Autobahn und da ist ein Moslem beteiligt, würdest du ihm erste Hilfe leisten, ja oder nein? Natürlich würde ich das. Aha, okay. Aber kommt nicht immer wie so eine Schlange um die Ecke, Nächstenliebe und so ein Quatsch, ja? Nächstenliebe versteht ihr nicht aber Jesus Christus gesagt, dass ihr eure dämonische Müll ablassen könnt und wir kommen euch und umarmen euch. Ich umarme keine dämonischen, nein, vergiss es. Darum geht's. Du umarmst Jesus Christus. Jesus Christus ist mein Herr und mein Gott und er wird alle richten, die ihn abgelehnt haben, ja? Also es dauert nicht mehr lange. Jeder Mensch, der hier zuhört, sollte sich klar sein, dass Jesus Christus der Allmächtige ist, der da war, der da ist und sehr bald wiederkommt. Und ihr werdet ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig, aber die erste, was lange peten wird, ist die Violette in einer Gummizelle. Nicht mehr du kommst in eine Gummizelle mit Pavlo. Nein, mit Pavlo könnt ihr gegenseitig köpfen und sagen, oh, ist das schön in der Psychiatrie. Oh, ist das schön, ich bin in der Psychiatrie. Ich bin in der Psychiatrie. Ich bin in der Psychiatrie. So kannst du singen. Ja, Nenni, kannst du den rausschmeißen? Ja, alles klar. Mach du das. Das ist kein Problem. Die Rache ist sein, sagt der Herr. Die Rache ist mein, spricht Gott, der Allmächtige. Jesus Christus, schluck das, diesen Namen. Er soll sich in deinem Geist verfolgen. Da bin ich lieber von Dämonen besessen als von Jesus Christus. Du hast nur mehr Jesus. Du schläfst ja schon mit Jesus in der Nacht. Sag, was du willst. Jesus Christus ist der Herr. Punkt. Du denkst wahrscheinlich schon gar beim Scheißen an Jesus Christus. Sag das deinen Dämonen. Hatschis, was du da sprichst. Ja, Dünschis oder Hatschis? Ja, Jesus Christus ist der Herr. Amen. Punkt aus Ende. Keine Diskussion mit solchen Leuten wie dir überhaupt nicht. Keine Diskussion. Das ist keine Diskussion, das ist Fakt. Das ist Fakt. Ja, ja, Jesus Christus ist Gott. Das ist Violetta, hörst du mich? Bitte? Violetta, hörst du mich? Ja. Hört man mich überhaupt noch? Ja, mein Stream hängt. Ich kann nichts machen. Ich kann die Leute nicht mehr rausschmeißen. Ja, das hängt sich die ganze Zeit auf. Danke, Vater, dass du mich gehört hast. Ich danke dir von ganzem Herzen. Verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lucifer, ich tue dich mal ins Auge. Lucifer, ich tue dich mal ins Auge. Danke, dass du hier warst. Ja, Dankeschön. Danke. So, Pablo. So, jetzt kann ich wieder den Stream kontrollieren. Weil ich konnte nichts machen die ganze Zeit. Ich wollte was machen. Christian Dava, kannst du auch dein Mikro einmal stumm? Ich bin doch stumm. Ich meine in stumm, Entschuldigung. Erstmal Gottes Segen, wie geht's dir? Ja, Gottes Segen. Ja, mir geht's
Gebet. Ne? Ist also, aha, das hier, ich habe eine kurze Frage an euch allen hier. Ja. Darf ich euch mal was fragen? Ja, erzähl mal, Rami. Ich bin ganz ohr. Wenn der Jesus Gott ist und der gefragt wurde, wann ist Weltuntergang und der hat keine Antwort drauf gegeben, wie kann denn Jesus Gott sein? Der Menschensohn hat geantwortet. 100% Mensch, Philippa 2, 6 bis 8. Wer hat geantwortet? Menschensohn. 100% Mensch, 100% Gott. Gott hat sich selbst erniedrigt und wurde Mensch. Philippa 2, 6 bis 8. Also nächste Frage, Gott Rami. Er hat sich erniedrigt und wurde Mensch. Ja, genau wie dein Allah ein Bein wurde. Okay, aber du hast mir die Frage nicht beantwortet. Genau wie dein Allah aber in Sura 68, Vers 42 ein Schienbein wurde. Und das hasse ich an euch. Ihr könnt nie so richtig antworten. Nein, wir haben geantwortet und jetzt gehe ich in die, Gegenantwort auch nochmal. Ja, mit dem Vergleich mit deinem Allah, der ein Bein wurde. Hat Allah sich selbst erniedrigt oder ein Schienbein? Wurde ein Schienbein in Sura 68, Vers 42 und das sei ja in Bukhari, wo er sein Schienbein entblößt und jeder sich niederwirft, wurde ein Schienbein, lüge ich oder nicht? Jetzt kommt man mit sowas, weil du keine Antwort einfach auf meine Frage hast, kommst du direkt mit Schienbein und Ellenbogen und geantwortet und habt ihr den Schienbein noch repräsentiert. Servus, hi. Antworte erstmal meine Frage und danach kannst du auf eine andere Thema reingehen. Ich habe deine Frage doch beantwortet, indem sich dem Vater untergeordnet. Habe ich doch geantwortet. Man Philippa 2, 6 bis 8. Gefragt, man Hallo? Hat Jesus gefragt, wann ist der Weltuntergang? Da hat Jesus Guck mal, gesagt, willst du, ist ohne Spaß, ich gebe dir die Antwort und das interessiert dich nicht. Pavlos, hörst du mich? Ja, Oma. Pass auf, ich muss das mal einmal hier mit Rami Gashi. Also ich habe da auch meine Zweifel so, weil ich muss ehrlich sagen, also Menschensohn kannst du ja nicht als als Gott bezeichnen. Es war, verstehst du, was ich meine? Vor allem zu der damaligen Zeit wurden viele Diener oder ich sag mal Anhänger zu Söhne genannt. Das sind keine für mich keine handfesten Beweise, muss ich dir ehrlich sagen, Pavlos. Philippa Kapitel 2, 6 bis 8 ist doch die Antwort. Ich gebe dir doch eine Bibelstelle. Warte, du sagst Schienbein, ja? Du weißt ja gar nicht, wie die das übersetzt haben. Also ich weiß nicht, welchen Koran ihr übersetzt gelesen habt. Die reden einfach von sich hinaus. Nee, das ist nicht in Ordnung, was ihr macht. Ich hab Fakten. Ihr passt nur eure Wörter zusammen auf. Ja. Okay, Bruder Danny, mach mich bitte groß. Ich will Tayyip al-Bukhari zeigen. Du brauchst ihn gar nicht zeigen, weil das sind falsche Übersetzungen. Ich zeig dir Tayyip al-Bukhari, damit Omar auch ein bisschen lernen tut. Das sind falsche Übersetzungen. Damit er weniger in TikTok unterwegs ist und mehr den Koran liest. Ja, Bruder. Guck mal, Paulus, ganz kurz, du auch. Guck mal, eure Sahih Bukharis, die ihr aus Google rauszieht, das sind veränderte Sachen. Was erzählst du da? Die gegen uns geschossen sind. Weißt du, was ich meine? Bist du Sunnite oder bist du Alevite? Was bin ich? Spielt doch keine Rolle. Nein, das spielt eine Rolle. Bist du Sunnite oder Alevite? Sunni. Dann darfst du Sahih al-Bukhari nicht ablehnen, sonst bist du kein Sunni oder Schiite, heißt das, ne? Das ist nicht das richtige Sahih Bukhari. Diese Leute, die ja. Was erzählst du da? Ich gebe jetzt die Quelle. Sag es selber auch. Warte doch mal bitte, lass mich mal ausreden, dann geh ich hier raus. Diese Sahih Bukhari. Nein, du hast den hier, mach einen Dialog. Sag dich was und dann geht man raus. Man führt einen Dialog. Du kannst reden, aber dann gehst du nicht raus. Du bist seit 3 Stunden hier drin und redest ohne Pause. Lass mal die Leute aussprechen, bitte. Dieses Sahih Bukhari, was ihr hier auf TikTok, diese ganzen TikToker, die hier gegen Islam reden, gegen Islam hetzen, dieses Sahih Bukhari, was ihr vorliest, was ihr vorbekommen habt von Leuten, das ist nicht richtig Sahih Bukhari. Zeig mir den Gegenbeweis. Ihr liest da was so anderes, das, was euch gefällt. Ja, zeig mir den Gegenbeweis. Was? Ja, wenn das zeig nicht mir die Gegenbeweis. Zeig, dass ich ein Beweis bin. Guck mal, wir können Gegenbeweis finden. Weißt du warum? Mach mal dieses Sahih Bukhari auf, was du vorliest. Bruder Danny, mach mich mal groß. Ja, mach mal bitte. Warte mal, ich hab einen Gegenbeweis. Ich hab einen. Mach mal, Bruder. Gib dir mal Gegenbeweis. Paulus, guck mal, ich hab einen für dich. Du hast vorhin was erwähnt mit Schlagzieh. Steht da richtig? Warte, es geht gerade uns den Schienbein und du kommst jetzt mit Schlagzeug, leck jetzt nicht ab, was ist das denn? Nein, wir bleiben jetzt beim Schienbein. Wir bleiben jetzt beim Schienbein. Du kannst jetzt nicht wegrennen. Gleich können wir so, wir bleiben jetzt beim Schienbein. Flüchte nicht. Lass mich das. Flüchte nicht, du lenkst gerade ab. Nein, du hast eine Frage gestellt, lass mich die beantworten. Habe ich ja, ich habe gerade gesagt den Schienbein und dann sagst du gegen Beweis.
mit Ra Sahih al-Bukhari 7439, Muhsin 90, Hadith 65. Jeder kann es sich screenshotten und jeder, ich fordere jeden auf es zu googeln, Sahih al-Bukhari 7439, ihr werdet sofort finden, auf Arabisch werdet ihr sofort finden, dann noch sogar auf Englisch und auf die Sprache, die du machen möchtest. Nein, Ram, jetzt bist du ruhig. Jetzt bist du ruhig, Ram. Nein, du wirst jetzt, nein, du bist jetzt ruhig. Jetzt rede ich. So, und niemand wird zu ihm sprechen, außer dem Propheten. Sei doch mal bitte ruhig, Ram. Niemand wird zu ihm sprechen, außer dem Propheten. Und dann wird zu ihm gesagt, kennt ihr irgendein Zeichen? So, kennt ihr irgendein Zeichen, an dem ihr ihn erkennen könnt? Sie werden sagen, hallo, bist du mal ruhig? Bist du jetzt mal ruhig? Oder wenn du ein Hintergrundbild nimmst noch, Kannst du jetzt mal bitte ruhig bleiben? Warte mal, du willst debattieren und dann nimmst du oder so einen, wo beide hinter sind. Oder Danny, stumm den Mann, der redet ganz dazwischen. Du bist respektlos. Das macht man wirklich nicht, also da muss ich dem Namen recht geben. Hier mit den Schienbeinen da hinten, also Bruder, das ist ja, du willst was beweisen? Ja, kann ich lesen oder habt ihr jetzt beide Angst? Warte, kann ich einmal lesen? Nicht mit diesem Hintergrundbild. Ja, Bruder Danny, mach das so, das ist besser. So, meine Lieben, endlich. Also, wir sehen in Sahih al-Bukhari 7439 und niemand wird zu ihnen sprechen, außer dem Propheten. Und dann wird zu ihnen gesagt, kennt ihr irgendein Zeichen, an dem ihr ihn erkennen könnt? Sie werden sagen, das Schienbein. So wird Allah dann sein Schienbein entblößen, worauf sich jeder Gläubige vor ihm niederwerfen wird. Und es werden diejenigen bleiben, die sich vor ihm niederwarfen, nur anzugeben und einen guten Ruf zu erlangen. Jetzt gebe ich euch den Koran und der Koran spricht genau dasselbe. Sure 68, Vers 42 steht, Allahs Schenkel wird entblößt werden und die Leute werden sich niederwerfen. Und anhand den Schenkel werden die erkennen, das ist Allah. Und vor den Schienbein beten sie den an. Also die beten dann ein Schienbein an. Allah hat ein Schienbein. Dort sei Bukhari und der Koran, Sure 68, Vers 42. Bin ich jetzt ein Lügner? Dann will ich jetzt, dass diese schönen Muslime jetzt den Koran öffnen, die Kamera anmachen, Sura 68, Vers 42 zeigen. Und wenn die das nicht machen, habt ihr eure Antwort bekommen. Weil wenn die jetzt nur drumherum reden und sagen, ja, hier beleidigen und so weiter, Heuchler. Einfach Heuchler. Und mit Heuchler rede ich nicht. Also Koran öffnen, Sura 68, Vers 42, Kamera an und einmal zeigen, was da steht. Damit die Zuschauer jeder lesen kann, ist das, was steht denn da wirklich drin? Steht da wirklich Schenkel? Steht da wirklich der entblößt sein Schenkel, der Allah? Das will ich jetzt mal haben von euch. Bruder Danny, ich bin schon fertig, ich brauche nicht mehr reden. Du kannst das schon, wenn ich möchte jetzt, dass du den Omar zum Beispiel groß machst, der macht ja gerne, auch für liberaler Muslim und weiß anscheinend viel. Bitte Koran öffnen, Sura 68, Vers 42. Ich wiederhole, 68, Vers 42. Und jetzt will ich hören und sehen, wer jetzt die Wahrheit sagt und wer ein Lügner ist. Wer der Zuschauer selber entscheidet. Ich habe Internetprobleme. Ah, okay, hast wieder Internet, okay. Wer soll jetzt? Omar soll einmal hochgemacht werden. Damit Omar jetzt Sura 68, Vers 42 zeigt. Ich bin jetzt gespannt. Wer, der zeigt das nicht. Wenn er nicht zeigt, dann ein Heuchler. Ich glaube, du kannst keine Namen lesen. Ich heiße nicht Omar. Ich bin ja erstens gar nicht zu Hause und zweitens, ich brauche dir das nicht zeigen. Denn es geht nicht um das Schienbein, was du da so lächerlich darstellst. Es geht um unsere eigenen Beine. Ja, das ist wieder das, was ich meine mit der falschen Übersetzung. Hört ihr mich überhaupt? Wir hören dich laut und deutlich. Genau, das möchte ich nur dazu sagen. Und diese Themen hier auf TikTok und diese ganzen Streams, der Islam ist falsch und etc., damit kommt ihr nicht weit. Das ist einfach nur Verbreitung von Hass. Ich bin kein Fachmann, aber ich stehe, Alhamdulillah, zu meiner Religion und davon kann mich keiner abbringen. Liebe Grüße, Peace, in Game Over. Okay. Ja. So. Keine, nichts gezeigt, gar nichts. Hat dir nicht interessiert. Er hat eine Erklärung gegeben, aber hat gar nicht den Koran gezeigt. Ich möchte, dass jemand den Koran öffnet und das zeigt. Wenn es einer nicht zeigt, Heuchler.
Paulus. Du bist ein Holscher, du wurdest was? Vorhin. Du Islam, hast Bruder, vorhin Heuchler. Überlieferung nicht weiter. Heuchler. Paulus. Heuchler. Chat, schreibt alle rein, die sollen Koran, Sura 68, 42 zeigen. Ja, schreibt alle rein. Koran öffnen, Koran öffnen, Beweise liefern, die ich dir gestellt habe. Beweise liefern. Du kannst keine Antwort. Beweise, ich will Quellen sehen, ich will nicht deinen Mund hören. Quellen. Erzähl mal, seht ihr, wie ihr euch blamiert? Koran öffnen. Seht ihr euch, wie ihr blamiert? Ihr mächtiger Muslime? Seht ihr, wie ihr euch alle blamiert? Mal ausreden. Like, eine von euch hat gerade gesagt, dass Gott ein Löwe mit als Löwe kommen wird. Was kannst du bitte du 68 für 42 zeigen? Oder wollt ihr es nicht zeigen? Schämt euch Allah schien rein, dann seid ihr keine Muslime. Deine Freundin hier, Paulus, hatte gerade gesagt, Gott kommt als Löwe. Allein schon dieser Name Paulus, Alter. Ich schwör mal. Wahnsinn. Paulus, Paulus, keine Beweise daran erkennt. Man ist ein Lügner. Und mit Paulus Lügner und Heuch, da brauch ich nicht mehr reden. Paulus, du musst ausreden lassen. Was im Sinn hat das? Paulus, du kannst dich debattieren. Kannst einfach Paulus reinschreiben. Ich stumme mich einfach. Schreibt jetzt alle rein. Beweise, 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 Paulus, Beweise. Kann das sein, dass sie sich schön blamieren und sehen, dass das so ist? Ja, stumm dich mal bitte ganz kurz. Dann kann ich auch in Ruhe ausreden. Danke. Ich bin wegen was anderes hier reingekommen. Beweise mir, wo Jesus, also Jesus wurde denken, gefragt, beweisen. Komm mal, schon wieder, ja. Ich schwör alles. Was ist das für ein Stream? Nicht ablenken. Ich antworte dir nicht. Antwortest du mir nicht, antworte ich dir nicht. Alles drum und dran, aber ihr dürft immer dazwischen reden, oder was? Antwortest du mir nicht, antworte ich dir nicht. Junge, ich kam wegen was anderes rein. Ich kam nicht wegen deinen Schienbein oder wegen deinen Ellenbogen. Dann antworte wegen den Schienbein oder du kannst rausgehen. Was wie, du kannst rausgehen, du kannst erst jetzt nicht entscheiden, ob ich rausgehe oder nicht. Antworte mir drauf. Wenn du antwortest auf den Schienbein oder du gehst raus. Nein. Was laberst du? Du kannst doch nicht entscheiden, ob ich rausgehe oder nicht. Antworte auf den Schienbein, sonst werde ich hier keine Frage beantworten, nicht mal eine einzige. Worauf soll ich antworten? So asozial du bist, du fragst Gashi. Uns Sachen, warte mal, du fragst uns Sachen und Beide, im Hintergrund sind so Emojis. Beweise, schäm dich nicht. Ihr habt gesagt, das ist nicht aller Schienbein. Komm, ich will eure Beweise haben. Beweise. Du asozial, du bist richtig asozial. Du lässt weder ausreden und sonst was. Du bist einfach. Ihr lässt nicht mal ausreden, Geselleme. Ihr antwortet nicht auf die Frage. Guck mal, er kam schämt sich auch nicht, der kommt ja mit seinem Gesicht, der zeigt doch sein Gesicht auf sein Profilbild, der schämt sich nicht, obwohl der kein Wissen hat. Ist doch so, verstehst du, was ich meine? Warte, die Frage kann man ja beantworten, aber am Anfang ist er reingekommen. Nein, 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 ich bin Beweis. Nein, nein, warte. Beweis. Ich bin doch reingekommen, ich hab dich was anderes gefragt. Du bist doch hier unser Paulus, der die Bibel anscheinend verändert hat und so. Beweisen. Mit deinem Kumpel. Beweisen. Paulus, schämt ihr euch? Schämt ihr euch für den Koran? Schämt ihr euch für den Koran? Zeigt den Leuten doch, was im Koran drin steht. Paulus, guck mal. Paulus, der hat gerade am ersten reingekommen, hat dir eine Frage gestellt. Du konntest die Frage nicht mal beantworten. Wir haben den Schienbein repräsentiert und antwortet nicht auf die Frage. Dann hast du ihn eine Gegenfrage gestellt, obwohl du die Frage nicht mal beantworten konntest. Ich habe Menschen so beantwortet, aber ihr hört nicht zu. Du bist ein Gegner, Paulus. Beweisen. Das ist eine Knockout-Frage. Du bist Game Over, mein Freund. Seht ihr? Ihr beweist nicht. Ich antworte mit Philippa 2, 6 du bis 8. Die ganze ihr vom Beweis, gar nicht. Mal selber das steht da nicht, beweisen, ja, was steht Allah. Da nicht? Jura 68, Vers 42, Schenkel von Allah wird offenbart. Wie ist das mal vor? Schenkel, was für Schenkel? Wer ist Schenkel? Beweisen, komm, ich will, dass du den Koran öffnest. Schenkel, man meint damit nicht Allah Schenkel. Ja, Sahih Bukhari hat auch gelogen, ich weiß. Okay, beweis, bitte, beweis. Ich will, dass ein Zuschauer es lesen. Du redest von Sahih Bukhari, ne? Oder Danny? Ich gehe jetzt kurz raus, jetzt hole ich den Beweis. Den Heuchler Paulus. Muss man natürlich Paulus. Antwort stehen. Ich komme sofort. Nein, bleib hier. Guck mal, der haut ab. Guck mal, dieser Beweis, der redet von Sahih Bukhari, ne? Aber im Koran steht, Gott ähnelt keine, gar kein, was er erschöpft hat, nichts, was er erschaffen hat, gar nichts ähnelt der. Und dann haben wir jetzt einen Widerspruch. Wortwörtlich. Und er kann nicht beweisen, dass Jesus Gott war. Guck mal, da steht nichts. Da steht nichts mit Allahs Schenkel. Da steht nichts mit Allah. Du bist ein Lügner. Du bist ein Lügner. Ja, ich bin ein großer Lügner. Du bist ein Lügner. Wir haben das bewiesen. Du bist ein Lügner. Wo hast du denn bewiesen? Du bist ein Jahil. Mach mich mal groß, bitte. Mach mich mal wieder groß. Jetzt müssen wir wieder. Du bist ein Jahil und dann nehme ich den Faktenchecker. Auf jeden Fall. Warte, ruhig, komm. Jetzt muss ich Beweise liefern. Jesus geantwortet hat, wann Weltuntergang ist. Sei ruhig und hör jetzt zu und lern von dem Koran. Das mal bitte. Ist völlig übersetzt. Guck mal. Guck mal. Ich hab jetzt gerade den Screenshot gemacht. Ihr seid daneben links. Gott, der muss doch wissen, guck mal, was steht denn da? Was steht denn da?
Oh, am Tag, da manch ein Pinkel entblößt wird und sie aufgerufen werden, sich Anbete niederzuwerfen. Aber da werden sie es nicht können. Ja, wir werfen uns gegenüber ein Schenkel nieder und beweisen es und beten ein Bein an. Nicht reinreden. Bruder Danny, mach mal wieder diese 5 Minuten. Mach mal bitte wieder. Hey Gott, an meine Schuh, Junge. Du kannst dich über meine Frage beantworten. Du beleidigst den Herrn. Ich bin alles wieder beleidigt. Der Herr, guck mal, möge der Herr ihn segnen. Auch wenn er mich da beleidigt hat, nicht schlimm. Das ist nur die Liebe des Islams. Das ist das Problem. Guck mal, Sinn wurde auch wieder eingeschränkt. Er ist abgehauen. Er ist abgehauen. Ja gut, dass er dann weg ist. Guck mal, am Tag, da manch ein Schenkel entblößt wird und sie aufgerufen werden, sich anbeten, niederzuwerfen. Aber da werden sie es nicht können. Da sehen wir es. Die beten ein Schienbein an. Sahih al-Bukhari hat es nochmal gezeigt. Die können doch Sahih al-Bukhari nicht ablehnen. Wo sind wir jetzt gelandet? Dann sind das Schiiten, wenn die es ablehnen oder Aleviten. Aber Sahih al-Bukhari können die ja zu Nieten nicht ablehnen. Da sehen wir wieder, Fakten werden gezeigt. Ich bin ein Faktenchecker. Ich bin nicht einer, der einfach leeres Geplapper hier abgibt. Nein, Fakten zeigen. So einfach ist das. Ich bin schon fertig. Kannst du wieder die Party dann links machen, wieder ausmachen. Guck mal, der Unterschied zwischen abbauen und rausschmeißen ist riesig, ne? Ich schau nicht ab. Ich hab dich nicht rausgeschmissen. Rausgeschmissen, laber kein Scheiß, ja? Nein, ich hab dich nicht rausgeschmissen. Der gerade beleidigt. Rausgeschmissen, sag mal ruhig, du bist mal ganz ruhig. Ja. Nein, ich hab dich nicht rausgeschmissen. Deswegen holt er dich auch hoch, ne? Einfach aus Langeweile, ne? Normal nimmt der mich schon. Ja, ja, ich meine, Sporten, dann holt er dich hoch. Ja, ja, die Logik verstehe ich, ja. Guck mal, Fakt ist, also, am Ende, guck mal immer zu, Fakt ist, am Ende wird dir den gleichen Gott anbieten, wie wir anbieten. Lenk mich ab, geh bitte auf das Thema ein, bitte. Ich hab dich nicht rausgeschmissen. Am Ende wird dir den gleichen Gott anbieten, beweisen, wie wir anbieten werden. Beweisen, zweite Sache hallo, ist, beweisen. Hallo, bitte auf jetzt hier auf falsche Zeugnis. Aber warum antwortet ihr nicht auf meine Frage? Ich soll auf euch antworten. Du antwortest gar nicht auf meine Frage, dann brauche ich auch deine Frage nicht beantworten. Ich kam doch rein, ich habe Du antwortest Frage auf meine Frage nicht, dann beantworte ich deine Frage nicht. So einfach ist die Geschichte. Ja, aber das geht doch nicht, Mann. Ich habe dir sogar die Frage mit den Menschen sogar davor beantwortet, aber ich gebe dir die Antwort nicht zweimal. Ich muss den Stream neu starten, der wurde eingeschränkt. Ich mache neu. Es ist immer das Gleiche. Jedes Mal kommen die hoch und dann auf einmal werden die abfällig, beleidigen. Gehen raus, täuschen, anstatt die mal einmal aufrichtig sind und sagen, das stimmt wirklich, das steht da drin, du hast da recht. Das ist so krank. Bruder Dennis, das ist so krank. Stell dir mal vor, die würden uns so irgendwas bringen aus der Bibel und wir würden sagen, nee, das steht da nicht, das stimmt nicht. Ja, stell dir mal vor, dass du sagst so, ja, Mose hat das und das getan. Ja, nee, das steht da nicht. Nee, das ist einfach falsch übersetzt. Das ist in Hebräisch ist das ganz anders. Das ist eine andere Überlieferung. So krank. Ey, so krank. Da würde man doch verrückt werden, oder nicht? Ey, kriegt man da nicht einen an der Birne, wenn man in einer Lüge lebt und diese Lüge glaubt? Das ist doch krank. Ja, das ist absolut krank, ja. Das ist doch nicht mehr normal. Ich verstehe das nicht, ey. Das ist, Leute, Muslime, bitte, Muslime, verlasst diese Religion, Muslime. An alle Muslime, die diesen Live jetzt sehen, Muslime, verlasst den Islam heute noch, Muslime, rettet eure Seelen, Muslime, merkt ihr nicht, mit euren Schriften stimmt irgendwas nicht. Wir dagegen können euch Quellen zeigen. Muslime, ich empfehle euch, lest die Bibel, bevor es zu spät ist. Und ich sage euch, Muslime, euer Prophet Mohammed, wird den Herrn Jesus anbeten. Und der Herr Jesus Christus wird euch alle in die Hölle schmeißen, wenn ihr nicht umkehrt und Buße tut, Muslime. Deswegen, ihr könnt lachen, ihr könnt Witze machen, alles gut, aber ihr werdet dann auch verloren gehen. Es ist eure eigene Schuld, Muslime. Wir verkündigen euch hier das Evangelium, wir möchten, dass ihr gerettet werdet und ihr lacht darüber. Guck mal, wie die darüber lachen. Die leugnen ihre Schriften, die erzählen Lügen über die Bibel und lachen darüber. Ich frage mich ehrlich, welcher Geist ist da langsam in denen drin? Du kennst die Antwort. Unfassbar. Oi. Gashi, das frage ich mich auch. Du stellst dich hier hin mit deinem Gesicht, ohne Wissen, ohne kein gar nichts. Was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du hier? Unfassbar, unfassbar. Bruder Reza, wenn du möchtest, komm doch auch mal hoch.
Dieses unfassbar, dass diese Leute, die gehen verloren. Die glauben an einen, die lachen darüber. Die lachen darüber. Und guck mal, du musst dir mal vorstellen, du zeigst den Quellen. Du zeigst den Beweis. Die nehmen das ja gar nicht an. Die haben sich ihren eigenen Islam aufgebaut. Das musst du dir mal geben. Per Vogel, der nur Lügen erzählt. Nur Lügen über die Bibel erzählt. Hallo Bruder, wir sagen. Salam. Bist du zu Hause? Das ist Segen euch allen. Bist du zu Hause? Nee, ich bin noch nicht daheim, aber ich bin bei mir zu Hause, ja. Daheim beim Herrn noch nicht zu Hause, aber hier auf der Erde daheim, ja. Daheim. Zu Hause telefonieren. Hallöchen. Da sind wir schon. Genau, ich ziehe nach Hause. Dankeschön, ihr Lieben. Danke. Danke, Adriane. Evangelist. Frau Adriane, Gott sei Dank. Wie heißt du, der Host hier? Wie heißt der? Host. Hostie, wie heißt du? Bruder Hostie. Hostie. Wie heißt du? Wie heißt du, Hostie? Host meine ich. Er gibt keine Antwort drauf. Ne? Guck mal, der sagt Hetzerei. Mein Stream hängt die ganze Zeit. Hallo? Ich habe mal eine Frage. Natürlich Hetzerei, natürlich. Aber natürlich, ich habe mal eine, Ich habe mal eine Frage. Genau, dich sogar. Darf ich dir die Frage stellen? Du kannst mir die Frage gerne stellen. Okay. Lehrt eure Bibel euch, dass ihr hetzen solltet, vor allem gegen andere Religionen? Wo hetzt du denn? Nimm mal, guck mal, allein schon dein Bild. Du legst gerade falsches Zeugnis wieder ab. Du lügst gerade wieder. Lass mich mal ausreden. Nimm das allein auf, Leute. Nein, das ist ein falsches Zeugnis. Ja, aber allein schon, du provozierst doch die Leute, die Muslimen. Du sagst, ey, Muslimen, beleidigt nicht, dies, das. Guck mal, allein schon dein Bild, das ist doch Provokation. Du, daran... Also, daran du eben nicht mal eine Frage beantworten. Nicht mal eine Frage du magst beantworten. Nur Zuschauer. Du magst nur Zuschauer, du willst Fame, du willst ein bisschen Geld verdienen. Guck mal, Bruder Reza, es bringt nichts mit dem zu reden. Es bringt nichts mit dem zu reden, tut mir leid. Ich habe dafür keine Geduld. Der ist auf nicht eine Frage eingegangen. Täuscht die Leute, lügt, geht nicht mal auf Quellen ein, gar nichts. Also ich möchte Zuschauer haben. Nein, du kommst nicht mehr hier rein, weil das bringt nichts mit dir. Ich will einen haben, der auch aufrichtig ist. Gestern auch, Bruder Reza, die Muslime, ein nach den anderen kommt rein und nur am Beleidigen. Du Punkt-Punkt-Kopf, du bist so, du Punkt-Punkt-Kopf, ich kriege dich. Nur am Beleidigen. Ja, das ist leider so. Na, die empfinden die Wahrheitsverkündung als Hetze oder als Beleidigung oder als Provokation. Wenn du zum Beispiel als Weiße Rose damals die Bewegung gegen Adolf Hitler, die haben ja zum Beispiel Zettel verteilt gegen die Politik von Adolf Hitler. Und die wurden dann halt als Systemschädlinge und so weiter bezeichnet. Satanistenpark. Ja, jetzt ist ein Mensch mit einem unreinen Geist hier drin. Ja, jetzt kommt hier einer rein und die Muslime lachen Satanistenpark. Wie kindisch. Ja, ein erwachsener Mann, der hier reinkommt, mit Dinosaurier-Profilbild. Mit Dinosaurier-Profilbild, Satanistenpack. Was ist das, Bruder Reza? Mit was? Warte, mit Dinosaurier-Profilbild? Hab ich mal verpasst? So, also, der ist dann auf diese Jurassic-Park-Filme hängen geblieben, kommt hier rein und Satanistenpack. Hab ich mal verpasst, was gerade passiert? Normal. Ja, zudem kommen die Muslime natürlich auch aus solchen muslimischen Ländern, die eben wo eben Demokratie oder Menschen, Meinung, Freiheit und so weiter nicht viel zählt. Und das transportieren die dann natürlich auch nach Europa, diese Einstellung. Und die verstehen das nicht, dass hier in Europa eine Debattenkultur stattfindet, wo eben Meinungsfreiheit und auch Religionsfreiheit und Religionskritikfreiheit herrscht. Und das verstehen die nicht, weil sie halt über Jahrtausende hinweg durch den Islam halt so aufgezogen worden sind, dass man eben den Islam nicht kritisieren darf. Und zum Beispiel bei uns Christen, wiedergeboren, wenn jetzt 100 Millionen Menschen jeden Tag Fahnen hochhalten würden und schreien würden, Jesus ist nicht Gott, Jesus ist nicht Gott, das würde uns, ja, das ist ihre Meinung.
Wir würden nie da hingehen und sagen, hey, was soll das? Warf die Fahnen runter und so ein Blödsinn. Nein. Ja, wir Christen sind wahre Demokraten, also höhere Demokraten als die Demokraten selber, weil wir sogar die Leute, die gegen uns sind, nicht nur neutral behandeln, sondern lieben. Die Amen. Demokraten sagen, du darfst meine Meinung kritisieren, ich tue dir nichts. Und ich kritisiere deine Meinung und du tust mir nichts. Das ist, ich tue dir nichts, du tust mir nichts. Nein, die Christen sind höher als das. Ja. Wir sagen, selbst wenn die anderen uns was antun, wir lieben sie. Das ist das Höchste. Da siehst du, dass Demokratie eben auch etwas höher ist als die islamische Einstellung, aber immer noch unter uns ist, weil wir natürlich mit Gott gehen und Gott ist das Höchste. Das kann keiner übertreffen. Ja, jetzt verschiedene Stationen. Das war sehr schön gesagt. Ein möchte der Moslem, der hier ist, das Wort Moslem. Erstmal Gottes Segen, hallo? Gottes Segen. Ja, hallo, darf ich kurz was sagen? Ja. Bitte. Ja. Also schon eine Frage, wie kann Jesus ein Gott sein, obwohl der ein Mensch ist? Der ist doch ganz normaler Mensch, wie kann der denn Gott sein? Welcher Bruder will das beantworten? Das ist eine sehr gute Frage. Bruder Danny. Ich mach das, ich übernehme das. Okay, christlicher Name. Ich tue es mir an heute. Okay. Also erstmal müssen wir verstehen, dass nicht ein Mensch Gott geworden ist, sondern dass Gott Mensch geworden ist. Wenn Gott allmächtig ist, dann dürfen wir ihn in dieser Sache nicht einschränken und müssen sagen, dass wenn er den Willen dazu hat, Mensch zu werden und sich klein zu machen, dann kann er das auch, richtig? Ja. Ja. Dann haben wir das erste schon mal abgeschlossen. Ja, aber Gott ist Mensch geworden. Das kann ich auch selber machen. Ich habe von vielen Christen gehört, dass es so, dass Jesus mit seinem Fleisch geopfert hat, oder? Stimmt das? Ja. Ja, ich kann das auch das Gleiche machen. Ich kann auch sagen, dass ich Gott bin und mein Fleisch opfern und das auch in einem heiligen Buch schreiben. Ah, so hat das stattgefunden. Das kann auch jeder machen, oder? Nein, das kann nicht jeder machen. Warum? Das kann nicht jeder machen. Meint er, die Kreuzigung hat nicht stattgefunden, meint er? Verleugnest du denn die Kreuzigung? Wahrscheinlich schon, oder? Wie? Verleugnest du die Kreuzigung? Nein. Vom Herrn Jesus Christus? Nein. Dann ist er kein Muslim. Ich glaube an nichts, aber ich habe auch für Muslime gefragt und Christen gefragt. Aber bei euch ist das so ein bisschen besonders. Also wie kann Jesus ein Gott sein, obwohl der ein Mensch ist? Viele haben mir gesagt, ja, die hat mit seinem Fleisch geopfert und so. Das kann ich auch, das Gleiche kann ich auch machen. Ich kann auch sagen, nein, ich bin Gott und so. Nein, du kannst keine Toten erwecken, du kannst keine Blinden heilen, das Augenlicht geben. Und du kannst nicht über Wasser laufen, das kannst du nicht. Okay, darf ich kurz ausreden? Ja. Ja. Doch, das kann ich auch machen. Ja. Und auch in einem Heiligen Buch das auch das Gleiche machen. Und was geh mal auf den Friedhof und sag mal, nimm einen Namen da, was auf dem Friedhof ist und sag, steh auf jetzt. Und dann gucken wir mal, ob du das kannst. Wenn du das machst, dann hast du mich. Ja, warte mal ganz kurz. Ja. Ein Gott muss die Menschen beschützen, oder? Nicht unbedingt, ja, aber auch nein. Wie nicht unbedingt? Ich muss den anbeten, damit er mir Wasser gibt, Essen gibt, Gesundheit gibt, alles mir gibt, oder? Nein, er gibt dir das auch so. Du bist doch gesund und du wirst doch ernährt, ohne dass du ihn anbetest, siehst du? Der ist trotzdem so viel Liebe, dass er die gibt, obwohl du so frech bist, seine Sachen benutzt und nicht Danke sagt. Trotzdem gibt er dir das. Ja, das machen viele, aber am Ende wird alles kontrolliert, ob man das gemacht hat, ob man das, verstehst du, was ich meine? Nee, am Ende musst du Rechenschaft ablegen, warum du hier auf der Erde böse Sachen getan hast. Warum du gelogen hast. Ja, das meine ich auch. Also jeder bekommt was. Manche bekommen auch nichts, aber trotzdem, es gibt viele, die an das glauben und viele an das auch nicht, an denen ich glaube. Und meine Frage ist, Jesus, kannst du das jetzt beweisen, dass Jesus Gott ist? Natürlich, weil Gottes Wort über Raum und Zeit steht. Zum Beispiel gibt es Prophezeiungen aus dem Alten Testament, die 1000 Jahre vor dem Kommen des Herrn Jesus niedergeschrieben worden sind und die sind alle eingetroffen. Aber wie kann ein Gott sterben? Er musste sterben als Mensch. Nein, er hat es ja freiwillig hingegeben. Du kannst Gott nichts antun, wenn er das nicht freiwillig sich hingibt. Ist er jetzt gestorben oder getötet oder irgendwas? Ja, getötet, gestorben, wie du es nehmen willst, aus welcher Perspektive auch immer. Der Gott ist ja der Retter. Und weil aber Gott der konnte auch die Menschen das, also andere viele Sachen machen, damit er das beweisen kann. Also nicht indem er stirbt, damit er sagt,
ich habe mit meinem Fleisch geopfert, damit ihr dann wegen keine Sünde oder so, falls ich das so richtig verstanden habe. Genau. Weil der Lohn der Sünde ist ja der Tod. Du erinnerst dich, Adam und Eva, die waren ja unsterblich, weil keine Sünde war im Garten Eden. Alles war vollkommen, perfekt, ohne Sünde. Und das erste Mal, als sie gesündigt haben, da kam auch der Tod rein. Das heißt, sie haben ihre Unsterblichkeit verloren. Der Lohn der Sünde ist, dass du nicht ewig leben darfst, sondern sterben musst. Da kam die Todesstrafe rein in die Menschheit. Vorher hat Adam und Eva ewig existiert. Mhm. Das heißt, das ewige Leben wird dir entzogen. Wenn du einmal lügst, darfst du nicht mehr ewig leben. Der Lohn der Sünde, Römer 3, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Mhm. Und da muss derjenige jetzt einer kommen, der die Strafe des Todes auf sich nimmt, damit der andere frei wegkommen kann. So wie im Gericht. Ja? Du hast 1 Million Euro Schulden. Du hast jemandem die Vorfahrt genommen und das war ein heftiges Ferrari, 1 Million Euro. Und sagen wir, die Versicherung springt ab und du musst es jetzt selber zahlen. Mhm. So, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder 20 Jahre Haft oder du bezahlst deine Schuld, die du getan hast. Du kannst aber nicht zahlen, weil du keine 1 Million Euro hast. Ja, das können manche verstehen, das können manche auch nicht verstehen, weil es gibt keine richtigen Beweise, die man sehen kann. Doch, die ganze Schöpfung siehst du, dass das unglaublich ist, dass das etwas jemand aufgestellt hat, erschaffen hat, der unglaublich intelligent und mächtig ist. Ja, darüber können wir bis morgen diskutieren. Keiner wird Recht haben und so, weil jeder hat seine eigene Meinung und jeder glaubt an was. Ich habe noch eine andere Frage. Warum steht hier, der Islam ist falsch? Warum war der Islam? Ich habe eine Frage an dich, Bruder Reza, warte mal. Warum bist du unehrlich gewesen? Ich habe dich gefragt. Bist du ein Muslim? Du hast gesagt, nein. Warum bist du unehrlich? Du bist ein Muslim, richtig? Nein, ich bin kein Muslim. Ah, du bist kein Muslim? Nein, ich bin kein Muslim. Ich habe doch Syrer, gesagt, richtig? Ich frage. Ja, ich bin Syrer, ich bin aber kein Muslim. Okay. Interessant, okay. Ja, dann sollte dir das auch nicht so nahe gehen, dass wir da... Also, dass er die Kaaba ist, dann kann dir das ja egal sein. Nein, aber trotzdem, ja, wäre mir das egal, dann hätte ich auch nicht gefragt. Weil ich will auch wissen, so, checkst du, was ich meine? Ich will auch über diese Religion was wissen oder Islam. Oder... Der Islam ist die einzige Religion, dass die Fundamente unseres Glaubens, also des christlichen Glaubens und der Bibel, attackiert. Es gibt keine andere Religion auf der Erde, dass die fundamentalsten Bestandteile unseres Glaubens direkt angreift, wie zum Beispiel der Islam. Der Islam, der Koran sagt, Jesus Christus ist nicht gekreuzigt. Das ist ein direkter Angriff auf die Kreuzigung des Herrn Jesus. Ich muss sie neu starten, Bruder Reza. Unglaublich. Warum? Was passiert? Ist der Warnung wieder? Ja, ich starte ihn neu. Nicht nochmal. Ja. So, kommt alle wieder rein, folgt alle Bruder Danny. Mach mal bitte. Holt euch am besten eine App, die automatisch liked. Das nennt sich einfach so automatischer Tipper im Play Store, App Store. Da könnt ihr das einfach anmachen und dann liked das schon automatisch. Macht das mal voll. Ich will 1 Million Likes sehen. Gottes Segen, Bruder Reza. Ja, Autoklicker, so heißt die App. Bruder Reza, weißt du, was vorhin passiert ist? Ich hatte knapp fast, also ich hatte 600 Zuschauer, ne? Ja. Und dann in 5 Sekunden waren von 600 nur noch 80 Zuschauer da. Wie geht das? Von was nochmal? Von 600 auf? Dass ich nur noch insgesamt 80 Zuschauer hatte. Und dann war das erstmal die ganze Zeit so. Ja, TikTok geht dazwischen. Ne? Also du fällst ja durch den satanischen Algorithmus. Satan hat ja diese ganzen Sachen aufgestellt. Diese ganzen Social Media sind ja von Satanisten aufgestellt, von Freimaurer-Satanisten. Und du fällst dann durch diesen Raster, durch den satanischen Algorithmus. Und du kannst nicht erwarten, dass der dich pusht. Das ist also Satan wird dich aufhalten. Ja. Du sollst froh sein, wenn der Herr seine schützende Hand über dich hat und dass du hier überhaupt was machen darfst. Wir sind auf den Plattformen des Satans. Das ist nur durch Gnade vom Herrn, dass du hier noch was machen kannst oder wir alle. Ja. Dass der Arme hier noch was machen kann. Das ist alles nur seine Gnade. Normalerweise würde der Satan uns gar nichts erlauben, hier auf diesen Plattformen irgendwie das Wort Gottes zu verkünden oder Menschenseelen zu retten. Er wird dir das so nicht einfach machen, Menschenseelen aus seinen Fingern, aus seinen Klauen zu retten.
Ja, nein. Ja. Nein, 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 nein. So einfach wird es uns nicht machen, ganz, ganz klar. Aus so, auf jeden Fall alle liken. Aber es ist schon heftig, Bruder Cesar. Ich hatte wirklich die letzten Wochen nur, gestern auch, ich war ja gestern auch live und dann hatte ich auch die ganze Zeit durchgehend 700, 600 Zuschauer. Ja. Das ist heftig. Ja, das, ist echt ja, das sind heftig. Fenster, die geöffnet werden, so Zeitfenster. Die werden auch schnell wieder zugehen, ne? Ja. Der Herr läuft ja. Zeitfenster. Und dann muss man das nutzen sofort, ne? Um das Wort Gottes zu verkünden, so viel wie es geht dann unter die Menschen zu bringen. Ne? Wenn man sofort merkt, okay, die Zuschauerzahlen gehen hoch, sofort das Wort Gottes verkünden. Mach mal eine Schatztruhe rein, Bruder, Danny, 20 Oder Münzen. Mach mal das rein, da kommen die rein alle, und verkünden wir den Herrn Jesus. Ich hab die ganzen Spendengelder, die ich bekommen habe, ne? Ich habe das alles gespendet, alles, das ganze Geld, Reza, alles, was ich habe, ich habe alles gespendet. Ja, das sollte man für jemanden nehmen, der wirklich das Geld braucht und wirklich am Hungertuch nagt, ne? Ich weiß nicht, irgendwas gibt's immer, ne? Bruder Witzel. Ja, bitte, bitte, bitte. Ich hätte eine Frage in Bezug auf Calvinismus. Ja. Also, meine Meinung dazu ist halt, also, hundertprozentiger Calvinismus ist Schwachsinn, ganz klar. Ja. Aber zu sagen, dass alles Zufall ist, das ist auch Schwachsinn. Ja. Also bei mir ist das so ein Zwischending eben. Aber es gibt ja wirklich Leute, die so ein bisschen kalvinistisch angehaucht sind oder auch komplette Calvinisten. Und die stützen das ja auf einen gewissen Vers auch im Römerbrief, den ich gelesen habe. Den habe ich jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Ja. Genau. Ja. Könntest du uns da bitte erklären, was das damit auf sich hat, mit dem Calvinismus? Wie sie das da rausziehen? Ja, wir haben in der Schrift halt Sätze wie Gott, der uns vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Bevor wir überhaupt existiert haben, hat er uns auserwählt. Und dann haben wir natürlich auch Verse, wie zum Beispiel der Herr Jesus sagt, Jerusalem, wie oft habe ich versucht, euch wie eine Henne unter meine Fittiche zu bekommen, unter meine Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. So. Ja, Gottes Segen. Du wolltest was sagen? Ja. Gottes Segen. Gottes reichen Segen. Darf ich vorlesen? Lass mal den Bruder Reza bitte. Lass mal den Bruder Reza. Ja, genau. Jetzt müssen wir schauen, dass wir halt diese vermeintlichen Widersprüche auflösen. Das sind keine Widersprüche, das sind einfach Erkenntnisse auf verschiedenen Ebenen zu verschiedenen Situationen. Und da müssen wir alles fein säuberlich so auslegen, dass wir nicht in eine Irrlehre geraten und vor allem den vermeintlichen Widerspruch auflösen. Das heißt also, wenn der Herr Jesus sagt, ihr habt nicht gewollt, dann wissen wir, okay, wir haben einen freien Willen und wir können mit unserem freien Willen gegen Gottes Zug widerstehen. Das heißt, Gott kann uns nicht mit Gewalt zu sich ziehen. Wir können uns dagegen wehren, wenn wir nicht wollen. Das ist unsere freie Wille. Aber trotzdem hat Gott uns auserwählt. Ja, wie geht der? Auserwählt oder freie Wille? Nein, der Gott hat ja alles, bevor er überhaupt alles erschaffen hat, in der Ewigkeit schon alles gewusst. Wer sich bekehren wird, freiwillig. Und wer sich nicht bekehren wird, freiwillig. Und die sich freiwillig bekehren würden, das wusste ja schon von Anfang an der Herr. Noch bevor die Menschheit war, weil er Gott ist und alles im Vorausschau sieht. Deswegen hat er uns auserwählt. Und dass er uns dann auch die Werke vorbereitet hat, die wir tun im Heiligen Geist, um dann den Glauben vollkommen zu machen. Das heißt also, es gibt keine doppelte Prädestinationslehre, wie Calvin, beziehungsweise Calvinisten das sagen, dass Gott uns auserwählt hat, dass wir errettet werden. Nein. Gott hat uns auserwählt aufgrund, weil er das vorausgesehen hat, dass wir uns freiwillig bekehren werden. Deswegen hat er uns schon von Grundlegung der Welt auserwählt. Interessant. Also, es gibt keine doppelte Prädestinationslehre wie Calvin. Es gibt aber diese einfache Prädestinationslehre, nämlich, dass Gott uns auserwählt hat. So wie es auch die Schrift so Brief. Darf ich was vorlesen? Also sind auf der anderen Seite eben auch Leute, wo der Herr genau weiß, Gott, die werden sich nicht hat bekehren. Uns auserwählt. Darf ich was vorlesen? Er hat das nicht bewirkt. Ja, du wolltest aber vorlesen. Ja, bitte. Ja.
Also ja. Von Johannes 14, ja. Vers 8 bis 14. Da steht ganz klar, dass Jesus Gott ist. Also da bat Philippus, Herr, zeig uns den Vater. Dann sind wir zufrieden. Jesus entgegnete ihm, ich bin schon so lange bei euch und du erkennst mich noch immer nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wieso also kannst du bitten, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich euch sage, habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein Vater, der in mir lebt, handelt durch mich. Glaubt mir doch, dass der Vater und ich eins sind. Und wenn ihr schon meinen Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch wenigstens von meinen Taten überzeugen. Ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Worum ihr dann in meinen Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr mich also in meinen Namen bitten werdet, das werde ich tun. So, das steht doch ganz klar, dass Jesus Gott ist. Aber ich habe noch eine Passage, wo Offenbarung 21, Vers 7. Da sage ich auch noch was dazu und dann bin ich auch schon raus. Für die Muslimen ist das ganz besonders, weil sie ja nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen und mir den Rücken gekehrt haben, die ein Leben führen, das ich verabscheue, den Mördern und denen, die sexuell unmoralisch leben, allen, die Zauberei treiben und Götzen anbeten, den Lügnern und den Betrügern. Sie alle werden in den See aus brennendem Schwefel geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Amen. Amen. Genau. Ist Gott. Genau. Es gibt keinen Zweifel. Die können philosophieren, so viel sie wollen, aber Gottes Wort steht auch über denen ihre Worte. Ja, wenn sie auch die Bibel lesen würden, würden sie es auch selber erkennen. Da gibt es ja tausende Stellen. Dann würden sie sehen, oh, die Bibel sagt ja wirklich, dass Christus, der Sohn Gottes, auch Gott selbst ist. Aber die sind zu faul. Ja, aber bei denen im Koran, Dresa, bei denen im Koran steht doch das auch drin, dass der Jesus das Alpha und das Omega ist. Da steht es ja. Schau mal, zum Beispiel hier, Offenbarung 21, ein Vers davor. Und weiter sagte er, alles ist in der Erfüllung getan. Ich bin der Anfang und ich bin das Ziel. Das A und das O. Allen Lustigen werde ich Wasser aus der Quelle des Lebens schenken. Ja, genau. Der Vater ist das A und das O und auch der Sohn ist das A und das O, ne, weil sie im Wesen eins sind. Das steht bei ihnen doch drin, das steht sogar bei ihnen im Koran, dass Jesus das Alpha und das Omega ist, also der Anfang und der Letzte. Nee, im Koran steht, dass Allah der Erste und der Letzte ist. Und das kann man nehmen und sagen, ja, seht ihr, der Erste und der Letzte ist euer Gott selber. Und da in unserer Bibel sagt der Herr Jesus, dass er der Erste und der Letzte ist. Also ist der Jesus Gott. Nach demselben Prinzip, wie Allah der Erste und der Letzte ist. Und sagt mir einen einzigen Prophet, einen einzigen, der Tote wieder lebendig macht, der irgendwie Blinde, nicht nur Blinde, sondern die keine Augäpfel mehr haben, wieder Augäpfel geben kann. Ja, genau. Ja, aber die sagen dann, die Muslime, ja, das hat er getan, diese Wunderzeichen, aber mit Gottes Erlaubnis. Also nicht er hat das getan, sondern Gott hat ihm diesen Erlaubnis gegeben, so wie Gott dem Moses. Ja, Gott hat ja gesagt, er hat den Herrn Jesus alle Macht gegeben auf dieser Erde und im Totenreich, oder nicht? Ja, genau. Ja, aber die sagen ja, Gott hat doch zum Beispiel dem Mose alle Macht gegeben. Das stimmt zwar jetzt nicht ganz. Alle Macht ist nicht dem Mose gegeben. Er konnte also keine Tote erwecken. Aber trotzdem hat Gott zum Beispiel dem Mose so die Macht gegeben, das Meer zu teilen und. Diese ganzen Wundertaten, die der getan hat, ne? Nicht Mose hat das getan, sondern hat Gott durch ihn. Und deswegen sagen die ja. Und deswegen können wir ja nicht Mose jetzt zu Gott machen, nur weil er auch diese Wundertaten getan hat. Aber nur wer sich vom Herrn Jesus Christus finden lässt, weil er sagt ja, wer sucht, der findet, wer klopft, dem wird aufgetan. Also nur wer wirklich vor dem Herrn Jesus seine Herzenstür klopft und sagt, hey, ich will wissen, wer du bist,
zeig mir, wer du bist. Und dann wird sich Gott selbst, also der Herr Jesus selbst, offenbaren ihnen. Und wenn sie das nicht sagen, sie brauchen nur zu sagen, 20 Mal Jesus, komm in mein Herz. Und ich garantiere, Gott lässt sich nicht spotten und er macht es, dass er dem zeigt, dass er Gott ist. Ja, genau. Zum Beispiel haben wir diese Begebenheit mit Elia und diesem Baalspriester. Und dann soll es ja heißen, dass Elia sagt, okay, lass uns gucken, wer der wahre Gott ist. Ne? Wenn Baal Gott ist, dann wird der jetzt gleich was tun. Und wenn mein Gott der wahre Gott ist, dann wird er was tun. Ganz neutral. Amen. Ja. Und dann hat man gesehen, wer der wahre Gott ist. So einfach. Aber die Muslime haben Angst, überhaupt Allah in Frage zu stellen, auch nur eine Sekunde. Sie dürfen es ja nicht von ihrer Religion ausreden. Aber das Problem ist, sie verstehen nicht, dass Jesus keine Religion ist. Jesus ist Gott. Jesus ist keine Religion. Ja, das ist das, was sie nicht verstehen, dass die denken, man kommt durch eine Religion zu Gott oder sowas. Sie verstehen das dann nicht, dass Gott mit dem Menschen immer eine Beziehung sucht, ohne Religion. Zum Beispiel hat ja Henoch, hatte ja gar keine Religion gehabt. Ja, genau, der erste Prophet Henoch hatte ja keine Religion. Da steht einfach nur, und Henoch wandelte mit Gott und Gott nahm ihn hinweg. Und er war nicht mehr gesehen. Das heißt, Gott, der wahre Gläubige wandelt mit Gott. Er hat eine Beziehung, eine direkte Beziehung mit Gott. Genau, richtig, ja. Und so ich war vorher auch Herrn Jesus Christus. Ich war vorher auch Adventist, aber ich habe auch hier durch Brüder und Schwestern halt kennengelernt, dass Jesus keine Religion ist. Jesus ist doch der Gott, den ich folge, dem Herrn. Ja, wie du warst 7-Tages-Adventist. Ja, genau, richtig. Aber Moment, ich muss aber dazu sagen... Wie bist du überhaupt da reingekommen? Durch meine Mom. Ich musste dazu sagen, ich habe diese Ellen G. White nie gefolgt. Nie. Ich habe immer die abgelehnt oder ich habe nie gesagt, die ist eine Prophetin oder sonst was. Meine Intuition ist einfach nur Jesus Christus und sonst niemand. Ja, genau. Aber wie hast du das erkannt? Durch das Bibellesen oder? Durch Brüder und Schwestern hier, die mir das erklärt haben und haben gesagt, Jesus ist keine Religion. Und da habe ich mir gedacht, ja Moment mal, den Sabbat, den habe ich ja auch gehabt und den halte ich immer noch. Aber nicht wegen dem den Werken, wo ich sage, ja, ich bin dadurch gerettet. Nein, weil ich glaube, dass Jesus Christus Gott und der Heilige Geist eins ist und weil ich dem Herrn das also zuliebe tue. Nicht aus Zwang oder so. Ja, genau. Nein. Weil wenn du den Herrn Jesus wahrhaftig liebst, tust du nicht den Sabbat halten. Andersrum. Du verstehst das falsch. Okay. Du musst den Sabbat sein lassen, wenn du den Herrn Jesus und sein Opfer ganz für dich in Anspruch nimmst. Und du mit dem, also mit diesem alten Bund mit Israel, was du sowieso nichts zu tun hast, als Heide, oder bist du Jude? Nein, ich bin Rumäner, Bruder. Ja, du bist nicht mal ein Jude, du bist aus den Heidenvölkern. Du hast mit Sabbat nichts am Hut. Der Sabbat ist mit dem Volk Israel geschlossen am Berg, also am Sinai. Genau, richtig, ja. Nicht mit den Heidenvölkern. Ich möchte was vorlesen. In Apostelgeschichte 15, Vers 24 steht, da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir dazu beauftragt hätten. Das Gesetz halten von diesen Alten Testament, wie Schabbat zum Beispiel, ist eine Irrlehre, das dürfen wir nicht. Wir haben nichts damit zu tun, denn in Jakobus 2,10 steht, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allen schuldig geworden. Deswegen sollen wir absterben, denn Jesus ist gekommen. Römer Kapitel 7, 1 bis 6 steht, wir sind frei vom Gesetz. Und Galater 3, 23, 26. Und so können wir in neuen Bund eingehen und die Gnade annehmen. Weil sonst spuckst du ja die Gnade, also die Gnade des Herrn Jesus Christus, einfach an. Das sollen wir ja nicht. Nicht was mein Gesetz. Das würde ich niemals tun. Dann ist das die Gnade ja nicht vollkommen, ne? Wenn du schon wieder irgendein Gesetz da aus dem alten Bund rausnimmst von 613 und versuchst, da Gott zu gefallen. Er geht nicht. Mein Lieber, die Sache ist auch diese. Komplett das alte Gesetz halten oder komplett den neuen Bund eingehen. Also entweder oder, ein bisschen von dem geht nicht.
Den neuen Bund gehe ich ein. Zum Beispiel, niemand also, lässt alt, also neue Wein in alte Schläuche. Es zerreißt. Ja, richtig. Genau. Mein Lieber, ich wollte dir auch noch eine Sache mitgeben. Also ich habe ja verstanden, was du meinst. Du hast gesagt, du machst es eben nicht aus Gesetz, sondern aus Liebe zu Gott. Genau, ja. Aber man muss immer aufpassen, oder also das, die Gefahr darin besteht eben. In Galater 5,4 lesen wir. Da liegt ja was dazu. Genau. Und in Galater 5,4 lesen wir, dass man sogar aus der Gnade herausfallen kann, wenn man das Ganze vermischt. Und die Gefahr ist beispielsweise, wenn man in anderen Irrlehren steckt. Ich will dich nicht beschuldigen, aber ich sag's mal allgemein. Wenn man in anderen Irrlehren steckt, zum Beispiel Wiederverlierbarkeit des Heils, dann kommt man automatisch in die Gesetze rein, weil man Gesetze hält, nicht mehr aus Liebe zu Gott und das Ganze nur noch aus Gesetz macht. Und dann rutscht man da immer tiefer rein. Das ist die Gefahr. Ja, genau. Dann wird man werksgerecht. Genau, dann wirst du werksgerecht und dann hast du ein Problem. Werksgerechtigkeit ist eine Ehelehre und das dann ist hast du ein sehr, sehr Problem. Großes Problem. Ein sehr großes Problem hast du dann. Und leg nicht irgendwas hinzu. Empfange die Gnade vollkommen an. Weil wenn du die Gnade nicht annimmst, dann hast du ein anderes Problem. Du musst die annehmen. Wenn Jesus du die annimmst, angenommen. Dann stirbst du auf das Gesetz ab. Und ich weiß, dass ich nur durch ihn gerettet bin. Jesus, Gott und der Heilige Geist. Ja, genau, aber füge dich hinzu. Nicht was hinzufügen. Nicht bei seiner Rettung was hinzufügen. Seine Rettung ist Gnade. Genau. Ja, richtig. Das sehe ich auch so. Dann musst du uns dann sein, nicht bei den Schabbateiten und sowas. Glaubst du denn an Wiederverlierbarkeit des Heils? Dass ich das verlieren kann? Ja, ja. Eigentlich nicht, ne? Weil wenn der Herr Jesus sagt, jeder, der glaubt, dass ich Gott bin und für dich gestorben bin am Kreuz, der ist gerettet, sagt Jesus. Ja. Hat das ewige Leben. Ja. Nur das weiß ich. Und ich bin halt ein Mensch, ich wollte in meinem Leben eigentlich nur einmal die Bibel lesen und damit ich einfach sagen kann, wenn ich vorm Herrn stehe, einmal habe ich trotzdem dein Wort gelesen. Aber bis jetzt ist es schon fünfmal jetzt. Hm. Also fünfmal habe ich die Bibel in meinem Leben schon gelesen und ich bin jetzt 42. Das ist schön. Ja, aber auch solche selbst auferlegten Gesetze, wie einmal im Leben muss man die Bibel gelesen haben, damit man vor dem das Herrn... Das habe ich für mich selber beschlossen. Ja, ich meine für dich selber, meine ich auch. Das ist schlimm wäre das, wenn du das noch für die Allgemeinheit sagen würdest, aber auch schon, es ist auch nicht korrekt, dass du das für dich selber so beschließt. Ich muss einmal die Bibel gelesen haben, um vor dem Herrn so mit gutem Gewissen dazustehen. Also... Nein, du musst die Gnade wirklich, du musst die Gnade des Herrn Jesus komplett für dich in Anspruch nehmen und erstmal an nichts anderes denken, was er für dich getan hat. Und Buße tun und wiedergeboren werden. Also wenn, ich weiß es nicht, ich kann dir nicht sagen, ob du wiedergeboren bist oder nicht. Aber was ich höre mit Sabbat halten aus Liebe und so weiter, das habe ich schon von anderen Leuten gehört, die dasselbe gesagt haben und die waren definitiv nicht errettet. Deswegen bin ich da ein bisschen stutzig und gehe lieber auf Nummer sicher bei dir und sage, lass das sein, tue Buße. Okay, alles und klar. Und mach das richtig. Mhm. Geh ganz unter die Gnade des Herrn Jesus Christus. Nicht 99% und 1% so komische Sachen noch dazu mischen. Klar, verstehe ich. Danke, ja. Ja, gerne. Gottes Segen, mein Lieber. Na gut. Gottes reichen Segen euch auch. Gottes Segen. Ciao, ciao. Gottes Segen. Ja, na, warte mal, Bruder. Ich wollte einfach was zeigen, ja? Ja. Ja. Vielleicht kannst du ja auch was dazu sagen. Ja. Ich mach das einmal hier. Ich zeige hier jetzt ein paar Gesten auch. Mhm. So. Oh je, oh je. Ja, weil wir sind doch zu viele hier. Ja, ja, dann, Jan dann danke, dass du hier warst. Warte, Riva, ich tue ihn mal raus. Danke, dass du hier warst. Dann Gottes Segen. Danke. So. Der Rapper hieß der Young Dolph, glaube ich. Den haben die dann halt, ja, der wurde ja auch geopfert, ne? Ja, aber warum? Ja, wenn der Dämon einen auserwählt, dann müssen die Satanisten ran. Ja. Und dann opfern die. Und so einfach ist das.
Ja, genau. Guck mal da unten rechts, wie er die Kreuzigungspose macht. Ja, Beine übereinander, Arme hoch zum Kreuz. Das sind die genau die Nägel. Durch die beiden Füße und durch die beiden Hände. Ja, der Satan, der sich anstelle des Herrn Jesus setzt, weil er neidisch ist und angebetet werden will, wie der wahre gekreuzigte Jesus Christus. Also der macht es ja eigentlich sehr einfach, der Satan und seine Leute zu erkennen, wer alles so mit ihm einen geheimen Pakt eingegangen ist. Die machen das sehr gut, du musst das auch erkennen können, ne, durch den Heiligen Geist. Ja. Du musst es erkennen können. Ja, das ist ein Filmfestival, wo die gesamten Filmstars bei diesem Filmfestival, wie hieß das nochmal? BAFTA, ja genau, Film Awards, BAFTA Film Awards. Und bei der BAFTA Film Awards Instagram-Seite haben alle Schauspieler die Einauge-Geste gemacht, alle. Heftig. Ja. Ja, das sind alles diese BAFTA Film Awards und da oben sieht man zum Beispiel oben rechts macht die eine Schauspielerin die Einauge-Geste mit der 8mm Kamera sogar. Hallo. Ja, hallo, hast du eine Frage? Ja, ich finde das total interessant, dass sie heute mal nicht über andere Religionen lästert, sondern über sowas spricht. Und sowas gibt es auch bei uns, dass wir erwarten, dass der Antichrist kommt. Bei uns heißt er El Dajjal und das ist unser Feind und der wird die Menschen in die Irre führen. Ich wollte euch das nur von unserer Seite ein bisschen erklären. Und bei uns ist das so, dass wir daran glauben, dass das der Messias von den Juden sein wird. Und der Jesus wird wieder kommen und daran glauben wir auch. Und der Jesus, Frieden auf ihn, der wird ihn vernichten. Aber darf ich das bitte aussprechen? Also der Antichrist, der bei uns Dajjal heißt, der wird Kräfte kriegen von Gott und der wird die Menschen versuchen, in die Irre zu führen. Der wird denen sagen, ihr müsst mir folgen, ich bin Gott. Und der wird auch wirklich Kräfte bekommen. Aber er wird auch Zeichen haben, dass er nur ein Auge hat und dass auf seine Stirn Kafir geschrieben wird. Und das sind unsere Zeichen. Wir werden sogar wissen, was er anhat. Und wir müssen unsere Kinder die Religion beibringen. Weil wir werden irgendwann sterben, unsere Kinder und deren Nachkommen, die müssen die Religion lernen. Es ist mir jetzt egal, was ihr über mich denkt, aber wir wissen solche Sachen auch. Und was gerade alles passiert, das ist der Anfang davon. Irgendwann wird das anfangen. Aber wir glauben auch an, dass unser Prophet Jesus, bei euch ist das Gott, es ist mir egal, ich greife niemanden an. Das ist total interessant und ich möchte eigentlich euch immer zuhören, aber weil ihr halt oft über die Religion des Islams hetzt und lügt, dann komme ich nicht so gerne herein. Aber wenn ich mal sowas sehe, dann ist es für mich total interessant. Dann haben wir so die gleiche... Ja, das wollte ich nur mal loswerden. Und solange wir gut zusammen vernünftig reden können, finde ich das total gut. Und noch eine Sache möchte ich sagen wegen Reza. Reza, ich habe sehr viel über dich gelesen und auch sehr viel über dich gesehen. Und ich kenne welche aus Düsseldorf, die euch kennen. Ich will endlich mal eine Sache loswerden. Ja. Warum macht dein Bruder das, was er macht? Ihr seid doch keine Muslime gewesen. Gib das doch bitte zu. Ich habe die Beweise und die werden immer wieder gelöscht. Doch, ich möchte euch wirklich nicht verletzen. Aber ihr seid von dieser Religion Zorotaria, ich keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Nein, habt ihr diese Ketten getragen? Okay, darf ich bitte aussprechen? Danach kannst du mich ja widerlegen. Das ist kein Problem. Ja. Aber ich habe das ja geschrieben, welche Religion das ist. Ja. Ich kann das gar nicht aussprechen, aber das ist eine Feueranbeter-Religion. Das könnt ihr alle googeln. Der hieß Sendan Crime, dein Bruder. Sendan Crime, wo der gerappt hat. Der hat Alkohol getrunken, der hat schlimme seht Sachen ihr, Leute, gemacht. Seht ihr, Leute, ich muss mal Zucker im Mund nehmen. Ich nicht Alkohol trinken und rappen. Zucker im Mund, Gift in Herz. Mein lieber Aufklärer, ja, ne, warum 99,9% der muslimischen Leute, also Jugendliche, trinken Alkohol und sind wie Amir. Warte, okay. Kein Problem, du hast vielleicht recht. Das stimmt. Hallo, ich rede gerade. Ich gehe sofort hier raus. Ich muss jetzt Asr beten. Ich muss euch nur was sagen. Ja. Bitte, ich will mal die Möglichkeit bekommen, einfach das zu sagen, was ich denke. Warum tut er so, als wäre er ein Moslem und hetzt die Menschen gegeneinander auf? Gegen unwissende Muslime glauben ihn dann noch, wenn er so Sektenquellen holt. Die sind echt diese Quellen, ne? Aber die sind nicht vom Islam. Die haben Leute erfunden, damit sie den Islam schädigen. Ich habe eine Seite gemacht. Und ich habe extra eine Seite gemacht, wo ich, da hieß ich Amira Arapur.
Warum hat dein Bruder mich sofort blockiert? Warum? Immer, wo ich in seinen Chat geschrieben habe, komm, nimm mich hoch oder komm, irgendetwas. Ja, wo nennst du dich Amira Arapur? Was ist das denn? Warum? Weißt du, warum ich mich so nenne? Ja, wo nennst du dich so? Was ist das denn für eine Respektlosigkeit? Die Leute, die seinen Namen eingeben und ihn suchen, damit die meinen Namen auf meinen Namen stoßen. Ja, siehst du, daran merkt man, dass du ein Teufel arbeitest. Was ich meine? Das sind so kleine Feinheiten, die man erkennen muss. Das ist aber total falsch, was er gemacht hat. 10 Jahre lang. Nein, erzähl mal keinen Quatsch. Das sind Fakten und das sind Quellen von eurem Islam. Hast du ein Problem mit deinem eigenen, hör mal zu, hast du ein Problem mit deinem eigenen Islam, dann verlass deinen Islam. Wenn du ein Problem hast, dann verlass den Islam. Du erzählst ja nur Quatsch, was ist das denn, was du erzählst? Ich möchte bitte meinen Satz zu Ende sagen. Ja, alles klar. Guck mal, eine Frage. Zupfst du deine Augenbrauen? Nein. Hallo, ich möchte bitte meinen Satz zu Ende sprechen. Das ist eure Art, genau wie Amir. Er lässt einen nicht aussprechen. Ja, was ich auch, du redest die ganze Zeit. Du möchtest. Warum holt er keine Gelehrten und lässt die nicht aussprechen und kickt die immer? Kommt er kein Gelehrter? Was für Gelehrte? Welcher Gelehrte kommt denn? Euer Handy ist gekommen, euer liebes Verdienst ist gekommen. Ja, ich habe alle gelöscht und blockiert. Was du blockiert? Jetzt geht es hier auch daran, widerlegt hat, und das reicht dann nach 100.000 Mal, wenn der Handy wie so eine Schallplatte immer wieder dieselbe Leier auflegt. Wahnsinn. Bruder Reza, hast du gesehen, die ist hergekommen mit Zucker im Mund, Gift im Herzen, ja, wollte einen Monolog führen und dann wieder rausgehen. Ja, die Muslime nur am Lügen. TikTok sportlich. Ja. Aber ich kann es natürlich verstehen, dass der Ami die dann irgendwann geblockt hat, weil ich habe gemerkt, wenn man mit ihr reden möchte, die möchte sich nichts sagen lassen. Die ist auch sehr emanzipiert, hat man auch gemerkt. Ne? Ja. Kann sich nicht unterordnen als Frau. Und dann wird es schwierig, weil wir wissen ja, dass wenn eine Frau sich nicht unterordnet, dass da nicht der Segen Gottes da drauf steht. Das heißt also, es macht überhaupt keinen Sinn, mit so jemandem da noch zu sprechen. Man muss nur für sie beten. Weil das Sprechen hat keinen Sinn mehr. Die hört ja nicht zu, die lässt sich nicht unter, die ordnet sich nicht unter als Frau. Und deswegen ist sie nicht unter Gottes Segen. Ja, das ist halt tatsächlich wirklich so. Ja, da haben wir auch die Gal Gadot wieder, diese Hollywood-Schauspielerin. Gehst du nochmal zurück, wo da das obere links, das Bild. Ja. Hallo? Ja. Oder der? Ja. Genau, da sieht man, dass sie auch diese 8mm Kamera hat, ne, zu Hause bei sich. Ja. Ja, und sie haben alle über 8mm Kameras für. Genau. Das eine Auge, die eine Augegeste. Und dann sieht man auch hier in ihrem Filmposter, dass sie halt mit ihrer Hand eben dieses Kreuz aus Licht formt. Gottes Segen. Das ist so ein Lichtkreuz hier aus ihrer Hand. Gottes Segen. Das sind die verschiedenen falschen Antichristusse. Ja, genau. Ein Kreuz wird geformt aus Licht. Und das ist dann halt, dass sie sich anstelle des Gekreuzigten setzt, des Messias, und sich selbst zu Gott macht, der Retter. Und das sind ja alles so Superheroes, die die Welt retten. Wie heißen die Logen denn, Reza? Da gibt es doch einen Begriff für, die diese Zeichen machen. Das sind Freimaurer. Das sind Hochgrad-Freimaurer. Das sind Urlogen, die ganz, ganz, ganz geheim sind. Hast du schon von den schwarzen Papst gehört, Reza? Bitte? Den schwarzen Papst, hast du von denen schon mal gehört? Ja, der schwarze Papst, der auch der Jesuitenpapst genannt wird, der das Sagen hat. Aber der soll ja direkt mit einer der höchsten von den ganzen, generell von den ganzen Logen sein. Ja. Da. Mein Bruder ist genau wie du, der hatte auch ganz viel aufgedeckt, von denen habe ich auch viel aufgeschnappt da. Also ein paar Sachen. Ja, es läuft alles dann nach oben zu der Hure Babylon. Ja, die ganzen Logen, zum Beispiel im Vatikan, die ganzen Geheimgesellschaften, wie zum Beispiel die Ritter von Malta, die Malta-Ritter, die laufen alle dann zum Vatikan und der Papst steht denen alle vor, ne? Was ich halt auch gehört habe, Bruder Reza, habe ich gehört, dass es ja bei diesen ganzen Logen ja auch Gruppierungen gibt. Zum Beispiel bei uns im Christentum, sage ich jetzt mal, gibt es ja orthodoxe Katholiken, Abspaltungen und so weiter und so fort. Ja. Und dort gibt es das auch, habe ich gehört. Zum Beispiel da sind die einen, die sind eher so für die Zauberei zuständig
die anderen gehen mehr auf Opfer und so. Du weißt, was ich meine. Ja, ja, je nachdem, ne? Genau. Wie viel welchen Grad sie angehören. Apropos, dann kannst du ja einmal was über diese Elene sagen, Bruder Reza, die hier auf TikTok die Christen verführt. Ja, ich weiß nicht, wer da drauf reinfällt. Also, wie kann man auf sowas reinfallen? Das ist ja so offensichtlich. Erstens, eine Frau hat nicht zu lehren. Raphael, also nicht nach vorne gehen und irgendwie versuchen, dann die Bibel auslegen. Das macht die aber. Die lehrt ständig. Die hält richtige Predigten. Die führt die Christen. Mehr oder weniger. Ja. Zweitens ist die, also hat die, das steckt die in mehrere Ehelehren. Dann hat die Kontakt mit Leuten, die die Trinität leugnen, die Gottheit Jesus leugnen, mit Charismatikern. Die hat ja mit allen zu tun. Ja, die verführt die. Die geht bei den Katholiken rein. Ja. Und die sagt, ich hasse euch. Ich hasse euch Christen. Oder ich hasse Menschen. Und die Christen die ganze Zeit, nein, komm Schwester, dir. Das ist eigentlich primitiv, was sie da macht, ne? Die lacht sich tot über die Christen. Der Dämon in ihr, der lacht sich ja tot. Und die Christen, leider, nein, die haben das verdient. Die haben das verdient, dass sie verführt werden. Wer nicht hören will, der muss fühlen. Ja, also die Frau, die hat ja mit der Bibel auch wenig am Hut. Ne? Ich habe ja mit ihr über die Wiedergeburt gesprochen und das hat sie überhaupt nicht interessiert. Und weil wir wissen, ihre Background ist ja so, dass sie halt Promi war und da oben auch mitgemischt hat. Und wir wissen ja, dass das nicht von ungefähr kommt, dass das nicht jeder schafft, da oben hinzukommen, bei Big Brother mitzumachen und so weiter. Und dass sie dann halt schon in ihrer Seele gespielt hat. Ja. Ich habe von der Frau noch nichts gehört, ey. Die ist mir neu. Das ist die hier. Also Leute, aufpassen, die ist involviert, die ist von der Freimaurerloge. Warte mal, ich mach mal einen Screenshot, Bruder, lass mal so. Die heißt so. Ja, hab ich gemacht. Die ist von der Freimaurerloge geschickt worden, von ihren Leuten, um in die Christenheit zu verführen. Sie ist geschickt worden von den Leuten. Und die sagt dann immer wieder bei jedem Stream, ey, ich hasse euch Christen, ich hasse euch Christen. Und die Christen, die da so zuhören, sagen, oh nein, nein, Elene. Und die so, ja doch, ich hasse euch Christen. Und dann kommt die wieder zu sich und sagt, ah, Gottes Segen, Gottes Segen. Das ist so krank, ne? Ey, Bruder, das ist sowas von krank. Ja, wenn ich hören will, der muss fühlen. Also wir haben genug geredet, aber wenn Leute, das ist so, als wenn der Satan kommen würde zu den Christen und sagen würde, ich bin der Satan. Und dann würden die Christen sagen, nein, hör auf, du bist das nicht. Hör auf, dir selber so viele Probleme zu machen, Satan. Mach es nicht. Du bist das nicht. Mach es nicht. Das ist nicht gut, dass du dich selbst als Satan bezeichnest. Bruder Reza, glaub es mir, die Charismatiker würden selbst probieren, den Antichristen die Dämonen auszutreiben. Glaub es mir. Ja, das wäre heftig. Das wird auch noch kommen. Das stimmt, ja, genau. Ja, aber guck mal. Die würden sagen, nein, du bist nicht der Antichrist, du hast das dir nur selber eingeredet. Komm, du bist ein guter Mensch. Komm. Ja, so weit. Ja, aber ist, die haben selber Schuld. Komm, gib dir noch mal einen Rücken. Wer richtet, der wird gerichtet werden. Richte dich nicht. Ich will dir jetzt einmal was zeigen, Bruder Reza. Ich will dir jetzt. Bruder Reza, warum richtest du? Die würden zum Antichristen sagen: Das bist doch nicht du. Das kannst du nicht. Warte mal ganz kurz. Ich habe eine Frage. Du bist ein Guter normalerweise. Das bist doch nicht du. Du bist doch ein Guter. Er darf sein, wer er will. Hier wird gegendert. Wie sollen wir dich gendern? Fragen Sie ihn noch. Bitte, ich habe eine Frage. Wer spricht denn aus die Christen heraus, wenn die sagen, deck die Finsternis nicht auf, hör auf, darüber zu reden, mach das nicht, zeig das nicht, beschäftige dich lieber mit der Bibel, ja, was auch gut ist, aber hör auf, nicht darüber reden, zeig das nicht, warn die Menschen nicht. Wer redet denn aus denen? Das ist der Teufel, der aus den Christen herausredet. Ja, weil, komischerweise, die involvierten Freimaurer sagen das Gleiche wie die.
Das Gleiche also sind die Christen dämonisch besessen. Die haben nicht den Heiligen Geist, die haben einen dämonischen Geist, der sagt, Dennis, da tu das nicht. Wir machen uns Sorgen, Dennis. Liebe, komm in die Gemeinde, komm Kaffee trinken, Reza, komm. Komm, ein Kuss auf die Stirn, komm, es gibt's Kuchen, aber nicht mehr über den Teufel reden. Wer ist denn da, der aus dir redet? Wer ist denn das, der das nicht will, dass du das zeigst? Da ist doch jemand drin. So, ich zeige dir. Ja, genau. Warte, Bruder. Für diese Christen, die nichts machen, für diese Christen, die in die Hölle geschnitten werden, ihr könnt von morgens bis abends über mich reden, das ist mir egal. Ihr seid so oder so Brüdermörder. Judas, ihr seid hier, Laodicea, macht das mit euren Twins und euren 10, 20 Zuschauern. So, ich werde das Fenster nicht weiter aufhalten. Wir können jetzt noch zeigen. Deswegen gehe ich auch gar nicht mehr bei den Christen rein. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die Streams bei denen. Im Hintergrund emotionale Musik. Ich will in meinen Stream Action. Ich will das Evangelium verkündigen. Ich will, dass Leute gerettet werden. Was habe ich davon? Ich bin doch nicht beim HDJ. Bruder Risa, ich gehe doch nicht TikTok, um ein HDJ-Treffen hier zu vereinbaren. Was habe ich davon? Ja, also. Und jetzt zeige ich euch, dass sie die Ein-Auge-Geste macht, Bruder Risa. Ich zeige dir das jetzt. Ich zeige das jetzt den Leuten. Schön, wie sie den Stern so vor dem einen Auge hält. Wir müssen die Christen sehen. So, da wollte einer mal ganz kurz hoch. Ja, Violetta. Ja, ich habe auch eine Frage an Reza, Bruder, bist du da? Ja. Weil ich habe es geschrieben, im Chat geht das unter. Weil ich meine das voll ernst. Ist es bei mir auch so, dass ich schon lehre? Weil wenn ja, dann ermahnt mich und dann muss ich darauf achten, dass ich das anders verpacke, weil ich will nicht lehren. Also, ne, also ich weiß nicht, du guckst bestimmt nicht oft meine Streams, aber man kriegt das ja trotzdem da und da mit. Und wenn das so ist, dann sagt mir das, ne? Ja, da, natürlich, du bist ja halt wiedergeboren und du hast ja den Heiligen Geist und der Heilige Geist sagt dir, jetzt ist langsam Schluss, jetzt sind die Grenzen. Zwischen das Evangelium zu verkündigen oder zu lehren. Genau. Ja, das ist eben, deswegen sollten die Frauen ja eben stillen Geistes sein, weil die Grenzen sehr fließend sind zwischen Evangelium verkünden und dann auch geht man weiter und fängt dann auch dann das Wort Gottes zu lehren. Das ist eben, die Grenzen sind da sehr fein. Ja, das meine ich ja. Deswegen frage ich dich, also oder euch allgemein jetzt die, der Jenny oder so, weil die oder der Pavlos, die meine Streams so ein bisschen mitbekommen haben, wie ich da spreche. Ja, geht das schon wirklich ins Lehren oder ist es noch, dass es wirklich eher verkünden bleibt? Wie du das so wahrnimmst, ja, wenn du das Evangelium verkündest, du redest ja nicht nur den ganzen Tag, sage ich mal, nur darum, dass der Herr Jesus für die Sünden der Menschen gestorben ist und dass du die Leute einlässt. Da geht es ein bisschen mehr zur Sache, denke ich mal. Naja, es geht eigentlich. Also das meiste, was ich rede, ist Buße, Umkehr, Wiedergeburt. Und das zum Beispiel, was ich oft erwähne, ist, dass Gott keine Religion hat. Und das sehr, sehr wichtig, was ich finde, ist eben diese Erklärung, wo der Herr sagt, du musst aus Wasser und Geist, dass es nicht die Taufe ist. Ist das schon Lehren oder ist es darauf hinweisen? Ja, das geht schon in die, das geht schon langsam in die Tiefe, ne? Das geht schon in die Lehre. Das ist, du siehst, deswegen heißt es ja auch, dass die Frauen eben stillen Geistes sein sollen. Ja. Und so weiter. Aber gut, wir haben auch die Samariterin, die zum Glauben kam an den Herrn Jesus in Johannes 4 und die geht in den Dorf und schreit überall rum, dass sie den Messias, dass der Messias sie getroffen hat, ne? Ja. Das ja, also wenn euch was auffällt, Bruder, dann sag mir das, ne? Weil ich habe damit kein Problem. Ich kann mich da ein bisschen zurückschrauben in dem Sinne, was ich rede. Ne? Ja. Weil ich bin halt sehr wahrheitsliebend und wenn ich merke, es ist einfach eine Lüge, die dann dort irgendwie erzählt wird, dann kann ich nicht anders, als es gerade zu stellen. Das ist aber nicht, weil ich im Herzen live gehe und sage, oh, ich habe jetzt die und die Erkenntnis, ich will jetzt lehren. Nein, das ist nicht meine Motivation, überhaupt nicht, das weiß der Herr. Nein, nein, nein. Ja, das ist halt ein schmaler Grat, ne? Und da musstest du halt dich selber immer abbremsen, ne? Und nicht über den Mann herrschen, ne? Weil Lehren im Endeffekt ist ja eine dominante Sache, die den Brüdern nur überlassen ist, weil die Brüder halt in ihrer Männlichkeit bleiben müssen. Richtig. Und die Damen, eben die Schwestern, die müssen halt weiblich sein, devot sein, so wie es auch eine Frau von Natur aus ist. Ja, von Natur aus sind ja Frauen keine Rambos.
sondern sind wirklich devot und wollen einen Mann, der eben dominant ist. Das sind die Gegensätze, die Gott uns in die Natur gelegt hat. Deswegen geht das einem Mann gegen den Kragen, also gegen den Strich, wenn er eine Frau vor sich hat, die eben in ihrer männlichen, dominanten Energie ist, und dann knallt das gegen die Psyche des Mannes. Das ist so wie bei euch, wenn jetzt ein Mann in seiner femininen Energie ist und sagen wir, Minirock trägt und zu euch kommt, da würdet ihr auch sagen, ey, willst du dich nicht endlich mal wie ein Mann benehmen? Das ist weiblich, wie du dich benimmst. Ja, ja, natürlich, klar. Deswegen habe ich ja euch gefragt, weißt du, wenn das, wenn euch irgendwas auffällt, bitte sagt mir das geradeaus, und dann muss ich darauf achten, wie ich das verpacke, weil ich will ja, wie gesagt, gar nicht lehren oder irgendwie dominant sein oder so in der Form, sondern wie gesagt, ich bin halt sehr stark im Glauben und ich hasse Lügen einfach, und dann, weißt du, dann passiert das manchmal so unbewusst im Fleisch, weißt du, aber nicht, weil ich im Herzen trage, ich habe die Erkenntnis. Da werden wir alle fleischlich, also ich zumindest. Da werde ich oft fleischlich, wenn da jemand daherkommt und wirklich irgendwas am Erzählen ist und das hat weder Hand noch Fuß, also da werde ich selber fleischlich, aber das ist natürlich keine gute Sache, ne? Das ist keine gute Sache, aber man muss es auch bekennen und nicht verdrehen. Ja, das stimmt. Man bekennt das, die andere verdreht das. Sei nicht die Person, die das verdreht. Die letzten zwei Tage war ich auch zu sehr im Fleisch also hier in Streams, da musste ich, habe ich auch stark die Wahrheit vertreten, ne? Da muss ich echt aufpassen, was ich sage, weil da wurden hier mit den Hamdi, was der da erzählt hat, ne? Mit F-Wort zum Herrn und so, ey, da musste ich mich auch, boah, das war schon eine Ecke zu hart, ey, was der gesagt hat, ne? Ja. Yeah. Da muss man echt runterfahren, also das fällt einem sehr schwer, was für eine Beleidigung und sowas sagen wir nicht. So, weißt du, wir sagen, klar, Mohammed ist ja nachlesbar, aber wir sagen ja nicht so eine krassen Beleidigung mit er, ich will es ja eh nicht mal aussprechen. Ja. Das macht es einen echt schwer, ey. Ja, ja, das stimmt. Aber jetzt nochmal zurück zur Schwester Violetta, das musst du selber entscheiden, ne? Ich kann dir jetzt nicht ein Verbot geben, nicht mehr das Evangelium zu verkünden. Das darf ich nicht. Nein. Aber jeder, wenn dir was auffällt, weißt du, wenn dir irgendwas auffällt oder so, ich bin dann nicht so pingelig und sage, lass mich, ich weiß schon, was ich tue. Nein, ich möchte das schon, dann, dass mir Geschwister, die ich weiß, die sind wirklich im Herrn, da bin ich auch echt bereit, weil ich höre nicht auf weltliche Ratschläge und so, absolut nicht. Aber wenn ich weiß, ein Bruder mahnt mich oder gibt mir einen Tipp oder so, dann nehme ich das sehr gerne an. Das ist nicht das Problem, überhaupt nicht. Ja. Ja. Ja gut, also wie gesagt, durch den Heiligen Geist wirst du selber erkennen, okay, jetzt gehe ich zu sehr in die Lehre, in das Belehren, auch Männer, wenn die zuhören, Männer, dass du die da schon belehrst, dann musst du selber dann, der Heilige Geist wird dir dein Gewissen dann aktivieren in dem Moment, und dann wirst du selber dich schlecht fühlen. Ja, richtig. Stimmt. Und was ich dir auch auf den Weg geben möchte, ist, dass du mit diesen Wölfen im Schafspelz hier auf TikTok und so nicht Gemeinschaft haben solltest. Nee, habe ich auch nicht. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich habe gewisse Dinge getan, einfach nur das, was der Herr sagt, wir sollen vergeben einander, aber ich muss jetzt nicht mit irgendwem da im engen Kontakt stehen oder so, sondern ich möchte vor dem Herrn reinstehen, ja, und sagen, ich habe ihm vergeben. Was alles andere gemacht wird, habe ich nichts mit zu tun, aber ich möchte vor dem Herrn im Reinen sein. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Klare Grenzen ziehen, so in dem Punkt. Ja. Ja, das also ist das ist das Einzige, was ich dir auf den Weg geben kann. Ne? Ja, danke dir. Bruder. Sonst nicht. Ja, danke dem Herrn. Amen. Sowieso. Immer dem Herrn. Amen. Ja, Amen. Also, Lacho Dives Pena erstmal. Ah, Lacho Dives Prala. Ganz vergessen, ey. Oh, nicht schlimm, alles gut. Also ich wollte noch einmal was zeigen. Dann Leute, erzählt weiter. Dankeschön. Teilen, folgen. Gottes Segen. Dankeschön. Gottes Segen, Schwester. Oder Rina. Warte ganz kurz, Pablos. Ich habe dieses Bild hier auch gefunden. Warte. Hier, wo sie diese Schild. Ja. Ja. Warum macht man ein Auge? Warum macht man sowas? Ja. Ja, und dann hat der Widersacher sie eben da hineingeschleust, jetzt in TikTok, damit er halt sich, ne, die unvorsichtigen Vögel eine schöne Falle stellt, damit sie sich verfangen, die Vögel in das Netz. Ja. Ja, und die, die nicht hören, die müssen Du musst dir vorstellen, die Christen,
hier auf TikTok machen sich lustig über die Wiedergeburt. Sie machen sich lustig über Geschwister, die aufklären. Das musst du dir mal geben, wo wir hier gelandet sind. Ja, wir haben also sich nicht auskennen. Berühmte Beispiel aus Matthäus 16, wo der Herr eben zu Petrus sagt, Satan, geh hinter mich. Ja, der Petrus wollte den Herrn aufhalten, seinen Dienst zu tun. Und dann sagt er nicht Petrus zum Petrus, sondern Satan. Das heißt also, der Petrus war in dem Moment unter dem Einfluss des Satans, dass der Satan hat versucht, durch Petrus den Herrn abzuhalten. Mhm. Seinen Dienst zu tun. Das heißt also, ein nicht wiedergeborener Christ kann von Satan beherrscht werden. Nur ein Wiedergeborener ist dem Fängen des Satans komplett entkommen und ist unter dem Schutz des Heiligen Geistes. Ich kann die Katholiken nicht nachvollziehen, dass sie das nicht erkennen oder sie wollen es nicht sehen. Ich kann es nicht verstehen. Ja, jetzt muss man sagen, die Leute, ja, Moment mal, Apostel Petrus war nicht wiedergeboren, oder wenn nicht er, wer dann? Dann muss man sagen, nein, zu dem Zeitpunkt war der Herr Jesus noch nicht ans Kreuz gegangen, er ist noch nicht auferstanden, der Heilige Geist ist noch nicht auf die Erde gekommen, das ist erst ab Apostelgeschichte 2 geschehen, der Petrus war noch nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Hm. Und ja, das ist, also wenn der Petrus damals gestorben wäre, wäre er dann als nicht wiedergeborener gestorben, sondern als ein alttestamentarisch Gläubiger gestorben. Er wird zwar errettet, aber nicht wiedergeboren. So wie der, der Schächer am Kreuz, der mit dem Herrn gekreuzigt wurde und im Paradies war mit dem Herrn. Ja. Wieso haben die denn auch gestorben? Aber er ist nicht, der gehört nicht zur Braut Christi. Genau. Wieso haben die denn überhaupt auch? Die 17 Bücher, neben den 66 Büchern der Heiligen Schrift, die Katholiken. Ja. So, das verstehe ich auch nicht so ganz, dass sie da noch 17 Bücher daneben haben. Ja, das sind die nicht-kanonischen Bücher, die nicht vom Heiligen Geist inspiriert sind. Und die haben halt die Katholiken dazu getan. Und die Orthodoxen haben ja noch mehr, glaube ich. Ach echt? Das ist ja Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Man wurde eine Fragestellung gemacht an den Orthodoxen, wie viele Bücher habt ihr? Einer schreibt 73, der andere schreibt 76, der andere 78, der andere schreibt 80. Die haben sich untereinander gestritten, wie viele Bücher die Bibel haben, aber alle Äthiopier. Nennen sie Brüder und Schwestern. Die Äthiopier, Bruder Paulus, dem glaube ich sogar 86. Omar, ich habe mal eine kurze Frage an dich. Kannst du mal ganz kurz hochkommen, Omar? Bruder Reza, der Omar, warte mal, Bruder Paulus. Der war oben, ne? Ja. So, ich kann auch runter. Omar, kannst du ganz kurz mal hochkommen? Ich habe nur eine Frage, wenn du eine Minute Zeit hast. Weil ich wollte. Ja, Omar. Omar, hier, und das Bild hier auch nochmal. Hier sehen wir ja auch Montana Black nochmal. Ja, da sieht man auch die Dissoziation, der zeigt uns und beziehungsweise seinen Logen und die ganzen Mitglieder der Geheimgesellschaften, eben, dass er unter Mind Control steht. Die Maske steht für dieses vordere Persona, die sozusagen, die er in der Gesellschaft praktiziert, aber das wahre Gesicht ist schon wieder eine andere Person. Und Masken sind immer eine Symbolik auf Dissoziation, also dissoziative oder mehr multiple Persönlichkeit. Der Omar ist weggegangen, oder? Nein, der ist noch da, weil ich habe eine Frage an ihn, weil der hat eine halbe Million Abonnenten. Der hat eine halbe Million Abonnenten. Nur das? Bruder Reza, ein Video, nur ein Video, 12 Millionen Klicks. Sehr verdächtig. Wer? Dieser Omar, oder wer? Der Omar. Ja, es kann sein, dass er involviert ist, natürlich. Wir müssen aber kontrollieren, ne? Deswegen, wenn wir fragen. Sein Content von Omar. Was ist denn sein Content? Black, auch mit dem umgedrehten Kreuz über sein Gesicht. In Violett, ein ganz dickes umgedrehtes Kreuz auf sein Profilbild. Ja. Das sind alles Satanisten. Hardcore-Satanisten. Oder Reza, das ist so dreist, ne? Dass er das so als Profilbild macht und da, dass so keiner von seinen Fans oder allgemein sagt, ey, was machst du da? Was ist das für ein Bild?
Die kommen ja nicht darauf, dass er ein Satanist ist, deswegen raffen die das auch nicht. Dass er ich wollte gerade sagen, seine Fans sind doch alles zwölfjährige, ungebildete, beziehungsweise noch nicht weit genug denkende Kinder. Also. Ja, er hat schon auch ältere, Ja, gut, aber die sind doch nicht im Geist, so. Das ist genau. Alles im Fleisch. Dazu fehlt ihnen der Glaube. Wenn du nicht genau, glaubst, kannst du auch nicht. Ich will das alle eingeben. Montana Black TikTok, seiner Konter, das ist sein Profilbild. Mir das auch sehr heftig, ne? Dieses Buch hier. Ja, genau. Das eine Auge verdunkelt, verschaut er mit dem einen anderen Auge. Ja. Ja, Gottes Segen, der dazugekommen ist. Ja. Die ganzen großen Influencer. Ah, hier auch nochmal. Ja, Sabine, du da mit einem Auge, ja, genau. Ja, klar, Sabine, du, ey. Siehst du, da steht auch frei sein. Ja, genau, Freimaurer sein, genau. Frei sein, ach, guck mal, was, ja, ne, frei sein. Heftig. Und diese Äste auch, diese Schlange. Ja, das ist Wahnsinn, krass. Wirklich so heftig. Guck mal, hier reingekommen. Kannst du dich vorstellen? Hatte Bewusstseinskontrolle. Hier hat Montana Black, ob er sich tätowiert hat. Deine Mutter, Hurensohn. Ja, tschüss. Ja, das ist das Denken. Mashallah, Mashallah. Das ist wieder der Islam, der hier angegriffen hat. Ja, die sind alle in diesem Kult des allsehenden Auges Luzifers, ja. Und dieser Kult eben arbeitet mit Opfern. Mit Menschen. Bruder Reza. Ja. Der Montana Black, der hat das vor kurzem machen lassen. Auf seinem Finger allsehende Auge tätowiert mit Dreieck. Ja, der Illuminatenzeichen. Ja, ja. Auf Facebook habe ich das schon gepostet. Heftig, ne? Der hat einfach mal so ein Illuminatenzeichen auf sein Dings tätowiert, auf seinem Finger. Ja, ja. Ja, hier haben wir sie. Was hat das den Leuten ins Gesicht? Ja, weil die wissen, dass die Masse halt das nicht rafft. Dass ein paar wiedergeborene Christen eben die Machenschaften des Teufels und der Freimaurer erkennen. Das ist denen egal. Das ist halt, weil die wissen, dass das so wenige sind, die wahren Kinder Gottes, die das alles erkennen, dass sie keine Angst haben, erwischt zu werden von der Masse. Heftig, ne? Ja. Dass man schon heutzutage so sein kann, ne, und die Masse nicht checkt. Weißt du warum? Die sagen, das ist Verschwörungstheorie. Was ist daran Verschwörungstheorie? Die zeigen dir ins Gesicht auch noch, dass die drin sind. Was ist das? Warum immer gegen den Kreuz? Was ist das denn für eine Verschwörung? Verschwörungstheorie, das ist so ein Stigmatisierungsding. Wenn du einmal sagst Verschwörungstheorie, dann bist du schon, also da rauben sie dir die ganze Argumentation. Da bist du schon unglaubwürdig. Das reicht schon. Wenn du einmal sagst Verschwörungstheoretiker, dann hast du schon, verkackt TikTok sportlich so. Damit können sie einen direkt Mundtuch machen. Keine Ahnung, die Freimaurerlogen gibt es. Man kann nur eingeben, in jede einzelne Stadt, wo die wohnen, ne? Stadt Bayern zum Beispiel jetzt, ne? Freimaurerloge, sofort finden die paar Stück. Direkt mit Bewertung auch noch. Ja. Ah, das ist interessant. Wie ein Hotel. Ja, das ist interessant, Bruder Reza, hier, guck mal, Sido. Ja, ich kenne das ja schon seit 20 Jahren, das Ding. Das ist einer der ersten Platten von Sido. Ne? Das ist heftig, ne? Damit ist er auch damit erfolgreich, ne? Damit wurde er doch, glaube ich, erfolgreich. Damit wurde er erfolgreich, ja, genau. Tupac hat auch denken, sowas, ne? Bitte? Tupac Amaru Shakur hat auch sowas. Genau, alle Stars machen das, diese Gekreuzigte. Die stellen sich anstelle des Herrn Jesus Christus und wollen Gott sein. Und die werden ja auch angebetet von den Fans. Du siehst ja die Stadien, wie die Fans die so huldigen und verehren. Und huldigen und verehren, ein anderes Synonym dafür ist anbeten. Wen meinst du denn, die zeigen kann? Wie? Nein, da hat jemand das geschrieben. Ja. Zion-Anhänger hier. Nein, wir sind nicht Israel. Zion ist Israel. Damit haben wir nichts zu tun. Mit Juden und Israel haben wir nichts zu tun. Wir sind das himmlische Volk Gottes, die Gemeinde Jesu Christi, sein Leib. Und Israel hat eine andere Verheißung. Israel hat eine irdische Verheißung. Drangsalzeit, die auf der Erde durchgehen und dann am Ende der Drangsalzeit auf der Erde, nämlich in Jerusalem, in Israel, in Zion, werden die das tausendjährige messianische Friedensreich bekommen. Bruder Wiesel. Ja, bitte.
Ich hätte eine sehr, sehr interessante Frage. Du kennst dich ja auch ein bisschen aus, was die Baptisten glauben, dass sie eben die 7 Jahre des Antichristen durchmachen müssen, richtig? Ja, ja. Aber das Lustige ist ja, dass die Baptisten glauben, dass man sein Heil nicht verlieren kann. Also, was ich so gehört habe von manchen Baptisten hier. Ja, ja, genau. Die glauben nicht an die Wiederverliehbarkeit des Heils. Genau. Aber dann haben wir einen riesigen Widerspruch. Weil wenn sie glauben, dass man die 7 Jahre des Antichristen durchmachen muss, wo der Heilige Geist nicht mehr in der Welt sein wird, dann sagen sie ja nichts anderes, als dass sie den Heiligen Geist in dieser Zeit verlieren werden. Also sie glauben an Heilsverlust. Ja, genau. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie das so auslegen, dass der Heilige Geist gar nicht auf die Erde also ja, ist. Die werden dann sagen, nö, der Heilige Geist wird auch in den Wiedergeborenen bleiben. Und erst, also Offenbarung 22, da heißt es ja, die Braut, der Geist, also der Heilige Geist und die Braut sprechen, komm, Herr Jesus. Und da müsste man die Frage, wie legt ihr diese Stelle aus, wenn die Braut und der Heilige Geist zusammen sagen, komm, Herr Jesus. Ja. Dann wird ja die Braut dann genommen von der Erde, also inklusive der Geist. Ja, aber ich habe auch eine Frage. Ja. Wenn dann, weil dann kommen ja noch Leute zum Glauben irgendwie, ne, in der Drangsal- und Trübsalzeit. Ja. Aber der Heilige Geist ist doch der, der den Menschen zum Glauben oder der Buße überführt. Ja. Kommt, wie ist das denn dann genau, der Ablauf? Weil wir werden ja entrückt. Das heißt, der Heilige Geist muss ja erstmal weggenommen werden, dass der Antichrist sich offenbart. Ja. Und dann aber kommen noch Menschen zum Glauben. Wie genau funktioniert das dann? Dann kommt der Heilige Geist wieder punktuell, der ist dann nicht mehr wirklich hier auf der Erde, wie Apostelgeschichte 2 eben der Heilige Geist komplett hier auf die Erde gekommen ist, ausgegossen wurde. Ja. Sondern der Heilige Geist wird dann punktuell auf diese einzelnen Menschen fallen, die dann errettet werden. Aber der hat dann nicht mehr diese Funktion, wie der das jetzt hat, seit Apostelgeschichte 2. Ah, und diese Funktion des Heiligen Geistes, dass er so auf der Erde ist, die wird enden mit der Entrückung. Also der Heilige Geist, dass er so auf der Erde ist, in der Gemeinde wohnt, diese Funktion wird er nicht mehr einnehmen, sondern nur noch einzeln wird er auf die Menschen kommen in der Drangsalzeit. Aber diese Menschen, die in der Drangsalzeit zum Glauben kommen, sie gehören nicht zur Braut Christi. Sie sind Errettete, aber sie gehören nicht zur Braut. Die Braut Christi also fängt an, Apostelgeschichte 2, Ausgießung des Heiligen Geistes. Da ab dem Zeitpunkt entsteht die Gemeinde Jesu. Und die hört auf, die Gemeinde Jesu, mit 1. Thessalonicher Kapitel 4, Abvers 16, mit der Entrückung der Gemeinde. Das ist die Braut. Alles, was dazwischen ist und gestorben ist in den Jahrtausenden, jetzt seit dem Kommen des Herrn Jesus Christus, dazwischen gestorben ist, wird auferstehen zur Entrückung, gehört zur Braut Christi. Alles, was davor, zum Beispiel der Schächer am Kreuz, ist, der gehört nicht zur Braut Christi. Der Johannes der Täufer, Mose, Abraham, die gehören nicht zur Braut Christi. Ja. Sie sind alttestamentarisch Gläubige. Und ebenso sind dann auch die Drangsalgläubige. Die sind errettet, die kommen in den Himmel, aber sie gehören nicht zur Braut, zum Leib Jesu. Das ist schon heftig, dass wir zur Braut Christi gehören dürfen, ne? obwohl wir es gar nicht verdient haben. Ne? Ja, das ist das Höchste, was es gibt im Himmel. Also sagt der Herr Jesus, ja, es gibt keinen größeren Menschen auf der Erde als Johannes der Täufer. Aber im Himmel ist er der Kleinste. Johannes sagt, ja, ich bin nur der Freund. Der die Braut hat, das ist der Bräutigam. Amen. So gesehen, ja, der Trauzeuge. Wie das funktioniert, weil man liest ja, dass noch Menschen halt zum Glauben kommen, aber der Heilige Geist ist ja dann weg. Also da habe ich mir auch so halt gedacht, dass er irgendwie trotzdem noch wirken kann bei denen, die ja noch zum Glauben kommen werden. Muss ja, weil ohne den Heiligen Geist kommst du ja gar nicht dahin. Also, genau, aber sie sind nicht mehr versiegelt, so wie wir Wiedergeborene jetzt. Die Braut Christi ist eben diejenige, die eben versiegelt ist mit dem Heiligen Geist. Ja. Also David zum Beispiel im Alten Testament, der König David war nicht versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist konnte von ihm gewischt werden, also weichen. Ja. Deswegen sagt er auch im Psalm 51, sagt er, nimm nicht den Heiligen Geist von mir. Mhm. Das konnte wieder gehen, der Heilige Geist. Er war nicht immer mit den Propheten und mit den Königen. Deswegen konnte auch ein Salomo abfallen. Ja, weil sie versiegelt waren, ne? Ja, genau. Ja. Richtig. Weil ein Versiegelter kann ja niemals das Siegel Gottes brechen, auch nicht jemand selbst. Ja, ne? Ja, genau. Wie ist denn der Salomo abgefallen?
Ja, der wurde verführt, ne, durch die Töchter, ja, durch die Frauen, durch die schönen Frauen. Der immer, also bei Männern ist das immer so, sehen wir in der Bibel auch mit der Ehebruch von David da, mit Bathseba. Da sieht man eben, dass die Frauen eine enorme Verführung darstellen für die Brüder. Auf jeden Fall. Und dann der hat Götzen angebetet, oder was? Ja, ja, Salomon hat Götzen angebetet, ja. Wahnsinn. Ja. Aber er ist wieder zurückgekommen und das ist das, was die meisten Leute nicht verstehen. Im alten Bund konntest du abfallen und wieder zurückkommen. Im neuen Bund geht das nicht mehr. Also eben, weil du nicht versiegelt warst. Genau. Genau. Im neuen Bund, wenn du nicht versiegelt bist und abfällst, ist vorbei. Hm. Da gibt es keine Rückkehr mehr. Im alten Bund konntest du abfallen und wieder zurückkommen, aber das Zurückkommen war sehr schwer. Und bist du nochmal abgefallen und bist du wieder zurückgekommen, war das Zurückkommen dann noch schwerer als das erste Mal. Also unheimlich schwer. Hm. Aber ich habe noch eine wichtige Frage, weil das habe ich auch nicht richtig verstanden mit diesem, wenn man einen Dämon ausgetrieben hat damals, ja, die Geschichte, und dann das Haus war leer und sauber. Ja, genau. Und dann geht der hin, der Dämon, und sucht irgendwie einen Platz, aber findet nicht. Und dann kommt er mit 7 viel schlimmeren zurück in das leere, saubere Haus. Wie passiert das? Ist das jemand, der dann auch abgefallen ist wieder? Oder wie? Nee, das ist zum Beispiel, kann geschehen durch eine Dämonenaustreibung. Bei den Charismatikern zum Beispiel. Okay. Ja, dass wenn ein Dämon ausgetrieben wird, dass derjenige aber nicht wiedergeboren ist. Ja, dann ist er ja offen noch. Da können die ja wieder zurück, jederzeit. Die haben ja Anrecht, mhm, weil diese Leute ja nicht mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Mhm. Also ist diese Dämonenaustreibung ohnehin sehr, sehr gefährlich, ne? Ja, ja. Darf ich eine Geschichte dazu erzählen, bitte? Ich habe eine sehr, sehr heftige Geschichte. Ja. Ich war ja 2 Jahre lang in einer charismatischen Gemeinde. Damals. Ja. Und da waren ja auch Dämonenaustreibungen und so weiter. Und da war einer in der Gemeinde, der hat die Dämonenaustreibung bekommen und der war eines Tages völlig dämonisiert, ist dann in die Gemeinde gekommen und wollte den Pastor zusammenschlagen. Obwohl vorher die Dämonen ausgetrieben worden sind. Ja, ja, also die Dämonen sind zurückgekommen, noch schlimmer, und der wollte dann den Pastor zusammenschlagen. Ja, genau. Oder das war keine Ausreibung, das war eine Eintreibung. Drei Männer konnten den nicht halten. Der hat den Pastor versucht zu erwürgen, den zusammenzuschlagen, alles Mögliche. Ja, das passiert. So wie der Jesus das sagt. Genau. Ne? Der also Geist geht und kommt mit 7 schlimmere, noch bösartigere. Das ist ultra gefährlich. Da sieht man eben, dass die Dämonen auch unterschiedlich böse sind. Also sie sind nicht alle sehr, sehr, sehr schlimm böse. Sie sind alle böse. Aber es gibt in der Bosheit noch unterschiedliche Unterschiede. Darf ich mal was dazu sagen? Oder Reza? Ja, ich will dir noch den Satz zu Ende. Und diese Elite zum Beispiel, die hat mit den allerbösesten zu tun. Ja. Ich will noch was sagen dazu. Also das sind ja Grenzen. Der Bruder meinte, es ist wie mit kriminellen Leuten. Es gibt halt normale Kriminellen, die machen kleine kriminelle Sachen, und dann gibt es Hardcore-Kriminelle. Und so ist es auch mit den Dämonen. Ne? Das gibt stärkere Dämonen, schwächere Dämonen, die nicht nur böse sind, sie sind aber böse, und dann gibt es gewaltige böse Dämonen zum Beispiel. Ja. Das sieht man auch bei diesen ganzen Exorzismusfilmen. Wenn dann auf einmal wirklich ein extrem heftiger Dämon reinkommt, dann auf einmal kleben die Menschen an der Decke. Und ich habe mal gehört von einer Frau, die hat mir das erzählt, Reza, die hat erzählt, dass sie die wollten so Exorzismus austreiben, also die wollten den Dämon austreiben. Da haben die Frau an der Decke, da haben die gesagt, die hangen richtig an der Decke und hat dann in so dämonischen Sprachen dann geredet und dann sind die rausgelaufen. Sehr heftig, ja. Ja, das ist hart, wenn du das siehst, dann bist du erstmal gezeichnet, wenn du sowas siehst. Ja, da läufst du weg, das ist vorbei, das ist zu hart. Das ist auch wer läuft denn nicht weg? Aber da, wo der Herr Jesus das sagt, ne, wenn Dämonen rausgehen und dann zurückkommen, das sagt er auch natürlich zu den Juden, weil die Juden haben ja damals auch Exorzismus betrieben. Und die haben ja auch Dämonen ausgetrieben. Und dann sagt der Herr, das geht nicht, der Mensch, wenn er sich selber nicht bekehrt zu Gott, dann ist er wie so eine offene Tür und die Dämonen haben wieder Zugangsrecht. Ja, ja, jetzt verstehe ich das, okay. Oh Mann. Deswegen Finger weg von den charismatischen Gemeinden. Natürlich kann ein Wiedergeborener in die charismatische Gemeinde gehen und von hunderte tausend Leute Hände auflegen lassen. Von den mächtigsten Pastoren, die mit Dämonen arbeiten. Aber der Heilige Geist ist ja der in den
Wiedergeborenen wirkt, beziehungsweise ihn versiegelt hat. Der lässt nicht zu, dass hunderttausende Geister da also überhaupt was anrichten können. Aber trotzdem sollten wir es nicht machen. Ja, ist so. Ist also, so. Auch wenn wir, also nicht Gott versuchen, auch wenn wir zum Beispiel geschützt sind, aber trotzdem sollen wir uns absondern. Bei ja, absolut. Sachen. Richtig. Ja, das war so heftig. Ja, also, ich kann auch noch mal was dazu sagen hier. Dazu. Das muss auch noch Erfolgreichsten jüdischen, der ist jüdisch-Ukrainer, glaube ich, der Rapper. San Diego. Und der ist auch sehr, sehr extrem involviert, der Typ. Da macht er auch die Pyramide mit den Händen hinter dem Hexagramm. Und da sieht man auch, dass das Hexagramm nichts mit dem Israel zu tun hat. Das jetzige Israel mit dem Hexagramm, das ist, weil das Land unter dem Aspekt des Antichristen gerät demnächst. Deswegen ist dieses Sternsymbol da, dieses Hexagramm auf Israels Fahne. Aber wie sieht denn überhaupt eigentlich das richtige Davidstern dann aus? Oder gibt's das ist kein Davidstern, hat es nie gegeben. Das ist eine Erfindung. Das hat es nie gegeben. Wenn du Rabbiner sogar noch fragst, nicht mal in Talmud steht das, und der existiert nicht. Das haben die erfunden. Das ist ein Hexagramm. Es ist viel, viel älter. Also Hexagramme gibt es in allen Kulturen. Da gibt es immer Hinduisten, Buddhisten, die noch 3.000, 4.000 Jahre alt sind. Habt ihr das 2.000, mit dem Arafat mitbekommen? Wie er gesagt hat, über die jüdische Flagge, sagt er, über die jüdische Flagge wird er nichts sagen, weil der Prophet David unter der jüdischen Flagge geritten wäre. Mit den mit den Dings da. Das muss man sich mal vorstellen, Ding. Aber warte, es ist noch was anderes ganz Wichtiges, was man vielleicht noch mal aussprechen muss, weil viele kommen hier mit Kirchenvätern und immer diese außerbiblischen. Vielleicht kannst du, Bruder Reza, noch mal erklären, wie das ist mit der Versiegelung des Menschen, haben wir jetzt gehört, ja. Aber ist das nicht auch so mit dem Wort Gottes, was Gott selbst ist, dass das Buch versiegelt worden ist? Ja, natürlich. Ja, kannst du das noch ein bisschen erklären, bitte nochmal? Ja, das Wort Gottes kann ja nicht angetastet werden vom Satan. Nein. Aber der Satan kann etwas hinzufügen, was nicht vom Heiligen Geist ist. Und wenn du das annimmst, dann bist du unter dem Fluch. Mhm. Deswegen sagt Apostel Paulus ja auch, wenn ihr das nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Ja. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir nicht alles annehmen, genau, was uns angeboten wird auf dem Markt. Und wenn du nicht den Heiligen Geist hast, dann nimmst du halt solche Apokryphenbücher, die gnostischen Inhalt sind, und du erkennst da nicht den Geist, der da ein ganz anderer Geist ist als der Heilige Geist. Ja. Normalerweise jeder Wiedergeborene, der den Heiligen Geist empfangen hat, wenn er zum Beispiel das Thomas-Evangelium liest von Anfang an, der muss in den ersten Sätzen denken, oh, was ist das? Das stimmt irgendwas nicht. Das ist nicht von Gott. Ja, oder das Buch Henoch oder sowas. Ne? Auch. Ja, ja. Das ist so verwirrend. Ja, da merkst du, dass das nicht der Heilige Geist der Bibel ist. Ja, aber allgemein, Bruder, wie kann es sein? Ich meine, okay, ja, weil eben der Heilige Geist dort nicht wirkt, aber allein von der Logik her, wenn Gott sagt, er ist selbst das Wort und das Wort hat ja Macht, so. Wie kann, weil im Endeffekt unterm Strich sind dann die Katholiken oder Orthodoxen, wenn sie sagen, sie haben ja so und so viele Bücher außerhalb der 66, die ja versiegelt worden sind durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich frage mich dann, wieso sie das nicht erkennen mit gesundem Menschenverstand, dass sie eigentlich unterm Strich nichts anderes sagen, als wie der Moslem, der sagt, die Bibel wurde verfälscht. Weil wenn die keine Gottesfurcht haben. Was? Im Endeffekt haben die keine Gottesfurcht. Ja. Sagt die Bibel selber, ja. Das ist so fassbar. Sie haben zwar eine fromme Erscheinung. Ja, aber die Kraft verleugnen sie. Ja, genau. Das sind keine echte. Nach außen hin sehen die fromm aus, tun auch Gottesdienst, was weiß ich was. Aber im Inneren, was im Inneren ist, das ist eine ganz andere Sache. Ja, das ist unfassbar, weil logisch einfach nur gedacht, ja, also nur mal vom Menschenverstand. Wie kannst du denn sagen, ich glaube an Gott, Jesus Christus ist Gott, und dann liest man Johannes, er ist selbst das Wort. Aber ein Luther, ein Mensch namens Luther, hätte ganze Bücher entfernen können, ohne dass Gott es mitbekommen hätte, um sein Wort zu verändern. Weil das wäre ja eine Veränderung, wenn es so wäre, dass es nicht nur 66 Bücher wären, sondern 73, 78, keine Ahnung. Ja, das ist unterm Strich nichts anderes, als Muslime sagen, die Bibel wäre verfälscht. Ja, genau, das ist derselbe Geist. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ja. Ja. Aber die Leute sind sich darüber nicht bewusst, das was sie da von sich geben. Ja. Ja. Das wir haben ja zum Beispiel, da hatten wir ja drüber mal gesprochen, Reza, ne? Über den Codex Sinaiticus.
da die ältesten Abschriften, die wir haben, ne, mit dem P6, ja. P52, P125, ja. dass da ja alles genauso, die Teile, die man da gefunden haben, genauso noch heutzutage 1:1 stehen. Und die größte Abschrift ist ja natürlich das Jesaja-Rolle, die ja genau, also die ja perfekt erhalten worden ist. Und ja. die haben wir genauso in der Bibel stehen, also in der heutigen Bibel. Das heißt, wir können mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, Sicherheit sogar, dass nichts verfälscht worden ist, weil wir die ganzen Urtexte, die man da in den Qumran holen, dank den Mohammed, ja, so hieß er ja, witzig nebenbei, der hat uns, ja, wie gesagt, dazu noch gebracht. Ja, da, also man die kann dagegen sagen. Aber nicht nur diese Rollen, es gibt ja noch mehr. Es gibt noch mehr, sag, ja, über 300.000 Manuskripte. Ja, ich sag ja, nicht nur die sei ja P6 und sowas, das Johannesevangelium wurde dort fast vollständig gefunden und also ja, und vieles mehr. Wir natürlich, haben die komplett vollständig sogar, die ist ja nur verteilt mit den ganzen Manuskripten. Wir haben die sogar sehr oft doppelt auch noch, weil die Menschen aufgeschrieben haben und die sehen, wenn es sich von unabhängigen Ländern auch noch, Griechisch, Hebräisch, Aramäisch und so weiter, ich glaube, Latein ist auch dabei, und immer dasselbe schreiben auch noch, nur nicht mal sich gegenseitig verfälschen. Die Bibel ist einer der bestüberliefertsten Bücher überhaupt. Ihr kennt doch alle den Alexander den Großen, ne? Es gibt, lass mich nicht lügen, 10 Manuskripte irgendwie so ungefähr über Alexander den Großen und die kommen alle an ihn. Ja, aber 300.000 Manuskripte nur mit der Bibel. Ja. Und dann will keiner glauben oder was. Ja, und auch noch die außerchristlichen Dings, die wir haben, ne? Von Ignatius, von Linus, von Clemens, von Pius, von Märtyr. Ja, aber das sind doch wieder diese Kirchenväter, die außerhalb der Bibel sind, oder? Nein, das sind Geschichtsschreiber wie Flavius Josephus und sowas, die Kreuzigung und das Dasein von Herrn Jesus Christus bezeugen. Also die ich jetzt gerade vorgelesen habe. Die haben im Jahre, zum Beispiel Linus hat im Jahre 76 bis 79 gelebt, Clemens 99. So, ne, halt. Ja, gut, die Clemens und so weiter gelten ja, also diese sogenannten Kirchenväter oder so. Das meinte ich doch gerade. Das ist ja. Ach, ja? Ja. Ja, die haben nichts zu tun. Keine Kirchenvater, nur die Bibel. Clemens und so, Tertullian. Ignatius. Alles diese sogenannten Kirchenväter. Genau. Ja, klar. Also, natürlich, was sie niedergeschrieben haben, kann man auch als Historie bezeichnen. Aber wir wissen, dass wir außerhalb der Schrift nicht in der Welt schauen können, um zu wissen, was die Schrift ist. Ja, okay. Vor allem, wir auf Abweg geraten können. Und du siehst ja, dass die viele Katholiken und Orthodoxe auf Abwege geraten sind, gerade weil sie sich nicht auf die Schrift alleine verlassen. Genau. Sie sagen ja, sola scriptura wäre unbiblisch. Also, allein nur die Schrift. Sie sagen, das Wort das heißt nur allein die Schrift. Ist unbiblisch. Also ich krieg das nicht in meinen Kopf. Das ist echt, als würde mir einer ein Messer in mein Herz rammen, wenn er sagt, sola, allein die Schrift wäre unbiblisch. Das ist unfassbar, was für Aussagen. Wie kann man sowas sagen? Die sind verrückt. Die sind einfach nur verrückt geworden, diese Menschen. Das ist nicht mehr zu helfen. Ne? Nur Leute sind zu helfen, die das Wort Gottes noch gar nicht gehört haben. Ja. Und dann auf einmal damit vertraut werden, weil die noch nie die Bibel gelesen haben. Dann hören die. Dann sagen die, okay, das gibt schon alles Sinn hier. Beispielsweise die Anna, ne, die kennt ihr, Bruder Reza, kennst du ja noch? Die Anna, ich habe ja mit der noch geschrieben, auch telefoniert sogar. Ne? Okay, sie hat die Einsicht. Sie hat die Einsicht. Die hat gesagt, viele Orthodoxen haben mich nach dem Stream angeschrieben. Und dann habe ich gesagt, da ist schon eine Widersache am Arbeiten gewesen, aber kein Problem. Geh ins Gebet, gib deine Buße ab, sei von neuem geboren, du bist schon gerettet. Na, und da hat die auch gesagt, aber die können mir nicht sagen, weil ich habe mein eigenes Denkweise und die hat gesagt, ich bin deiner Meinung. Ich habe gesagt, du bist nicht meine Meinung, du bist Gottes Meinung. Ja, nach der Bibel. Weil es Sinn ergibt. Die so, ja, natürlich gibt das Sinn. Das hat alles Sinn. Babytaufe unbiblisch. Dieses Totenküssen, Fürbitte an Heilige unbiblisch. Existiert nicht, hat nie gegeben sowas. So ein götzenhaftes Ding hier. Ne? Und die erkennen das durch die Schriftlesung. Die sehen die Patriarchen oder die Priester und so weiter, die was auf dem Kopf haben. Unbiblisch dürfen wir nicht.
dann sehen wir immer weitere Aspekte, immer mehr Zölibat in den Katholizismus zum Beispiel. Unbiblisch, nicht richtig, die machen es falsch. Einer kann zum Beispiel Paulus, dann zitieren die immer Paulus, ne? Der ist auch ein Zölibat gewesen. Hat er eine Gemeinde geleitet? Nein, hat er nicht. Der hat keine Gemeinde geleitet. Die haben es auf Paulus abgesehen auch, ja. Die argumentieren, die meisten Muslime argumentieren auch sowieso nur mit Paulusbriefe. Da ist das, Paulus war dies und das. Also die haben es echt auf Paulus abgesehen da. Wisst ihr, was auch noch sehr, sehr interessant ist? Vor der Spaltung der Kirche, da hat der Kaiser Leo III. Vom Byzantinischen Reich, den man heute als Orthodoxen bezeichnen würde eigentlich, von dem Byzantinischen Reich halt, ist ja klar, er hat dem Vatikan vorgeworfen, Götzendienst zu betreiben. Und hat dem Byzantinischen Reich angeordnet, dass alle Ikonen zerstört werden. Das könnt ihr nachlesen. Und auf der anderen Seite wiederum hat der Vatikan dem Byzantinischen Reich vorgeworfen, dass sie eine falsche Trinität haben. Was ja auch stimmt. Die Orthodoxen haben ja die falsche Trinität. Das heißt, sie haben sich beschuldigt gegenseitig mit der Wahrheit. Vor allen Dingen, wann kam das denn raus, Bruder Reza, der Katholizismus? Das kam doch erst irgendwie 300 oder so Jahre später oder irgendwie, wie war das genau? Es ist ja so, dass die katholische Kirche, ja, so wie wir die jetzt kennen, eigentlich Macht hatte damals und eben durch Kaiser Konstantin der katholische Glaube eben Staatsglaube wurde. Vorher wurden die Christen verfolgt, mehr oder weniger. Aber weil die Christen sich im Römischen Reich eben immer weiter expandierten und ausweiteten, immer mehr Leute kamen zum Glauben, hat dann der Kaiser Konstantin sozusagen den Glauben, die Christen in die Machtpositionen enthoben. Und langsam waren das schon die ersten Weichen gelegt für die jetzige katholische Kirche in Rom, der Vatikan. Mit dem ersten Papst, der am Ende des 5. Jahrhunderts, Siricius, dann als erster Papst, also der über alle Gemeinden im Reich das Sagen hatte. So ist das alles entstanden. Aber wir wissen ja, der Herr Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das heißt, die Staat- und Glaubenstrennung, so hat ja der Herr Jesus uns befohlen. Wir sollten uns ja Obrigkeit unterordnen und nicht Obrigkeit werden. Und da ist eben der Glaube verfälscht worden ab diesem Zeitpunkt. Ja, und wie viele Jahre ist nochmal nach den ganzen, weil die sagen ja immer, die berufen sich ja immer auf apostolische Lehre. Dann frage ich mich aber, was genau ist denn jetzt damit gemeint? Weil apostolische Lehre ist das, wo wir, die kleineren Gemeinden sind, ja. Sie waren zu 12, das waren zwei Jünger, 12 Jünger, ja, gemeinsam, die gemeinsam Brot gebrochen haben, die gemeinsam das Wort verkündet haben, ja, den Herrn nachgefolgt sind. Das ist für mich apostolisch, aber ich weiß nicht, wovon die da reden. Ich verstehe das nicht. Ich weiß, wovon die reden, da kann ich dir beantworten. Wir reden von einer apostolischen Überlieferung, weil die Apostel hatten ja Mitarbeiter gehabt, das wissen wir, Timotheus, da gibt es noch weitere Namen, deren ich nicht mehr aussprechen kann. Da gibt es so viele Mitarbeiter und die berufen sich auf die Schüler der Aposteln. Darauf berufen die sich. Und die Schüler der in den Tod, gehst du in den ewigen Tod, wärst in den Feuersee geworfen, wärst gerichtet werden, denn es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Reza ist euer Gott. Jetzt kannst du mal hochkommen. Du bist ein Abgefallener. Du bist ein Abgefallener. Du wolltest eine Milliarde Koran ausdrucken. Komm mal hoch. Du wolltest eine Milliarde Koran ausdrucken. Dieser eine Typ da hier, dieser Russe, dieser abgefallene Russe. Was hast du da getan, Russe? Was hast du da getan? Du hast die Gnade Gottes verworfen. Und deswegen wirst du auch gerichtet werden. Oh, was hast du da getan? Wer hat den Herrn Jesus verlassen für einen Moslem, der am Sonntag seine Werkstatt aufgemacht hat und seine Reifen gewechselt hat? Dafür hat er den Gott verlassen. Großartige Liebe und Treue. Warte, ich zeig das jetzt. Ich muss das den Leuten zeigen. Guckt euch das mal an, wie der sich da so selber Ohrfeigen haut. Warte mal. Bruder Danny, hast du eine Einladung bekommen von einem Katholiken? Der nennt sich ja Katholik, aber einer oben hier. Ich habe keine Einladung bekommen, aber ich sage euch, nur der Herr Jesus kann retten. Ihr müsst wiedergeboren sein. Und das sage ich in jedem Stream. Johannes 3, Vers 3, da sagt der Herr Jesus Christus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hallo? Egal. Und jetzt guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an. Ach, Bruder Reza, guck dir das mal an. Was sagst du dazu?
Was ist das denn jetzt? So, das ist der Russe. Was ist das? Der war Charismatiker, ja? Der spricht da in Zungen, oder was? Ja, genau, ja. Der spricht da in Zungen. Das war sehr schreck. Ja, genau. Seht ihr, Charismatiker? So ist das. Das ist verloren, die Seele. Da seht ihr, dass er auch nicht wahrhaftig war vorher. Also was dann wahrhaftig wäre, sowieso nicht, sonst wäre er ja nicht abgefallen. Aber da sieht man, was die Charismatik ausmacht, dass er schon vorher, ne, von diesen Geistern besucht wurde. Dass diese Geister durch ihn gesprochen haben. Das ist das traurige Ende. Deswegen an den Orthodoxen. Egal, Orthodox, richtig? Meinst du mich, Pablo? Ja, genau, Gottes Segen. Ja, Bruder. Was liegt auf den Herzen? Nee, Bruder, ich wollte einfach hoch und zuhören. Aber bist noch orthodox, ne? Oder ja, hast du jetzt so langsam... Zum Glück, Bruder, nein, ich bin griechisch orthodox, zum Glück. Also du bist Christ, ne? Also ja. Du warst orthodox. Nein, ich bin orthodox. Ach so. Ja, hast du schon mal die Bibel gelesen? Ja, Bro. Also hast du schon angefangen, mal die Bibel zu lesen oder durchgelesen? Also durchgelesen habe ich nicht, aber ich lese es gerade. Ich bin dabei. Sehr gut. Du musst auf jeden Fall... kennst du das von Neugeboren werden? Hast du das schon mal gehört? Ja. Bist du von Neugeboren? Ach. Meinst du, ob ich neugeboren bin oder wie? Ja, genau. Wie jeder hier. Ja, jeder ist nicht von Neugeboren, ne? Also... Man muss ja von neuem geboren werden. Johannes 3, Vers 3. Ne? Ich weiß, Bruder. Ja, also die Christen müssen neu geboren werden, das stimmt. Genau. Ja, und du weißt ja, du kennst ja meinen Kontext ja bestimmt. Ne? Also ich war ja damals Katholik, bin jetzt Ex-Katholik und jetzt nur ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus, nur die Bibel allein. Na, und durch damalige Zeit, durch Bibellesen, habe ich erkannt, dass mit den Kirchen was ja nicht stimmt, aber die Bibel immer recht hat. Ich habe herausgefunden, dass die Ekklesia, das heißt ja Kirche und Gemeinde auf Deutsch übersetzt, wir sind die Ekklesia in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Und wir können ja auch eine Gemeinde ja machen und Gemeinschaft haben. So soll es auch sein. Wir sollen ja Gemeinschaft haben mit Brüdern und Schwestern. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich in ihrer Mitte steht geschrieben. Und da habe ich aber gemerkt, die Bibel hat recht, aber die Kirche erzählt eine ganz andere Geschichte. Ist das dir nicht mal aufgefallen mit Babytaufe zum Beispiel? Kann schon möglich sein, Bro. Das habe ich aber nicht beachtet jetzt, ehrlich gesagt. Beispiel, Apostelgeschichte 2,38 steht drin, der tote Buße und jeder von euch lasse sich taufen in den Namen von den Herrn Jesus Christus und so weiter. Und die Voraussetzung der Taufe ist der Buße tun. Was meinst du, kann ein Baby Buße tun? Was heißt das, dieses Busteln oder was du sagst? Umkehren. Also alte Sünden vor Gott, also deine Sünden vor Gott abgeben und absterben und ein neues Leben beginnen, von neu geboren werden. Ja, geht. Also ein Baby kann das, sagst du? Ein Baby kann das nicht, aber du musst ja neu geboren werden und dann deine Sünden halt. Genau, aber dann ist ja die Babytaufe ja nicht mehr einstimmig mit der Bibel, ne? Weil ja, das stimmt schon. Genau, sie ist stark, du erkennst das. Warte mal, ich muss mal hier jemanden stummen, das ist hier Spam. So, also, genau, du erkennst das, ne? Und daran erkennen wir ja, dass schon nur ein Fehler genügt. Und schon ist das nicht mal Gottes Wort. Und ich kann dir etliche zeigen in den Kirchen, wie die Patriarchen, du kennst doch die Patriarchen, die haben nur immer was auf den Kopf, ne? Die Priester und so weiter, die haben nur immer was auf den Kopf, so ein Haupt, so ein Hut und so weiter. Kennst du doch, ne? Du meinst, du willst sagen, dass Orthodox falsch ist, oder was? Die Orthodoxie und der Katholismus beruht nicht auf die Lehre der Bibel.
Aber das mit Taufen ist eine Tradition und keine biblische Sache. Genau, aber die Tradition entspricht ja gegen der Bibel. Taufen ist wichtig und richtig, aber taufen sollen wir uns erst lassen, wenn wir Buße tun. Das heißt, erst den Herrn angenommen haben. Ja, genau, aber Bro, damit will ich sagen, Orthodoxie ist nicht falsch, sondern die Tradition ist, wenn dann falsch. Ja, richtig, die Orthodoxie, guck mal, nee, das ist nicht so. Das ist schon, du hast einmal richtig und einmal wieder falsch gesagt. Die Orthodoxie ist ja im Grunde dann falsch, weil die sich auf die Tradition beruht und an die Tradition festhält. Die kann man ja nicht reformieren. Du musst dann sagen, ich bin nur der Bibel treu und folge dem Herrn Jesus Christus, aber nicht der Orthodoxie. Weil die Orthodoxie, Religion, ist ja vom Menschen gemacht. Die ist ja 1052 nach Christus erst entstanden. Die katholische Kirche ist 500 nach Christus entstanden. Das sind menschengemachte Religionen. Ich folge ja nur dem Herrn Jesus. Aber jetzt, ob Orthodoxie oder Katholik, ist alles gleich, Bruder, ich sag dir ehrlich. Also der Inhalt ist gleich. Die Orthodoxie ist eine Abspaltung von der römisch-katholischen auch noch. Die haben sich ja abgespaltet, weil die gemerkt haben, dass der Papst nicht die wahre Wahrheit ist, aber haben dann eigene Päpste quasi gemacht, durch Patriarchen ersetzt. Pavlos? Ja? Ich wollte dich vorher noch was fragen, aber ich bin dann rausgeflogen. Ja. Bist du evangelisch? Also du hast ja gesagt, du warst damals katholisch und bist jetzt evangelisch. Nein, ich bin alle drei Kirchen, orthodox, evangelische Kirche und die katholische Kirche, die sind von Menschen gemacht. Ich bin nur die Bibel. Ich habe niemanden, ich habe keine Konfession, nichts. Ich bin wie die ersten Christen, Apostelgeschichte 2. Wir sind einfach Christen, Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Und tun nur das, was geschrieben steht in der Bibel. Das Wort Gottes ist mein Maßstab. Amen. Ja, okay. Ich dachte, du wärst evangelisch. Nein, evangelisch bin ich. Ich habe mit Luther und sowas nichts zu tun. Ja, genau, Luther, das meinte ich ja, weil es ist genau ja der Unterschied. Ja, Luther ist ja auch eine Katastrophe. Hey, Pavlos? Ja, bitte. Aber ob jetzt Evangelie oder Katholik oder Orthodoxie, wir glauben an eine Bibel. Nein, ihr glaubt an eine Bibel, die beispielsweise unterschiedliche Sachen hat. Ja, die Evangelie ist anders. Warte, die Bibel hat zum Beispiel, lass mich nicht lügen, 66 Bücher, das ist ja die echte Bibel. Die römisch-katholische glauben an 70 Bücher, ich glaube 70 oder 73. Die Orthodoxen haben 73, haben 76, haben 78 und haben 80 Bücher. Das heißt, unterschiedliche Bibeln. Aber es gibt nur eine Bibel. Das sind Apokryphen, hinzugefügte Bücher. Die Apokryphen haben nichts mit das Wort Gottes zu tun. Die sind nicht von Heiligen Geist auch geschrieben. Und deswegen sehen wir Katastrophen. Das darf nicht sein. Die Bibel Offenbarung, der letzte Teil der Offenbarung, sagt zum Beispiel, wer was wegnimmt oder hinzufügt, der soll von Gottes Bleiben bestraft werden. Und das ist sehr, sehr, sehr schlimm. Dürfen wir nicht. Prüft alles, steht geschrieben, und behalte das Gute. Das Gute ist nur das Wort Gottes. Und das ist ja das richtig. Problem. Also wenn wir an Menschengebote jetzt glauben, dann haben wir alle ein Problem. Das haben die Pharisäer getan. Jesus sagt zu dem Pharisäer, treffend hat Jesaja geweissagt, ihr Heuchler, dass ihr Menschenwort über Gottes Wort stellt. Das darf nicht sein. Er hat selber gesehen, die Babytaufe hat nichts mit der Bibel zu tun, rein gar nichts. Aber die katholische und die orthodoxen berufen sich auf die Babytaufe. Ohne die geht rein gar nichts. Die Katholiken sagen sogar, ohne die Taufe gehst du in die Hölle. Papst Benedikt hat sie erst geändert und sagt jetzt, in Limbus geht man. Die Orthodoxen sagen, unterschiedlich von denen, gehen in die Hölle oder in den Himmel. Aber die Bibel sagt, er geht definitiv im Paradies, weil die Taufe dich nicht rettet, sondern deine Wiedergeburt, Jesus-Annahme. Okay, aber genauso kann man ja Jesus annehmen, wenn man Kirchenmitglied ist. Also ich kann ja auch als Katholik oder Orthodoxer, kann ich ja auch Jesus annehmen. Ja, das stimmt, aber dann willst du die Kirche automatisch verlassen. Das habe ich ja zum Beispiel gemacht, weil ein wiedergeborener Christ darf keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben und so wird er die Kirchen verlassen. Das ist ja ganz einfach. Haben wir Gemeinschaft mit dem Islam? Als Beispiel. Das ist nicht mal Wort Gottes, richtig? Ja. Die römisch-katholische orthodoxe Kirche ist nicht mehr das Wort Gottes. Sie haben Menschengebote hinzugefügt. Dann ist das schon nicht mal Wort Gottes.
dann heißt das keine Gemeinschaft mehr. Absondern von diesen Kirchen. Ist ja richtig. Weil wie soll das sonst gehen? Haben wir jetzt Gemeinschaft mit, sollen wir jetzt zwei Herren dienen? Einmal Menschengebot und einmal Gottes Wort. Das geht nicht. Entweder oder. Gottes Wort oder Menschengebot. Ja, das Problem sind die Bücher, die dazugekommen sind. Ja? Der Katechismus oder wie bei den Orthodoxen. Das ist halt, ja, was so nicht geht. Ne? Dazu kommen natürlich die Kindertaufen etc. und die ganzen traditionellen Sachen. Babytaufe, du meinst Baby. Ja, Babytaufe. Meine Kinder darf man taufen, wenn die den Herrn Jesus natürlich aber annehmen. Ja, Babytaufe meine ich, Entschuldigung. Einfach die 66 Bücher, das sind die von Heiligen Geist inspirierten Worte Gottes. Das ist das, an was wir uns halten müssen. Ja, das sind die, ja, der Maßstab. Und keine dazu geschriebenen von irgendwelchen Kirchenväter oder weiß der Geier. Bruder Reza, kannst du gute Worte noch abgeben? Pavlos, aber was ist der Unterschied, was du glaubst und was ich glaube? Ich glaube an das Wort Gottes und die Orthodoxen glauben an Menschenwort. Tradition. Das stimmt. Was nicht. Ist höher? Was denkst du? Tradition oder Wort Gottes? Was hat mehr Gewicht? Orthodoxie ist nicht mit Tradition zu tun, das haben die Menschen gemacht, aber die Bibel ist immer noch die gleiche. Ja, aber die Orthodoxie ist ja Tradition. Das ist ja, die nennen sich ja streng gläubig, aber ist mit den Traditionen verbunden. Eben aber, die Orthodoxie, die beruht sich doch auf Babytaufe. Oder machen die keine Babytaufe? Man kann Babytaufe machen, aber muss man nicht. Ja, muss man nicht, aber das wollen die nicht. Die machen sowas. Und kannst du Gemeinschaft haben mit jemandem, der eine Ehelehre verbreitet? Römer Kapitel 16 spricht klare Worte. Da sagt Paulus, der Apostel, wir dürfen nicht diese Gemeinschaft haben mit hinzugefügten Sachen. Ja? Mit Lehren, die nicht mehr mit Wort Gottes einstimmig sind. Das darf nicht sein. Römer Kapitel 16, ganz intensiv sagt das Paulus. Epheser 5,11, hab keine Gemeinschaft mit der Finsternis und dann deckst du viel mehr auf. Dürfen wir nicht haben. Alles, was nicht mehr Wort Gottes ist, ist die Finsternis, weil es gegen Gottes Wort entspricht. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Wir können ja nicht zwei Herren dienen, zweigleisig fahren. Die Taufe ist zum Beispiel ein Gehorsamsakt. Das ist nicht, weil die behaupten, ja, die Katholiken und die Orthodoxen, du kriegst den Heiligen Geist mit. Oder deine Sünden sind damit bereinigt. Das ist eine Lüge. Das stimmt gar nicht. Taufe ist ein Gehorsamsakt. Wir sind nicht bei Johannes der Täufer mit Taufe der Buße. Es gibt ja verschiedene Taufen. Ja, und das muss man unterscheiden. Taufe ist nur ein öffentliches Zeugnis, dass du sagst, ich nehme den Herrn Jesus an und bin mit ihm gestorben und auferstanden. Ein öffentliches Zeugnis wird jeder Wiedergeborener machen. Bruder Reza, hast du eigentlich gute Worte für die Wiedergeburt, dass man da abkehren muss und so weiter? Ja, natürlich, die Wiedergeburt, das wissen wir ja aus Epheser 1, Vers 13, dass alle Leute, die wiedergeboren sind, mit dem Heiligen Geist versiegelt sind und deswegen auch nicht abfallen können. Und wir sehen eben, dass 180 Milliarden Katholiken als Babys getauft worden sind und später alle abgefallen sind, wie in Deutschland oder in Europa zu sehen sind, da draußen auf den Straßen. Die ganzen Atheisten, Sünder, die da rumlaufen und mit dem Herrn Jesus nichts zu tun haben, die als Babys getauft worden sind. Das heißt also, diese Taufe mit Wasser hat überhaupt keine Wirkung. Hat nicht. Ich war nämlich auch einer davon. Ich wurde römisch-katholisch getauft als Baby und es hat mir nichts gebracht. Hat mir überhaupt nichts gebracht. Weil die nicht mit dem Heiligen Geist getauft sind. Ne? Der Herr Jesus sagt ja eben, ich bin gekommen, also der Johannes der Täufer sagt, der nach mir kommt, ist stärker als ich und der wird euch mit was taufen? Heiligen Geist und mit Feuer. Genau. Entweder ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft oder ihr werdet in dem Feuersee getaucht und getauft werden in diesem See. Genau. Eine von den beiden entscheidet. Und an den Katholiken zum Beispiel, ich glaube Orthodoxe sagen das auch, muss ich noch prüfen, die behaupten, Petrus sei der Fels. Das ist schon mal eine Lüge. Psalm 18, Vers 32 steht, wer ist der Fels außer nur Gott allein? Gott ist der Fels. Wo Matthäus Kapitel 16 Jesus zu Petrus sagt, auf diese Kirche will ich meine Gemeinde bauen, also mit diesen Schlüssel will ich meine Gemeinde bauen und so weiter. Da meint Jesus nicht, er ist der Fels, er ist der erste Papst oder sonstiges. Nein, er hat damit gemeint,
Da müssen wir 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5 lesen. Wir lebendige Steine, Petrus heißt ja Kephas, das heißt Stein. Und wir sollen die lebendige Steine auf ein geistliches Haus aufbauen. Ja, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5. Wir sind ein geistliches Haus. Wir sind die Ekklesia. Darauf sind wir aufgebaut. Die Grundlage ist Jesus Christus. Korinther nur ein bisschen lesen. Da steht es ja drin, dass die Grundlage von Jesus Christus gegeben ist, der Eckstein ist, und wir dann auf lebendige Steine zusammen aufbauen. Und die Gebäude, die da sind, die sind nicht echt. Da wohnt auch nicht Gott, da wohnt nur der Teufel, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, weil was macht der Teufel? Meinst du, der Teufel kommt und will uns Schrecken einjagen? 2. Korinther Kapitel 11, Vers 14. Der Teufel verkleidet sich als Engel des Lichts. Und es ist nicht verwunderlich, dass seine Diener sich als Engel der Gerechtigkeit verkleiden. Und wir wissen, dass die Fürbitte, da sind Katholiken, Orthodoxen gemeint, Fürbitte ein Heilige, unbiblisches. Wir sollen direkt zu Gott beten. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5. Ein Mittler zwischen Gott, dem Menschen, Jesus. Wenn wir welche hinzufügen, wie die Maria zum Beispiel, Maria-Verehrung ganz stark hier gegeben, darf nicht sein. Lukas Kapitel 11, Vers 27, 28 sagt, eine Frau, glückselig ist das Bauch, was dich getragen hat und die Brüste, die du gesungen hast. Jesus erwiderte und sagt, nein, nein, glückselig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es bewahren. Und da sehen wir, selbst Jesus hat sogar diese Frau gegengestimmt. Jesus hat nie Maria Mutter genannt, der hat die immer Frau genannt. Wir haben keine Mutter Gottes, die ist die Mutter des Fleisch Jesus, aber nicht Gottwesen Jesus. Und dann müssen wir noch sehen, Heiligenanbetung ist unbiblisch und Götzendienst darf nicht sein. Müssen wir nur Mose lesen, müssen wir Jesaja schon lesen, ich glaube Jesaja 8. Und dann sehen wir diese ganzen Sachen. Soll nicht ein Volk, dann sagt Jesaja der Prophet, soll nicht ein Volk Gott direkt anbeten oder die Schöpfungen oder die Toten oder die Geister. Das darf nicht sein. Viele beruhen sich dann, aber Fürbitte einander machen. Ja, aber steht da irgendwo drin, wir machen Fürbitte an Entschlafene oder beten wir jetzt Menschen an? Wir geben unsere Gebete direkt Gott ab. Na, das ist wichtig. Direkt Gott. Warum 2, 4, 5, 6 Wege? Direkt erste Stelle. Gott. Das macht die Katholiken orthodox nicht. Wer nicht umkehrt und das verlässt und von neuem geboren ist, der wird nicht im Paradies hineingehen. Der wird in die Hölle gehen. Matthäus Kapitel 7, 21 bis 23 spricht klare Worte und sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in meinen Namen im Paradies gehen. Also steht, nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, ist von mir, denn viele werden sagen, ich habe Dämonen ausgetrieben, ich habe Wundertaten vollbracht, ich habe geweissagt. Und dann sagt Gott zu denen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das sagt Gott zu denen, obwohl die sagen, Jesus ist Gott. Obwohl die sogar Dämonen austreiben. Wo die sogar Prophezeiungen predigen, alles. Aber Gott sagte, ich habe euch nie gekannt. Also kehrt um. Katholismus absterben und die Orthodoxie absterben. Umkehren. Tut ihr das nicht, so werdet ihr nicht in dem Paradies hineingehen. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe es geprüft. Ich bin, seit ich 16 Jahre alt bin, heute bin ich 25. Ihr habt die noch nicht gelesen. Ihr seid dabei, das ist sehr gut. Deswegen prüft und schaut nach und hinterfragt die Kirchen. Das ist, was ich euch geben kann. Amen. Die Katholiken, Orthodoxen sind nicht von neuem geboren, sie sind Traditionsgläubige. Also, wenn es sowas gibt überhaupt, ja. Aber es gibt sie anscheinend. Und die müssen eben nach vorne fortschreiten zur Wiedergeburt. Und die müsst heute von neuem geboren sein. Heute. Ja. Heute. Heute gibt ihr ab und sagt, Gott, ich will jetzt mein Leben dir geben. Ich will meine ganzen Sünden dir geben, damit du es bereinigst mit deinem Blut. Na? Und dann bist du von neuem geboren. Bitte mach mein altes, also ich will mein altes Leben wegtun, ein neues Leben beginnt mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist Wiedergeburt, Johannes 3, Vers 3. Da seht ihr es, meine Lieben. Und da macht ihr die Taufe nochmal. Aber die Taufe rettet euch nicht, ne? Ist nur ein Gehorsamsakt. Die Wiedergeburt ist wichtig. Genau, da haben wir dieses Pendant zu Braut Christi, eben eine Hure, die in Offenbarung 17 beschrieben wird, Offenbarung Kapitel 17 und 18. Und diese Hure ist untreu, im Gegensatz zu der Braut Christi, die treu ist.
Und die sitzt eben an den sieben Hügeln und hat einen goldenen Kelch voller Unzucht und Hurerei. Und sie ist bekleidet mit Purpur und Scharlach. Also diese Hure, was an dieser Stadt sitzt, wo mit den sieben Hügeln, sie wird sehr genau beschrieben. Ja, und Purpur und Scharlach sind genau diese Farben der Kardinäle im Vatikan. Und diese goldene Becher, die jedes Mal vom Papst aufgehoben wird bei der Eucharistie. Und all diese Beschreibungen beschreiben eben den Vatikan in Rom. Rom ist die Stadt mit den sieben Hügeln. Und das ist eine Hure, die die wahren Gläubigen, die an den Herrn Jesus geglaubt haben, verfolgen und töten hat lassen und berauscht war von dem Blut der Heiligen. So heftig hat diese Hure die wahrhaftigen Gläubigen an den Herrn Jesus durch die Geschichte hindurch verfolgen und ermorden lassen. Ja, so einfach ist die Sache. Zunächst muss man auch feststellen, dass nirgendwo in der Bibel der Herr Jesus sagt, wenn ihr nicht Katholiken werdet, werdet ihr errettet werden. Wenn ihr nicht orthodox werdet oder Zeugen Jehova oder Sieben-Tages-Adventisten, dann werdet ihr errettet werden und in das Reich Gottes kommen. Nein. Das sind alles menschliche Denominationen für eine menschliche, religiöse, weltliche Gemeinschaft, wie ich die jetzt gerade aufgezählt habe. Aber die Braut Christi, die ist die himmlische Braut. Der Ex-Müsli ist auch da. Oh, Ex-Müsli, Gottes Segen. Oh, Gottes Segen. Abo Ezerei. Abo Ezerei. Achso, doch, das ist der originale Hetzer. Abu Hetzbacke, was machst du da schon wieder? Ah, bist du wieder Hetzologie am Betreiben? Ja, ich habe auf dich gewartet, damit du auch ein bisschen dazukommst und ein bisschen mithetzt. Weil jetzt alleine geht's macht nicht los! Spaß. Jetzt geht's los! Genau, Hetzen in Gemeinschaft bei gutem Rotwein, das macht immer viel mehr Spaß und ist viel, viel Lisa, angenehmer. Lisa, pack das beste Öl aus für deinen Bruder, Lisa. Pack das beste Öl aus für deinen Bruder. Beeil dich. Ja, du bist doch Beil dich, pack das beste Öl, beste Wein, alles, ich bin da. Ich bin da, ja. Macht euch keine Sorge. Ja. Dr. Sheikh Abu Hamid ist da. Du musst das Öl aus deinen Haaren raustun, da ist genug Öl drin. Pomade, immer viel Öl raustun. Ja, und dann schön benutzen. Ja, lieber Ex-Müsli. Warum hast du denn Islam verlassen, lieber Ex-Müsli? Was ist mit dem passiert? Ja, Ex-Müsli. Ex-Müsli, warum hast du den Islam verlassen? Was? Warum hast du den Islam verlassen, Ex-Müsli? Weil der Islam so eine schöne Religion ist. Ich darf mit meinen eigenen Blutsverwandten, die ich aus Unzucht gezeugt habe, sexuellen Verkehr haben. Und dann dachte ich mir so, ich lasse lieber anderen den Vorrang. Die können dann von mir aus Sure 25, Vers 54 praktizieren. Da habe ich gedacht, boah, lieber besser, ich gebe den anderen den Vortritt. Wie sollen das dann machen? Welche Sure? Sure 25? Vers 54. Dank dir. Ja. Oh Mann, jetzt hat der Bruder Pavlos noch eine Sure, wo er die ganze Zeit den Muslim an den Kopf jetzt werde ich nicht demnächst. Ja, genau. Ich mache nur Hintergrundbild. Der Imam hat den Bruder Pavlos nicht geben dürfen. Genau, der Imam Shafi, einer der größten Rechtsschulen des sunnitischen Islams, ist damit konform, dass man aus einer Unzucht herausgezeugtes Kind mit ihr dann Verkehr haben darf. Sowohl mit der Mutter, mit der er das Kind gezeugt hat, als auch mit dem Kind. Ne? Ja, das ist nicht Teil seiner Abstammung, weil der Allah ungehorsam geworden ist und somit die Abstammung nicht gegeben ist. Absolut krank, absolut krank. Gibt es einen Hadith dazu, zu Sure 25, Vers 54? Also kannst du einfach den Tafsir aufschlagen von Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, perfekt. Ja. Ja, das ist natürlich diese schönste Religion. Da dachte ich mir, oh mein Gott, besser nicht in diese schöne Religion bleiben.
Besser rausgehen. Besser rausgehen, weil die ist zu schön, diese Religion dann, ne? Und falls du dich entscheidest, dann Schiite zu werden, kann ich dir dann auch empfehlen, das Buch von Imam Khomeini zur Hand zu nehmen. In seinem Tahrir al-Wasila auf der Seite 242, da bringt er dir bei, wie man dann Schenkelverkehr mit kleinen Babys durchführt, ne? Für die ganzen Schiiten, ne? Ich weiß, mein lieber Schia, wenn du damit nicht einverstanden bist, mit dem, was Imam Khomeini da aufgeschrieben hat, kann ich ganz gut nachvollziehen. Aber es gibt ja Millionen Muslime, die ihn ja ernst nehmen und das gerne dann auch in die Tat umsetzen. Also wer bist du dann in dem Falle? Ne? Dann bist du ja auch gar nichts mehr. Ja, so sieht's aus. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das lieber so einigen Schia dann... die dann gerne in dieser Religion noch weiterhin praktizieren und bleiben möchten, können das weiterhin fortführen, habe ich mir gedacht. Besser ich gehe und lasse die ihre wunderschöne Religion praktizieren. Ne? Ja, und für die Sunnis haben wir natürlich dann den Imam al-Sarkashi, der sagt, es gibt keine Strafen für denjenigen, der ein kleines Baby dann auseinandernimmt, ne? Wenn er dann eingedrungen ist. Super. Das ist natürlich sehr, sehr lobenswert. Also diese Religion muss man auf jeden Fall beibehalten. Ne? Eigentlich, aber ich habe mir gedacht, besser ich bleib nicht mehr in dieser wunderschönen Religion. Versteht ihr? Ja, aber kann das sein, dass du vielleicht neidisch bist und du würdest gerne zum Beispiel 72 Jungfrauen haben und so richtig dann zur Sache gehen, wenn du später im Paradies bist, aber aus irgendwelchen Gründen bist du neidisch. Ich sage, das ist genau das. Ich möchte nicht, dass mein Neid hier so rausspritzt aus meinem Telefon. Mein Neid. I'm very jealous. Ich bin sehr, sehr eifersüchtig auf diese Religion. Sehr eifersüchtig. Ja, das Problem ist, es kann sein, weil du neidisch bist, weil der Muslim hat ja gesagt einmal, der hatte gesagt, ja, ihr Christen, ihr habt so einen einsamen Himmel, wo ihr auf so einer Wolke mit so einer Harfe die ganze Zeit spielt. Das hat der Pier Vogel gesagt. Der Pier Vogel wurde gefragt jetzt vor kurzem, ja, was hat das auf sich mit diesen 72 jungen Frauen? Weil die Muslime so am Ende sind, die denken so, was ist das für ein Himmelreich? Die fragen jetzt langsam nach. Und dann sagt der Pier Vogel, ja, das ist so, weil Gott verspricht uns so was Schönes, ne? Was sollen wir denn im Himmelreich machen? Sollen wir Harfe spielen? Lisa, mit so einem geistigen Zustand, Lisa. Das ist Pier Vogel. Guckt euch das bitte an. Sollen wir Harfe spielen? Ja, kennst du Philadelphia, Buko, diese Philadelphia-Käsewerbung, wo die auf einer Wolke sitzen mit so Glocken, mit so. Die denken wirklich, das ist Christentum, ne? Ja, endlich, ne? Ja. Übrigens, warum ist denn Philadelphia dieser Käsefärbung im Himmel? Das ist sehr himmlisch, weil es die beste Gemeinde des Herrn ist, ne? Ja. Die Top-Gemeinde des Herrn, ne? Ja, die entrückte Gemeinde in den Himmel, Philadelphia. Ja, die Leute verstehen das nicht, was da so im Fernsehen ihnen angeboten wird. Ja. Ja, aber wäre es denn Armin nicht besser, mit 72 Jungfrauen ewig, anstatt auf so eine Wolke mit einer Harfe zu spielen, wo kein Mensch ist? Was sagst du, Lisa? Wäre es denn nicht besser mit 72 Jungfrauen, die durchsichtig sind? Ich würde rückkonvertieren, wenn ich dann zum Beispiel die Garantie, wirklich die Garantie hätte, ins Himmelreich zu kommen, wenn ich dann Ibrahim und Abul Bara und Pierre Vogel den ganzen Tag mit meinem Ferrari überrollen darf. Das wäre cool. Dann konvertiere ich zurück. Mit diesen 72 Jungfrauen auf mein Gepäckraum. Der Sheikh Ibrahim hat ja wirklich allen Ernstes gesagt, ja, es gibt auch Ferrari und so, ne, im Himmel, alles, was du wolltest. Das hat er wirklich allen Ernstes gesagt. Das ist ein verlockendes Angebot. Wenn ein Muslim zu mir kommen würde und sagt Dr. Sheikh Abu Amir, komm jetzt. Wir versprechen dir, wenn hoch und heilig, wenn du ins Himmelreich kommst, du kriegst dein Ferrari und damit darfst du dann den Sheikh Ibrahim und Pierre Vogel und Abu Bara den ganzen Tag. Bruder Reza, die haben sich gefragt, kann man im Himmelreich Kamehameha machen? Sheikh Ibrahim hat das sich verneint, ne? Ja, das könnt ihr auch haben. Aber was ist Wahnsinn! Wahnsinn! Reza, kann ich dann auch Allahs Bein so einen Loki geben oder geht das nicht, Reza? Wenn alles erlaubt ist. Ja, ich weiß nicht. Die sagen ja, alles ist erlaubt. Also alles, was dein Wunsch begehrt. Darf ich ihn an seinem lockigen Haar ziehen? Frag den Sheikh Ibrahim. Sheikh Ibrahim,
Mohammed hat uns berichtet, dass er seinen seinen Gott in einer Gestalt gesehen hat, einen bartlosen jungen Mann mit wolligem Haar und einem grünen Anzug. Und meine Frage ist, darf ich Allahs wolliges Haar ziehen? Ja, wie wär's mal, wenn du mal wirklich diese Fragen da stellst, Amir, in den Chat da, wo die sind da. Und der muss dann darauf antworten. Aber die werden das wahrscheinlich dann vorher aussortieren. Darf ich Allahs Bein mit Macht 3 rasieren oder doch eher mit Macht 7? Das ist heftig. Ja, das ist eine ernst gemeinte Frage. Ihr lasst das mal, ich will das wissen. Ich will wissen, was der dazu zu sagen hat. Ja. Inshallah, kein Problem. Das Problem ist ja, die haben ein großes Problem mit Gott, der einen Körper hat. Ja, genau. Deswegen versuchen die es die ganze Zeit zu umgehen. Die haben das, hätten das sehr gerne, dass Allah nirgendwo in Koran und in der Sunna irgendwelche Körperteile hat, sondern so unsichtbar und unvorstellbar, so wie die das gerne hätten. Aber es ist leider nicht so. Das ist Abu Bara hat doch gesagt, wenn Allah ein Schiebein hat, dann hat Allah ein Schiebein und wir sind stolz darauf. Ja. Ne? Ja, genau. Aber er ist einer der wenigen, der eben dazu steht. Die anderen Muslime haben ja ein Problem damit. Ja, und wenn Gott eben ein Schienbein hat, das heißt, er hat einen Körper, dann kann auch der Herr Jesus Gott sein. Weil dann zieht dieses Argument nicht mehr, dass Jesus nicht Gott sein kann, weil er einen Körper, einen menschlichen Körper hat. Ja. Oder Reza? Ja. Oder Reza, obwohl der Stream eingeschränkt ist, haben wir 170 Zuschauer, heftig, ne? Ehrlich, hat sich schon wieder eingeschränkt. Ja, schon Anfang an. Also seitdem ich den Anfang an gestartet habe, ist der eingeschränkt. Aber ich will auch nicht immer wieder neu anmachen, aus, an. Aber heftig, ne? Über 170 Zuschauer, obwohl der eingeschränkt ist. Ja, ja. Das ist schon ganz gut. Ja. Solange der Herr eben schützende Hand drauf hält und du nicht rausgekickt wirst, sondern die Leute hier, wir wissen ja nicht, wer alles so mithört. Auch Menschen, die auf der Suche sind, dass sie dann auch hier reinkommen und auch die rettende Botschaft hören und errettet werden. Ne? Weil wenn die wieder rausgehen, dann sind die ja wieder in der Welt, wo der Satan herrscht, und dann haben die wieder Ablenkung. Ja, also haben wir ja gestern gesehen, was gestern für ein Fest war, zur Ablenkung. Gestern Nacht. Ja, übrigens wisst ihr ja, ne, dass überall auf der Welt wieder die ganze Elite in dieser Nacht wieder geopfert haben, ne, gestern Nacht. 100.000-fach. Adrenochrom hier, oder wie das heißt, schön gesoffen wahrscheinlich. Also Babys den Satan, einfach als Menschenopfer. Ja. Ja, ja. Unglaublich, ey. Unglaublich. Ja, gestern war einer der größten satanischen Feste, die gefeiert wurde auf der Welt. Halloween, Samhain, der Keltische. Was meint ihr, wie viele Kinder sind aufgegangen, oder wie gesagt, was schätzt du, auf der ganzen Welt? Tausende. Tausende wurden geopfert gestern. Im keltischen Gebrauchtum, das ist ja Heidentum, und alles, was Heidentum ist, ist eben mit Menschenopfer behaftet gewesen. Das lesen wir auch im Alten Testament, ja. Die Heidenvölker Kanaans hatten alle Gruppierungen und Völker des Kanaans hatten Menschenopferungen in ihrem göttlichen System da, der Anbetung. Baalskult, Moloch, Chemosh und. Alle hatten Menschenopferungen damals. Und die waren alle im Krieg mit dem Gott des Israels, mit Yahweh. Also Yahweh und Israel, sein Volk, war eben im Krieg mit den umliegenden Nationen in Kanaan, die alle Menschen geopfert haben. Das war die Situation damals im Alten Testament. Und deswegen gab es Krieg zwischen Israel und den kanaanitischen Völkern. So, vor allen Dingen auch die Philister. Ne? Sehr oft lesen wir ja auch diese ganzen Kriege zwischen Israel und Palästina. Eine ewige Feindschaft heißt das ja zwischen Philister und Israel. Und als ich damals das erste Mal die Bibel gelesen habe, dann ist mir das sofort aufgegangen, warum es diese ewige Feindschaft gibt zwischen Israel und Palästina hier, was wir haben, diese Brandherde da im Nahen Osten. Erst in der Bibel habe ich herausgefunden, dass dieser Krieg eigentlich von Anfang an da war. Und das wird im Alten Testament beschrieben. Und das hört nicht auf, bis dann der Dritte Weltkrieg ausbricht.
Und eine ewige Feindschaft. Komplett verlassen werden. Also Gaza wird ein Ödland werden in Sephania 2,4. Und in den Segen steht ja auch, dass es sowieso, da wird sogar beschrieben, an der Küste am Meer, ne? Da, ja. An der Grenze, da wird das komplett verlassen werden. Da wird eine komplette Vernichtung stattfinden. Warum? Das ist die Rache Gottes, weil die sich ständig immer aus Hass sich gerecht haben an Israel. Na, und Hamas war wieder ein Racheanzug, also wieder ein Racheakt. Na, genau wie die damalige Zeit von 1960, 70 mit dem Sechstagekrieg, auch ein Rachekrieg. Und Gott hat dann eben dann gesagt, da steht schon in Hesekiel, da wird Gott sich dann rechnen und dann ist vorbei. Gaza wird komplett weg, also einfach ein Ödland sein. Dann erfüllt sich Sephania Kapitel 2, Vers 4 und in Hesekiel auch die Erfüllung. Dass dann alles komplett weg ist. Ja, genau. Da sagt er eben der Herr in Hesekiel 25, deine Städte will ich in Trümmer legen. Genau. Und zu einer schrecklichen Wüste sollst du werden. Und du sollst erkennen, dass ich der Gott bin. Gibt keinen anderen Gott. Soll Gaza erkennen. Weil du ewige Feindschaft hegst und die Kinder Israels der Schärfe des Schwertes überliefert hast. Zur Zeit ihres Unglücks. Zur Zeit der Sünde des Endes. Darum so wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, ich will dich bluten lassen und Blut soll dich verfolgen, weil du das Blutvergießen nicht gescheut hast. So soll das Blut auch dich verfolgen. Ja. Und ihr wisst, wie es alles ausschaut, erfüllt sich das langsam. Na, also Israel hat selber gesagt, die hören nicht auf. Die haben noch nicht mal an Waffenruhe gedacht. Die haben gesagt, Waffenruhe sieht aus wie nicht Waffenstillstand, sondern sieht dann aus, als hätten die aufgegeben, kapituliert, ne? Und deswegen hören die gar nicht auf, die machen einfach jetzt weiter. Der Herr weiß ja, welche Obrigkeit er da eingesetzt hat letztendlich und zugelassen hat, dass diese Obrigkeit dann der Macht ist, weil er weiß, wie die Obrigkeit handeln wird, wenn das und das alles passiert. Der Herr weiß das ja. Ja. Jetzt müssten eigentlich die Palästinenser und die Israelis denken, Moment mal, wir töten die Israelis, also wir sterben, die Israelis müssen sagen, oh, wir sterben, und die Palästinenser müssen auch denken, oh, wir sterben. Hier ist ein Gott, der sowohl Israel nicht schont, als auch die Palästinenser nicht schont. Also müssen die auf der Suche gehen, nach diesem einen Gott. Der ist weder auf der Seite der Palästinenser, noch auf der Seite der Israelis. Ja, das checken die aber nicht. Die sind blind, leider. Wir müssten beten für die, ja? Das ist ja natürlich der Herr. Israel automatisch, ja, ne? Zum größten Teil macht das der Herr, der erlaubt dieses Blutvergießen da im Nahen Osten zwischen Philister und den Israeliten, damit beide Seiten eben nach Gott suchen. Und die Frage stellen, warum überkommt uns dieses Unglück? Aber das fragen die nicht. Die machen immer da weiter, wo sie aufgehört haben. Rache, die denken nur an Rache. Ja. Das ist traurig. Dann gibt es viel Propaganda noch, was Rache unterstützt, mit Lügenpropaganda auch noch. Ja. Und das darf alles nicht sein. Und so entstehen dann in der ganzen Welt die Bürgerkriege. Aber ich will euch mal was erzählen. Der jüngste Tag ist schon so nah, jede Sekunde kann der Herr kommen. Ich möchte euch aber was erzählen. Wenn in der Schrift steht, ich glaube Thessalonicher oder Timotheus müsste das sein, da steht drin, wenn die sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird er plötzlich auf einmal dann kommen, wie ein Dieb in der Nacht für die meisten. Und dann ist der jüngste Tag dann da. Wenn die sagen, Friede und Sicherheit, ich glaube schon, dass sie jetzt, die machen ja eh schon alles mit der Weltordnung, die Schachfiguren, jeder hat seine Position, auch in Israel alles, mit Russland Unterstützung der Waffenlieferung und den Kriegen mit Iran und Palästinenser und so weiter, das haben der äußerste Norden unterstützt das ja, steht alles in der Schrift, in der Bibel. Und wir sehen, die Positionen sind überall gegeben. Die warten eigentlich nur auf das Go, letztendlich. Die Positionen sind überall schon gegeben. Jetzt wird überall Bürgerkriege kommen, ja. Wir sehen das schon hier schon in Deutschland, eine Eskalation wird immer schlimmer und in anderen Ländern ja genauso, also beziehungsweise ganze Welt. Und dann werden die, und dann glaube ich schon, dass irgendwann so eine Regierung an der Macht jetzt wird, wo gewisse Friede und Sicherheit versprochen wird, und dann wird es plötzlich kommen. So, in so eine Richtung bewegen wir uns schon langsam. Aber der Tag wissen wir nicht, da werden wir nie erfahren. Also werden wir erfahren, wenn es passiert ist, aber wir wissen nicht, wann es auf jeden Fall
kommen wird. Sag mal, Bruder Rez, was meinst du noch so mit Friede und Sicher? Was hast du noch alles daraus gelesen? Ja, genau, das sind halt die letzten Wehen. Wenn die sagen Friede und Sicherheit, das heißt, dann überkommt eben der Menschheit die Drangsalzeit. Aber Bruder Reza, weißt du, was ich dann denke? Ja. Ist ein Gedanke. Nur ein Gedanken. In Italien haben die ja schon eine Obrigkeit zugelassen, die ganz hart zugreift. Das ist ja wie die AfD hier. Und die langsam durch die ganzen Medien, ja, das hat es auch noch nie gegeben. Sagen die mal CDU, AfD, ganz halt. Die AfD wird in der nächsten Wahl denken, ich sage jetzt einfach so ein Gedanke gut, an die Macht gehen, diese Friede-Sicherheit sorgen mit der CDU zusammen, auf der ganzen Welt auch solche Obrigkeiten und dann, dass langsam was geschieht hier. Was denkst du so, was meinst du, ist nur so ein Gedanke gut, sage ich jetzt einfach mal. Es wird, also die Welt wird sich auch neu ordnen mit den ganzen Machtblöcken. Europa wird sich auch neu formieren. Ja, und da wird eben die neue Weltordnung wieder eine andere Art von Machtblöcke entstehen, die mit den 10 Königen, auch in Offenbarung 17 war das, glaube ich, wird das ja beschrieben, mit den 10 Hörnern. Das aus dem Buch Daniel. Und es wird wieder ein neuer Machtblock entstehen in Europa. Und das ist eben nicht diese G8 und so weiter. Ja, das wird eine komplette Neuordnung sein. Aber es wird zu einem großen Drangsal kommen, erstmal. Also großer Chaos in Offenbarung Kapitel 6 mit den 4 apokalyptischen Reitern. Eben diese 4 apokalyptischen Reiter werden für eine große, große Drangsal sorgen, erstmal, wo eben 2 Milliarden Menschen sterben werden. Das Wort Gottes sagt ja in Offenbarung Kapitel 6, dass ein Viertel der Menschheit sterben wird. Ein Drittel. Ein Viertel. Also etwa 2 Milliarden Menschen werden sterben. Ich wollte ganz kurz was sagen. Einige Baptisten glauben ja, dass das Malzeichen schon vor 2000 Jahren gekommen ist, mit dieses römische Zeichen da irgendwas. Das glauben einige Baptisten auch. Ja, das ist ein totaler Durcheinander, wie sie eben die Bibel auslegen, weil sie eben die verschiedenen Heilszeitalter nicht unterscheiden. Wir sind ja in einer totalen Durcheinander, was die Prophetie betrifft, komplett durcheinander. Ja, die falschen Lehren. Aus Pforzheim sagen ja auch, die legen Liebe deinen Nächsten, legen die ja so aus, als müsstest du zum Beispiel Pädophile umbringen. Liebe deinen Nächsten würde bedeuten, bring Pädophile um oder Schwulen und Lesben umbringen. Das lesen die daraus. Weil man die Kinder schützt oder was? Ja, weil man dann die Kinder schützt und das ist dann Liebe zu den Kindern, ja klar. Ja, die sind ja komplett durch, diese Leute. Das ist ja Wahnsinn, ehrlich. Das ist eine Mördersekte, ist das. Die haben einen kompletten Schuss weg. Ja, das ist durch. Also ich weiß auch diesen komischen Steven Anderson aus Amerika, das ist so ein verrückter Typ, der bei einer Predigt zum Beispiel schreit und auf diesem Pult, wo er so spricht, da springt er da so auf einmal auf diesem Pult vom Boden aus, so aus dem Stand, habe ich gesehen, einmal. Warte, oder kannst du das einmal zeigen, kannst du mir das mal schicken? Ich kann das mal raussuchen und dir das schicken. Das ist so Steven Anderson, der diese ganzen Baptisten da in der Hand hält. Das ist auch so ein Teufelstyp, ein Teufelskind. Ja, mit dem habe ich mich vor 9 Jahren beschäftigt, ja, Bruder? Die haben ja, damit das nochmal diese 200 Zuschauer hier hören, da haben die Baptisten gesagt, reich mal deine Frau rüber, so, weißt du, die will ich mal kennenlernen. Das musst du dir mal geben und die Christen, die da in den Chat waren, die haben nicht gesagt, ey, was sagst du da? Nein, nein, die haben so gelacht und die haben dann zu Armie gesagt, die Baptisten, da jetzt hier auch nochmal die 200 Zuschauer hören, fast knapp, die haben sich lustig gemacht über Armie und haben gesagt, Armie ist ein Teufelskind, der seine Seele verkauft hat, weil er ja 100.000 Abonnenten auf YouTube hat. Genau. Das müsst ihr euch mal geben, wie krank die sind. Da war ich dabei. Da haben die gesagt, diese Baptisten von Flegels Wort, diese Sektenanhänger, die vom Verfassungsschutz kontrolliert werden wegen Hassrede, diese Sektenanhänger haben dann gesagt,
diesen Danny an und Pavlos und so weiter. Und dann der Bruder Danny, der hat ja einen besten Freund, das ist dieser Amir. Und der hat doch selber 100.000 Follower in YouTube. Hat er seine Seele verkauft? Hat er seine Seele den Teufel gegeben? Und dann machen die sich lustig über die Illuminatenaufklärung. Na, und haben eigentlich den ganzen Babys, die geopfert werden, Kinder, die geopfert werden, im Gesicht gespuckt. Also die waren da, ja? Teufel. Also die waren da. Und dann, Moment mal, Bruder Dennis, haben die, wer von denen hat zu dir gesagt, du sollst ihnen deine Frau geben? Das war einer der Gemeinde von dieser Sekteanhänger. Ich kenne den persönlich nicht, aber einer von dieser Gemeinde. Dieses, ich sage jetzt schon, ne, diese Man of God, da sage ich ihn auch bei Namen, ist eine Sekte vom Verfassungsschutz kontrolliert und die nennt sich Baptistengemeinde, zuverlässiges Wort. Seine Sekte wurde aufgedeckt, alle, die mit ihm sind, gehen in die Hölle zusammen. Aber ihr könnt umkehren. Kehrt um und nimmt den Jesus Christus an. Und einer von diesen Sektenanhänger hat zu Bruder Danny noch gesagt, gib mir doch deine Frau. Kann ich deine Frau kennenlernen? War das dieser Man of God, dieser Jura, der das Nein, gesagt, das war nicht Man of God, das war eine von diesen Leuten. Aber in diese Gemeinde gehören die. Der hat gesagt, weil dieser Typ hat selber gesagt, ich gehöre zu dieser Gemeinde und da, wo Man of God ist, ich bin einer von denen. So hat er gesagt. Was eine Sekte, heftig. Wie kann man, da hat man gesehen, ne? Ja, Bruder Danny, kann ich deine Frau kennenlernen? Was ist das denn? Das sind Christen? Das ist heftig. Ja, man muss es kontrollieren, ob der wirklich auch zu denen gehört. Es kann auch einer sein, der da einfach so den Namen benutzt. Das waren seine Worte. Er hat sogar so betitelt. Er hat sogar gesagt, der ist da drin. Moment, und warte, Man of God war dann drin irgendwann, ne? Na, das war sogar an diesem Tag. Der ist dann sogar ein paar Stunden reingegangen mit denen und zusammen am Predigen. Also sicher, dass die zusammengehören, ja? Ist 100% ja, bei der Man of God hat das selber zugegeben. Ich war mit dem Stream da, ist schon ein bisschen länger her. Er hat gesagt, er ist dabei. Er gehört dazu. Ich habe selber mitgehört. Ich habe da sogar ein Bild gepostet, wo sogar diese Gemeinde ihre Gesichter da zeigen. Und da ist Man of God ganz schön in der Mitte am Lächeln. Der ist in diese Sekte. Eigentlich, der ist da aus dem Stand gesprungen. Was wollte der da? Batman-Stunts machen oder was? Die sind doch alle verrückt. Weißt du, was die sagen? Wenn es dir nicht passt, ne, weißt du, was die dann sagen? Verflucht sollst du sein! Verflucht! Der Herr soll dich erschlagen und töten! So predigen die. Warte ganz kurz, Moderator. Ja. Wie meinst du das? Der ist da so aus dem Stand rausgesprungen. So. Was wollte der da? Wie sah das denn aus? Er hat wieder seine behämmerte Rede gehalten. So emotional ist ja kein Problem, wenn man emotional ist und das Böse hast. Aber der, weil er ein Irrlehrer ist, ich weiß nicht mehr, um welches Thema es ging, wurde sich aufgeregt. Ich glaube, wieder wegen Homosexuelle oder irgendwie sowas. Dann hat er so laut geschrien, hat gepredigt und hat sich selber so hochgeschaukelt. Und dann ist er auf einmal im Stand, also der stand ja hinter dem Pult. Ja, das Pult war ja vor ihm. Und auf einmal aus dem Stand hat er geschrien und ist auf diesem Pult gesprungen mit allen Vieren. Und hat dann weiter gepredigt und geschrien. Der ist auf dem Boot, ey. Was das ist krank, und das ist der Prophet von dieser Haufen da. Nein, Haufen von Pforzheim. So heißt die Sekte. Aber Bruder Rese, ich will was sagen. Ich darf keine Namen nennen, ne? Aber es gibt, ich sag jetzt einfach so, ich hoffe, ihr versteht mich. Es gibt gewisse Sekten, ne? Ja. Ich hoffe, ihr versteht, wen ich meine. Die behaupten einfach, man braucht nicht Standesamt heiraten. Die sind einfach so christlich verheiratet. Die unterordnen sich nicht von Römer 13 und leben eigentlich lebenlang in der Unzucht. Wer hat das gesagt? Schreibe ich die privat. Kann ich hier nicht sagen. Okay. Kann ich hier nicht sagen. Ich will den Heiligen Geist nicht haben. Also, dass sie nicht wiedergeboren sind, ist ja ganz klar. Das ist ja ganz klar. Aber wie gesagt, dieser Steven Anderson, dieser Satanstyp aus Amerika, hat eben seine Sektenleute hier stationiert, ne, die dann halt den Namen des Herrn Jesus missbrauchen. Für ihre satanischen Sachen, was die da predigen. Gebrüder, ich muss jetzt den Stream beenden, weil ich gehe jetzt aus der Arbeit raus. Pablos, starte du mal einen Stream. Bruder Amir, startest du einen Stream?
Ex-Müsli. 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 Bruder Amir. Weil ich komme später nochmal live. Ich komme später nochmal live, auf jeden Fall. Komm, dann starte ich den Stream. Ich mache einen auf. Ja. Okay, dann alle Pablos jetzt folgen. Alle folgen, alle bei Pablos jetzt reingehen, an die ganzen 200 Zuschauer. Ich beende jetzt den Stream, weil ich komme später nochmal live. Bis gleich. Gottes Segen. Gottes Segen, Leute. Alle Pablos folgen. Und auch bitte alle mich folgen. Bitte folgen, Leute. Folgen, Leute. Walla, folgen, Leute. Alle verfolgen den Bruder Dennis auf der Straße, wenn ihr ihn seht. Lauft dem hinterher. Dankeschön, Leute. Alle mich folgen. Alle verfolgen, Leute. Folgen. Verfolgt ihn. Überall, wo ihr seid auf der Welt. Verfolgt den Bruder. Walla, danke, Leute. An die 6133 Abonnenten, Leute. Walla, folgen, Leute. Folgen. Dankeschön. Sehr schön. Na gut, ich gehe jetzt, ich muss auflegen, Leute. Ich komme später nochmal live. Walla, bestes Stream, Leute. Dankeschön. Dankeschön auch, dass du hier drin warst. Ey, Danny, ich wünsche dir Gottes Segen. Danke, dass du mich hochgenommen hast. Immer wieder gerne. Ja. Amir, du weißt Bescheid. Dir danke ich sowieso dafür, dass du mich aus dem Islam gerettet hast. Mit die Kraft des Herrn Jesus Christus, der durch dich Walla bewegt hat. Walla, danke, Amir. Walla, danke. Also, ich wünsche alle auch im Chat Gottes Segen. Gottes Segen, Leute. Nur das Beste für euch. Und du kannst ja noch was auf Johannes 3, Vers 3 immer sagen, die Wiedergeburt. Kannst du schnell sagen. Also, ich bin gerade auf dem Badezimmer, Bruder. Du bist halt. Achso, du sitzt auf Toilette. Also ich sitze jetzt nicht ganz. Also, jetzt nicht auf Toilette hier, Brudi, aber ich bin gerade im Badezimmer. Ja, okay. Also, ich sag euch noch einmal was, Leute. Trefft eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus. Versöhnt euch mit Gott durch seinen Sohn, den er offenbart hat. Gott hat sich offenbart in den Herrn Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Schließt Frieden mit Gott. Komme zu ihm. Er wird dir vergeben, egal was du getan hast. Egal was du verbrochen hast. Gott hat sich in seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, offenbart ins Fleisch. Was vor 2000 Jahren geboren worden ist und was vor 2000 Jahren ans Kreuz gegangen ist, für dich, damit du mit ihm Gemeinschaft haben kannst. Geh auf deine Knie, frag diesen heiligen Gott, wer bist du? Und er wird dich retten aus dieser Welt, aus dieser Finsternis. Er wird dich retten, er wird deine Sorgen, egal was du hast, egal was für Kummer und Sorgen du hast, er wird dir seinen Frieden geben, den die Welt dir nicht bieten kann. Er wird dir Ruhe geben. Und hundertprozentigen Frieden. Du musst von neu geboren werden, wie die Heilige Schrift es in der Bibel sagt. In Johannes 3, Vers 3, da sagt der Herr Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann das Reich Gottes nicht sehen. Was ist eine Wiedergeburt? Du musst dich entscheiden für den Herrn Jesus Christus. Glaube an ihn, dass er dein Erretter ist, dein Erlöser ist, dein Herr und dein Gott ist, vom ganzen Herzen. So empfängst du Vergebung deiner Schuld. Du empfängst den Heiligen Geist Gottes, der in dir wohnt. Und es heißt, ihr wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt. Und ich kann dir eins sagen, wenn du heute zu den Herrn Jesus Christus kommst, keine Gewalt, keine Macht, weder der Teufel noch eine Nation kann dich aus der Hand Gottes rausreißen. Richtig, du wirst ein neuer Mensch. Du wirst komplett, du wirst, wie der Herr sagt, von Neuem geboren. Nicht aus Fleisch, sondern aus Geist. Ja. Sondern aus Geist, wie es bei mir der Fall war. Ich kann euch sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Und ich wünsche, dass jeden von euch dieselbe Erfahrung zu machen, ja? Wie der Bruder Danny schon sagt, hört auf ihn. Er hat auch sehr viel Ahnung. Ich verabschiede mich jetzt. Danny, wir sehen uns vielleicht heute Abend, Bruder. Ich wünsche euch was. Gottes Segen. Ciao, ciao. Ach so, Leute, ich muss ja den Stream beenden. So, Gottes Segen euch.